Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und ich sag jetzt Hallihallo da draußen. 20:01 Uhr, heute ein bisschen verspätet. Ja, wir sind noch ein bisschen in der Technik am Spielen. Der Harald hat nämlich heute ein neues Audio-Interface bekommen. Aber da waren wir noch nicht schnell genug. Harald Thier ist heute bei uns zu Gast. Und heute heißt es Der Kampf hinter den Kulissen, Teil 2. Und ja, daher sind wir ein bisschen spät. Normalerweise mache ich auch ein Warm-up. Heute ging es leider nicht. Heute heißt es How, what, why, where, when, who. Ja, der Kampf hinter den Kulissen und die aktuelle Situation. Viele Fragen. Wir sind interaktiv unterwegs heute mit der Festnetztelefonnummer, wie immer, aus dem österreichischen Festnetz mit der Landesvorwahl 0043 720 518 19 und die 7. Und der Außenchat ist auch geöffnet. Ja, was wurde bereits erreicht? Wann kommen die sehnlichst erwartenden Veränderungen bei uns Menschen? Viele, viele Fragen. Wie geht der Wandel konkret vorstatten? Wer hilft der Menschheit, sich zu befreien? Heute Abend Harald Thiers hier. Harald, erstmal schön, dass du bei uns bist. Freue mich und hoffe, dass wir dich jetzt auch hören dürfen. Wo ist er hin? Wo ist er denn hin, der Harald? Jetzt ist er im falschen Studio. Da ist er. Harald Thiers, da ist er. Haben wir dich jetzt eingefangen, lieber Harald? Guten Abend. Bist du am Mikrofon? Na, wo ist er denn jetzt? Hallo, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Lieber Harald, schön, haben wir es doch noch geschafft. So die Kurve gekratzt und alles ist gut. Ja, ich habe dich gerade schon ein bisschen bekannt gegeben hier, Harald. Der Kampf hinter den Kulissen heute, Teil 2, ist ja heute da. Und einige, viele Fragen hast du ja heute mitgebracht. Und heute heißt es ja, how, who, when, where, why, what und was wurde bereits erreicht? Wann kommen die sehnlichst erwarteten Veränderungen bei uns Menschen? Ja, Teil 2 nach der ersten Halbzeit. Wie geht's dir überhaupt, lieber Harald? Schön, dass du heute bei uns bist. Alles okay. Gibt's ganz, ganz spannende Neuigkeiten, gerade von gestern. Neue, ganz, ganz neue Informationen, die euch ja faszinieren werden. Ja, das bin ich schon ganz, ganz, ganz gespannt, Harald. Ich habe heute nochmal 3 Lieder aufgesetzt vom letzten Mal. Ich hoffe, damit bist du einverstanden, weil es zeitlich heute wohl ein bisschen knapp war. Das zur Info, aber tolle Lieder haben wir da. Und gehen wir doch mal direkt ins Thema rein. Möchtest du direkt starten oder soll ich mit den Fragen anfangen, wie wir sie im Sendeplan unter den Artikel auch dementsprechend aufbereitet haben? Ja, wir können eigentlich mit den Fragen anfangen, genau, und wir können am Anfang nochmal kurz einen Überblick geben und ja, ich kann auch vielleicht am Anfang noch was über das richtige Meeting sagen. Ja, dann leg doch erstmal los, mach mal so deine Einleitung, würde ich doch sagen, für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht noch ein paar Worte zu dir und dann starten wir direkt in das Thema heute. Ja, zu mir, ich bin ja in der Richtung Gesundheit sehr, sehr lange unterwegs gewesen und alternative Medizin, meine Gesundheit in Ordnung gebracht, immer mehr hinter die Kulissen geschaut und letztendlich ein sehr vollständiges Bild bekommen, was in der Welt läuft, warum verschiedene Dinge so laufen, wie sie laufen, dass bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind oder viele grundsätzliche Dinge nicht in Ordnung sind, die Menschen in einem ja zutiefst sklavenmäßigen Zustand leben und den meisten das natürlich nicht bewusst ist. Ja, wir könnten im Wohlstand in Überfluss leben. Die ganzen Technologien, die jetzt alle zur Verfügung stehen würden, wenn wir die hätten. Leider ist das nicht der Fall. Und ja, ich habe halt weiter gesucht, woran das liegt. Bin immer mehr hinter die Kulissen gestiegen und letztendlich bei einem Mann namens Tommy Williams angekommen, der Sprecher ist für eine ganz, ganz große Gruppe, die letztendlich dabei ist, komplett aus dem Sklavensystem zu befreien. Darüber habe ich in der letzten Sendung schon berichtet, am 15. Juli. Und ja, heute geht es noch weiter in die Tiefe. Der eine oder andere hat die letzte Sendung gehört, würde ich euch empfehlen, vielleicht nochmal anzuhören, dass ihr etwas auf den aktuellen Stand kommt, wenn ihr nur anfangen müsst. Und ja, heute wird es noch spannender, weil wir gestern ein interessantes Meeting hatten. Was? Das habe ich nicht verstanden. Jetzt war ein Aussetzer.
Gestern gab es ein sehr, sehr interessantes Meeting, wo wir viele Dinge, über die ich schon in der Vergangenheit berichtet habe, nochmal bestätigt bekommen haben. Ja, super. Und da bin ich ganz gespannt, wohin die Reise geht. Ja, Harald, Update möchtest du noch weiter ausführen? Sonst gehe ich direkt auch in den Abend herein. Hier in der Runde ist auch heute Abend der Jenne und auch der Roman Reuter von CryptoTV. Und sage ich mal ein Hallo, guten Abend. Seid ihr denn am Mikrofon, Jenne? Ja, hallo. Hallo Klaus, hallo Harald. Habe die Ehre, freut mich wieder, dich zu hören und bin sehr gespannt, was du uns Neues mitgebracht hast. Hallo, ja, hallo lieber Janne, guten Abend, freut mich auch, dich wieder zu hören. Ja, hallo Harald, hallo Klaus und an die Mumble-Gesellschaft. Bin auch wieder sehr gespannt, wieder Janne. Hallo Roman. Roman. Super, 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 super. Wir sind hier erstmal vereint. Wie gesagt, anrufen dürft ihr auch. Und wir freuen uns natürlich, gibt nochmal den Link raus. Harald Thiers heute hier auf OKTalk für die Leute, die vielleicht interessiert sind. Harald, ja, dann starte doch mal nochmal so eine grobe Zusammenfassung für die Zuhörer. Du hast ja noch was gesagt, worauf wir jetzt noch eine Einführung so in der Art. Und dann gehen wir in die Fragerichtung rein, oder? Okay, dann nochmal kurze Zusammenfassung, um was es eigentlich geht. Die Erde wurde von nichtmenschlichen Wesen erobert, nicht nur die Erde, sondern die ganze Galaxie. Wir haben diesen Zustand seit vielen tausenden Jahren. Wir leben quasi unbewusst, sehr unbewusst, weil wir von den höheren geistigen Ebenen und Schwingungsebenen sehr, sehr stark abgeschnitten sind, im Gegensatz. Früher als die Menschheit sehr dicht über die höheren Oktaven an diesen höheren Ebenen dran gewesen ist. Und dadurch bekommen wir halt vieles auf Menschheit nicht mit. Ja, die Menschheit wurde manipuliert. Es wurden Energiefelder aufgebaut, dass die Menschheit nicht mehr die hohen Ebenen erreicht. Aber es gibt auch andere Menschen, die halt nicht an der Erdoberfläche wohnen, sondern im Erdinneren, höheren Dimensionen, die seit über 1000 Jahren die Aufgabe haben, die Menschen zu befreien und die offensichtlich jetzt diesen Plan umsetzen mit Hilfe der Menschen, ja, weil die Menschen auch mehr und mehr aufwachen, weil die Menschen immer mehr durchschauen, was wir für ein System hier auf Erden haben, wo wir sozusagen angekommen sind, kurz vor dem Endspiel der dunklen Kräfte, wo es darum ging, die Menschheit zu vernichten. Und diese Befreiungsbewegung ist sozusagen im Untergrund tätig. Wir erfahren davon nicht sehr viel, aber tiefer verbirgt, so wie ich das gemacht habe, der stößt dann früher oder später auf diese Gruppe vom Tommy Williams, von der Kim Kimberly Angokuen, auf dem Mana World Holding Trust, auf den und auf weitere Menschen, die sozusagen in die Öffentlichkeit gehen. Aber wir müssen verstehen, dass hinter den Kulissen eher von Millionen Helfern steht, die namentlich kaum bekannt sind oder auch nicht benannt werden, die aber der Tommy Williams in seinen Sendungen, er macht jede Woche 3 Stunden Interview, immer wieder zu Gast hatte und die man sich also tatsächlich auch anhören kann. Ja, selbst Außerirdische wurden interviewt, sind auf YouTube zu finden. Einfach Tommy Williams eingeben und UPU, Universal Protection Unit zum Beispiel, findet man also auch diese Verbindung und diese Informationen. Ja, wo diese Menschen, menschliche Wesen, hochentwickelte, hochspirituelle, auch darüber berichten, was hier auf der Erde gemacht wurde, was eingeleitet wurde, wie die Erde von diesem ganzen dunklen System, in dem wir uns befinden, befreit wird. Und das ist eine sehr große Aktion, die über viele, viele Jahre schon läuft, ja, irgendwo vor knapp 20 Jahren begonnen hat. Und Harald, darf ich kurz? Kannst du vielleicht ein bisschen näher an dein Mikrofon gehen, weil immer wieder hast du ein paar Abbrüche, was nicht in der Qualität so gut ist. Ist das dir vielleicht möglich? Okay, jetzt besser? Probier es mal weiter. Okay, also diese Lichtkräfte sind halt dabei, die Erde komplett zu befreien. Und das im Verbund mit anderen Lichtkräften, die also auch in unserer Galaxie mithelfen, diese ganzen finsteren Dinge zu beenden und neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Daraufhin wurden verschiedene neue Verträge geschaffen.
geschlossen oder ein ganz, ganz wichtiger Vertrag. Und zwar ist das ein Friedensvertrag, der einen Kriegszustand in unserer Galaxie von 16.500 Jahren beenden kann. Diese Information bekommt man über Tommy Williams oder Thomas Williams, ja, hat einen eigenen YouTube-Kanal, oder man findet ihn auf Spreaker. Spreaker.com/user/895588. Ich glaube, wir müssen nochmal irgendwie was machen. Ja. Harald, du hast da wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, wie die Technik ist. Hast du es zuletzt mal einen kleinen Ohrstöpsel vielleicht drin gehabt? Vielleicht geht es dann besser. Ne, es sind immer wieder Abbrüche heute bei dir festzustellen, leider. Das Mikro selbst sitzt aus. Ne, vielleicht hast du ein Ohrstöpsel mit dem Mikrofon und die Zeit geben wir uns natürlich. Ja, ich werde mal in der Zeit schon mal ein paar Fragen einfach mal vorlesen, damit die Zuhörer nicht so ganz langweilig ist. Ja, was wurde bereits erreicht? Da ist der Harald ja schon im Endeffekt ein bisschen drauf eingegangen gerade. Wann kommen die sehnlichsten erwarteten Veränderungen bei uns Menschen an? Und ich glaube, das ist eine sehr essentielle, wichtige Frage. Wie geht der Wandel konkret vorstatten? Und da sind wir ja eigentlich, da sind wir alle gefordert, was erstmal zu verstehen und vor allem jeder in seinen eigenen Themenbereich sich zu bewegen. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Harald schon fertig ist mit seinem Mikrofon. Probieren wir es nochmal, Harald. Bist du soweit? Ja, so große Veränderungen sind ja nicht möglich, weil das schnurlose Telefon nicht mit der Übertragung funktioniert. Ich tatsächlich auf das Mikrofon vom Rechner angewiesen bin. Ja, du bist da nicht gut zu hören. Vielleicht sollten wir dann noch mal eine Musikpause machen und du gehst auch noch mal Richtung deinen Laptop rüber, dass wir da den Sound bekommen. Vielleicht ist der Roman oder der Jenne dabei, dass er kurz betreut wegen Soundcheck. Das wäre fein. Sollen wir das so machen? Wir können es noch mal probieren, ja. Ja, dann würde ich doch sagen, Jenne, er hat die Aufnahme am Laufen. Ja, sonst ist ja keiner da, dann müssen wir einen abziehen. Das ist so. Und ja, wer mag? Oder Marc Wahle? Marc Wahle, du bist ja auch da. Marc, magst du die Technik übernehmen? Wir können das machen, ja. Wunderbar, dann ziehe ich dich mal rein mit dem Harald Thiers in den Nachttalk-Raum. So. Und wir werden dann nochmal Musik machen. Wir können ja auch nochmal kurz hier plaudern. Ja, Roman, du hast jetzt schon einige die Lichtwesen und die Eroberung gehört. Was sind da für dich ein paar Worte dazu? Wie kannst du den Harald da für dich verstehen? Was meint er damit? Was denkst du? Ja, es ist ein bisschen schade, wenn der Harald da jetzt nicht mithören kann, was ich da vielleicht so meine Gedanken auch habe. Es ist ganz gewiss, meiner Meinung nach, gibt es solche Aktionen, von denen die normalen Menschen nichts mitbekommen und nicht nur unter den Menschen, sicher außerhalb der Erde von den Wesen. Aber ich möchte fast schon irgendwo bezweifeln, dass man solche Aktionen so ans Tageslicht bringt, weil das wäre so viel, wie wenn ein V-Mann bei den Bankräubern sagt, ja, wir wissen jetzt, wenn sie euch einen Banküberfall macht, wir warten schon auf euch, bevor ihr das machen könnt, nehmen euch ab. Das wäre ein bisschen unklug, würde ich sagen. Sicher gibt es ein paar Sachen, die wo so die Körnchen, wo so sich an der Wahrheit überschneiden, gibt's sicher allerdem, aber ich möchte vielleicht dann nur wegen Kim und so dann vielleicht auch noch genauer eingehen mit der Frage, wenn noch ein vielleicht der Harald da ist. Das machen wir dann auch in Ruhe. Jenne, hast du noch ein paar Worte oder wie sieht es aus? Sonst mache ich die Musik mal rein. Ja, mach doch erst ihm die Musik rein, sonst nehmen wir das dann schon vorweg. Das wäre dann auch ein bisschen zu schade. Und es kommt dann gleich beim Plaudern. Ja, gut, dann mache ich jetzt mal Musik rein. Nicht von Harald Thiers, sondern wir nehmen den Gläsernen Menschen von Udo Jürgens. Ein guter Song, bevor er verstorben ist. Im Jahr 2014 hat er diesen Song geschrieben. Und ich finde den Text sehr, sehr gut gemacht. Und vielleicht gefällt er euch auch.
euch auch da draußen. Und wir machen mal jetzt Udo Jürgens rein und dann hoffen wir, dass wir Harald gleich in schöner, guter Qualität für euch dann hören dürfen. Musik ab, bis gleich. Ja, das war Udo Jürgens aus dem Jahr 2014, der Song. Und jetzt schauen wir mal, ob der Harald bei uns besser zu hören ist. Ich hoffe auf jeden Fall. Und ihr seid hier heute schon richtig, Harald. Hier ist der Kampf hinter den Kulissen Teil 2 heute hier auf Hockey Talk. Harald, dein Mikrofon. Hallo, ich hoffe, ich bin besser zu hören. Wunderbar bist du zu hören. Okay, dann steigen wir wieder ein an der Stelle, wo wir vorhin aufgehört haben. Ja, vielleicht für euch, die vergangenen Vorträge im live gehört haben oder auch auf OK Talk, mein Interview, mein letztes, für die Insider vielleicht die folgende Information. Und zwar, viele dieser dramatischen Veränderungen, die ja weitreichendste Ausmaße annehmen, sind ja für viele nicht so ganz einfach nachvollziehbar oder glaubhaft. Man sucht ja immer wieder nach neuen Beweisen. Bestätigungen, stimmt das? Im Internet steht ja viel, kann man glauben, muss man nicht glauben und so weiter. Und es geht also ja ewig weiter. Die Sache ist nur, irgendwann sammelt man immer mehr und mehr und mehr Puzzleteile, bis man merkt, das Ganze ergibt ein vollständiges Bild und ist sehr, sehr logisch. Also bei mir ist das ja gegangen vor einem Dreivierteljahr, als ich merkte, dass die Informationen, die über den Tommy Williams kamen, über den Sprecher von dem Miner World Holding Trust, auch die Interviews, die er mit der Kim vom Trust geführt hat, dass die also sehr, sehr stimmig sind, sehr, sehr nachvollziehbar, beziehungsweise auch sehr logisch und immer wieder von Woche zu Woche ergänzt wurden um neue Informationen, wo es nie irgendwelche Widersprüche gab und verschiedene Informationen aus der Vergangenheit dann auch bestätigt wurden, nachvollziehbarer wurden. Beispielsweise Global Currency Reset, der also von den dunklen Kräften hunderte Male angekündigt wurde, um ihre Leute, die darauf warten, bei Laune zu halten, um denen also sozusagen die größten Schätze zukommen zu lassen. Das war ja mehrfach angekündigt worden. Tommy Williams sagt immer wieder, wird nicht realisiert, wird nicht zugelassen. Und wir sehen die Realität, dass all diese Dinge immer wieder verhindert wurden. Ja, wo wir also auch daran ablesen können, dass also tatsächlich hinter den Kulissen eine ganze Menge geschieht. Und diese negativen Dinge mit dem Geldsystem, mit Erschaffen von Geld aus dem Nichts und so weiter, ohne Deckung des Geldes, dass all diese Dinge halt verhindert, torpediert werden. Und jetzt bin ich am Wochenende in einem Seminar gewesen, wo es darum ging, dass an und für sich Menschen aus dem Inneren der Erde zu Gast sein sollten. Ja, es hat sich herausgestellt, dass es da im Vorfeld eine Kommunikation gab mit einem Medium, diese Gruppe, die schon mit diesen anderen Wesenheiten kommuniziert, ist seit vielen, vielen Jahren unterwegs und bekommt dort sehr, sehr zuverlässige Informationen, sehr nachvollziehbare Informationen, die sich auch immer wieder dann bestätigt haben. Und über diese Gruppe gab es jetzt ein Meeting, wo das erste Mal in der gesamten menschlichen Existenz normale Menschen, ja, speziell die Teilnehmer dieser Gruppe, an einer Konferenz des Galaktischen Rates teilnehmen konnten. Der Galaktische Rat ist ja die Regierung unserer Galaxie. Ja, ich hatte in der Vergangenheit darüber berichtet, dass die Regierung der Galaxie ohne menschliche Vertreter war, bis vor ganz, ganz wenigen Jahren, also weniger als 10 Jahre, vielleicht weniger als 5 Jahre, gab es dort keinen einzelnen Menschen, der die Menschheit in der Galaxie überhaupt vertreten hat. Das hat sich geändert, ja, in den letzten Jahren. Dort sind also Menschen eingezogen, der Galaktische Rat, beziehungsweise die ganze Galaxie war jetzt zu 87% in den Händen der dunklen Kräfte. Diese Situation ist verändert worden. Der Galaktische Rat ist jetzt mit Menschen besetzt und er tagt 2-mal im Jahr. Eine dieser Tagungen war gestern am 28. Juli und die nächste Tagung wird im Dezember stattfinden. So, das Interessante war, dass also die Gruppe, die sehr, sehr stark mit diesen höheren Ebenen verbunden ist, auch in der Vergangenheit riesige Erfahrung hatte, auch zu dieser Konferenz des Galaktischen Rates mit eingeladen wurde und dass wir dadurch
direkten Kontakt zu den Vertretern des Galaktischen Rates hat man dort Fragen stellen konnten. So, da ich mich ja sehr, sehr intensiv seit vielen Monaten mit dem ganzen Thema befasse, war das natürlich für mich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, gerade besonders kritische Dinge nochmal zu hinterfragen, wo man also viele Grundlagen nochmal bestätigt bekommen möchte. Ja, zum Beispiel gibt es diesen Friedensvertrag, den ich erwähnt hatte, von 2016. Der also mit 39 Gruppen abgeschlossen wurde, ja, unter anderem mit Außerirdischen, die halt im Innern der Erde leben, nichtmenschlichen Wesen, da sind ja nur für sich irdische, ja, die Reptiloiden, die auch schon länger als die Menschheit sogar auf Erden leben, aber im Untergrund, ja, die dort mit beteiligt waren, aber halt auch Menschen im Innern der Erde, indigene Völker, ja, insgesamt, wie gesagt, 39 Beteiligte. Ja, diese Frage wurde eindeutig bejaht. Dieser Vertrag existiert, ja, definitiv. Ja, auch mit den 39 Gruppen. So, es wurde weiterhin die Frage gestellt, ob damit gewisse andere Verträge, die es in der Vergangenheit gab, beendet sind, ja, ausgelaufen sind. Zum Beispiel viele Menschen in Deutschland oder auch Österreich kümmern sich ja um Staatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, wo also die Frage gestellt wird, ja, haben wir denn noch ein deutsches Reich beispielsweise oder gelten die Verträge noch, was halt insgesamt vor 1913 noch gegolten hat, ist das bis heute noch gültig und so weiter? Antwort, nein, diese Dinge gelten nicht mehr. Dieser Friedensvertrag hat eine völlig neue Rechtssituation geschaffen, indem er also den Rechtszustand, der 16.500 Jahre auf Erden bestanden hat, beendet hat. Und damit haben wir eine völlig neue Situation mit einem neuen Chef, der diese Erde sozusagen verwaltet, unter sich hat. Der bisherige Chef in der Vergangenheit war der Marduk, ein Anunnaki, der Enkelsohn von Anu, der Sohn von Enki. Und sowohl Anu als auch Marduk sind nicht mehr auf der Erde. Ja, Enki sicher auch nicht. Aber diese beiden, so zumindest der Aussage von Tommy Williams, existieren nicht mehr. Und auch die Aussage von Tommy Williams, es sind ein Großteil der Anunnakis sehr, sehr froh, dass also auch Anu weg ist, weil sie verstanden haben, dass mit diesem jahrtausendelangen Geschehen immer wieder erobern, Krieg führen, andere Völker, andere Zivilisationen unterdrücken, am Ende befreien sie sich dann doch wieder, dann geht es wieder schief, es kommen viele eigene Leute um, dass dieser Kreislauf, ewig Krieg und Frieden und immer wieder kämpfen, irgendwo ein hoffnungsloser Kreislauf ist, ja, der von Marduk also immer wieder weitergetrieben wurde. Ja, aber dadurch, dass Marduk jetzt weg ist und diese anderen Anunnakis andere Lösungen suchen, ja, friedliche Lösungen in Richtung eines Existenz oder eines friedlichen Zusammenlebens unterschiedlicher Rassen, ja, diese Dinge machen sich also dort breit. Und dadurch gibt es also auch da eine sehr positive Stellungnahme zu diesen Veränderungen, ja, möglicherweise auch Unterstützung. Und das ist eigentlich die Voraussetzung, dass also auf der Erde auch diese Veränderungen sehr gut durchgeführt werden können. Ja, wir sind also genau in dieser Situation, wo das Klima, die Rahmenbedingungen ideal sind. Und das wird jetzt gemacht. Und der Tommy Williams berichtet halt über diese Ereignisse. Das geht bis hin zu einem physischen Krieg, wo wir Unterstützung haben von einer Militäreinheit, die oberhalb der Galaxie angesiedelt ist. Das ist die Universal Protection Unit, also die Schutzeinheit des Universums, die den Friedensvertrag, der vor 16.500 Jahren geschlossen wurde, kontrolliert hat, dass der eingehalten wird. Aber er ist ausgelaufen im Jahre 2012. Die dunklen Kräfte, die also unsere Galaxie erobert hatten, haben es nicht geschafft, ihren Plan umzusetzen. Und daraufhin wurde von höherer Ebene eingegriffen und festgelegt, jetzt ist die Erde wieder den wahren Eigentümern zurückzuübergeben, ja, weil die dunklen Kräfte mit ihrem Plan gescheitert sind. Es gab also Auflagen, Fristen und eine Übergangsperiode. Und die dunklen Kräfte haben auch dort verschiedene Dinge nicht eingehalten. Und daraufhin gab es also auch seitens der militärischen Schutzeinheit militärische Maßnahmen gegen außerirdische Basen, gegen nichtmenschliche Wesen, die sich also immer noch nicht an diesen Friedensvertrag vom September 2012 gehalten haben. Und da wurden also auch sehr, sehr viele Basen zerstört. Ja, das können wir also auch auf YouTube sehr schön nachvollziehen. In den USA gab es also an vielen Orten irgendwelche
da riesige Explosionen im Untergrund, wo sich niemand erklären könnte, warum die Bilder von der Wand fallen, die Fensterscheiben zerspringen, die Häuser wackeln, wo unterirdische Basen einfach betroffen waren und dort seitens der Lichtkräfte ein entscheidender Kampf geführt wurde. Aber all diese Dinge sind jetzt weitestgehend durch und Tommy Williams berichtet darüber, dass wir sozusagen auf der Zielgeraden sind, dass die Befreiung mehr oder weniger abgeschlossen ist, jetzt in Aufräumarbeiten noch durchzuführen. Und die dunklen Kräfte, nichtmenschliche Wesen, die sich immer wieder in das Geschehen der Menschen einmischen und damit den Friedensvertrag verletzen, werden also gnadenlos jetzt gegen die Wand gefahren oder vernichtet, beziehungsweise werden die Schwingungen in deren Bereichen erhöht, dass sie also entweder konsequent den Friedensvertrag ab sofort einhalten, sich nicht mehr in die menschlichen Belange einmischen oder halt durch die Frequenzerhöhung immer mehr letztendlich dann scheitern oder vielleicht sogar vernichtet werden durch diese energetischen Veränderungen. Das sind also diese ganzen Dinge, die momentan laufen. Die Menschheit bekommt davon bisher wenig mit. Aber wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch das an. Tommy Williams macht jede Woche eine Sendung auf Spreaker und kann man auch bei thinkdifferent.thepeoplesclub.org sich anhören. Dort sind auch die Interviews zu hören mit der Kim. Ja, dort erfahren wir also immer wieder die aktuellen Informationen. Und gestern war halt die Gelegenheit, dass man diesen galaktischen Rat, von dem also Tommy Williams auch sprach, dass wir dort tatsächlich Fragen stellen konnten. Und alle diese Dinge, die also bisher unbestätigt waren, konnten also dort in den ganzen wesentlichen Zügen komplett bestätigt werden. Ja, eine sehr interessante Botschaft war zum Beispiel die Nachricht, dass der galaktische Rat entschlossen oder beschlossen hat, dass das gesamte Vermögen, was der Menschheit über 16.000 Jahre entzogen wurde, gestohlen wurde, in diesem Trust seitens der dunklen Kräfte angesammelt wurde, dass dieses gesamte Vermögen der Menschheit zurückzugeben ist. Ja, das wurde festgelegt. So, und ich habe die gleiche Information von Tommy Williams und von der Kim, wo also die Kim als Chefin von meiner World Holding Trust auch in ihren Interviews klipp und klar sagt, dass sie also die Interessen der Menschen vertritt, den Auftrag hat, das Vermögen der Menschheit zurückzuübergeben. Und zwar wird das Ganze über die Verleihung von Souveränitätsrechten an die sogenannten Staaten geschehen, dass also die Staaten, die ja letztendlich im Handelsrecht noch Firmen sind, wieder Staatlichkeit bekommen, Souveränitätsrechte, dass dann die Staaten den Menschen, die dort wohnen, auch Souveränitätsrechte verleihen können und dass dann auch die Gelder wieder fließen, dass also dieses Vermögen der Menschheit zur Verfügung gestellt wird. Ja, und das geht viel, viel weiter noch, dass also auch unterdrückte Patente und solche Dinge, die beim Trust auch angesiedelt, hinterlegt wurden von den dunklen Kräften, also Trust hat ja früher den dunklen Kräften gehört, dass auch diese Dinge freigegeben werden, Schritt für Schritt, und dass die Menschheit dadurch einen ganz, ganz anderen Wohlstand erreichen kann. Und das, was am Fortschritt der Menschheit entzogen wurde, ja, das, was hinter den Kulissen stets weggeführt wurde oder den Menschen entzogen oder vorenthalten wurde, ja, diese Dinge kommen zurück und damit kann also mit Hochtechnologien eine Gesellschaft aufgebaut werden, die also der jetzigen Gesellschaft ja um Jahrhunderte, vielleicht auch Tausende sogar voraus ist. Ja, wir haben also die Möglichkeit, in eine ganz, ganz neue Zeit einzutreten. Und Voraussetzung ist aber, dass erstmal Deep State, der in vielen Ländern halt noch regiert und hinter den Kulissen auch aktiv ist, dass indem die Deep State-Kräften die Grundlagen entzogen werden. Und diese Grundlagen sind natürlich genauso das Geldsystem, mit dem man die Menschheit versklavt hat. So, das ist halt der neue Punkt, dass die Lichtkräfte also in der Lage waren, den Mana World Holding Trust, dem alle Zentralbanken der Welt gehören, die Vatikanbank, die Bank der UNO, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich und so weiter, dass also der Mana World Holding Trust alle diese Dinge übernommen hat, ja, also im Positiven, die positiven Kräfte haben das übernommen und damit kann also alles, was in diesem Sektor läuft, bei den Banken, an der Börse und so weiter, alles kontrolliert werden. Ja, und das wird gemacht mit Hilfe des Quantencomputersystems. Das ist ein System, was von Außerirdischen entwickelt wurde. Und zwar von den Außerirdischen, die bei Marduk, ja, dem früheren Herrscher der Welt bis 2016, die bei Marduk unter Vertrag standen, aber unter Zwang
Computerprogramme schreiben mussten für Marduk, für diese dunklen Kräfte. So, die sind aber seit Weggang von Marduk befreit worden, diese dunklen, Außerirdischen. Und die arbeiten jetzt sehr, sehr eng mit der Kim zusammen, haben dieses Quantencomputersystem entwickelt. Und das ist ein System, was über mehrere Dimensionen übergreifend arbeitet. Na, aus meiner Sicht wahrscheinlich fünfte Dimension, vermute ich. Und das System ist in der Lage, von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft zu schauen. So, und damit können wir bestimmte Dinge voraussehen. Und damit haben diese Lichtkräfte auch die Möglichkeit, sämtliche Computer der Welt zu überwachen, zu kontrollieren, Transaktionen von irgendwelchen Geldern zu verhindern, bestimmte Dinge zu ermöglichen, ja, Dinge, die nicht passieren dürfen, zu verhindern. Aber es geht auch weiter, wenn man über alle Computersysteme der Welt Zugriff hat, dann kann man natürlich auch genau schauen, welcher Politiker wird mit welcher Schweinerei erpresst. Ja, wer entscheidet sich bei irgendeiner Abstimmung, in welcher Richtung, warum? Ja, dann kann man also sehr schön nachvollziehen, welche Dinge dahinter stehen. Man kann also dort auch ganz gezielt gegen bestimmte Kräfte vorgehen und eine bestimmte Veränderung herbeiführen. Ja, und sehr deutlich ist das ja in den USA derzeit zu spüren, was die ganzen pädophilen Netzwerke betrifft. Aber auch in Deutschland sind da gewisse Kräfte betroffen gewesen. Und das kommt jetzt immer mehr in die Tagesordnung. Ja, so dass die Menschen also in der Öffentlichkeit das immer mehr erkennen, was dort tatsächlich gelaufen ist. Ja, diese Begegnung, die wir also gestern hatten, die war atemberaubend, weil dort, wie gesagt, diese Sachen, die sich ja sehr, sehr abenteuerlich anhören, aus allererster Hand bestätigt wurden. Ja, diese Gruppe, die gibt es seit vielen, vielen Jahren, die arbeiten sehr eng zusammen. Viele Menschen sind so begeistert von der Gruppe, dass sie sogar ihren Wohnort gewechselt haben, ja, weil sie seit 20 Jahren dort bestimmte Informationen bekommen, Kontakte bekommen, das als sehr, sehr reell nachvollziehen konnten oder auch Bestätigung bekommen haben. Und diese Gruppe aus meiner Sicht ist sehr, sehr weit. Ja, das war für mich nochmal eine sehr, sehr persönliche Bestätigung, dass wir dort also auf dem absolut richtigen Weg sind und diese Dinge, diese Informationen absolut Hand und Fuß haben. Danke dir, Harald. Und der Marc plackert schon mit dem Mikrofon. Ich sehe auch, der Armin ist heute hier hinzugekommen. Und ja, Marc, das Mikrofon mal für dich. Ja, könnten wir diesen Friedensvertrag online finden 2016 oder ist es nicht möglich? Der wird noch nicht veröffentlicht. Nein, überhaupt noch nicht. Auch der vorherige Friedensvertrag, ja, das war ja auch ein Friedensvertrag, wo die Menschheit halt zugestanden hat, dass sie nicht im Galaktischen Rat vertreten sein wird. Ja, wo also bestimmte Dinge der Menschheit auch versprochen wurden. Auch der ist nicht veröffentlicht. Ja, der Menschheit wird das sicher irgendwann mal zugeführt. Aber ich denke, momentan macht es wenig Sinn, einen solchen Vertrag zu veröffentlichen, weil es steht ja immer die Glaubwürdigkeit im Raum. Und ich denke, für die dunklen Kräfte wäre die Veröffentlichung eines solchen Vertrages das gefundene Fressen, um diese Dinge, was Außerirdische betrifft und so weiter, die dort mit beteiligt waren oder nicht menschliche Wesen, absolut ins Lächerliche zu ziehen und genau das Gegenteil zu bewirken dessen, was man bewirken sollte. Ja, ich denke, die Menschheit muss da Schritt für Schritt vorbereitet werden, die muss da mehr und mehr die Zusammenhänge erstmal erkennen. Ja, deswegen sollte man sich da vielleicht mal schlauer machen und wenn ein mehr größerer Teil der Menschheit aufgeweckt ist, ja, eine gewisse kritische Masse erreicht wird, dann wird sicher auch die Zeit sein, dass man also diese Dinge auch Schritt für Schritt veröffentlichen kann und veröffentlichen wird, weil ansonsten würde man genau das Gegenteil wahrscheinlich bewirken und alles nur der Lächerlichkeit preisgeben, ja, was auf keinen Fall geschehen soll. Deswegen hält sich Tommy Williams auch mit sehr vielen Informationen zurück. Er hat also ein wahnsinniges Hintergrundwissen, aber auch da wird nicht über alles berichtet, sehr, sehr viel. Ja, wer genauer hinschaut, kann auch die Interviews mit den Außerirdischen verfolgen, ja, aber das wird nicht, sagen wir mal, sensationsmäßig vermarktet nach dem Motto, hier, ich weiß was, dann kommt mal alle her, dann hau ich mal hin, ja, sondern die Leute, die die Information finden sollen, die ja so weit genug in ihrer spirituellen Entwicklung sind oder auch im Verständnis dessen, was auf Erden vor sich geht, die werden diese Information finden, werden hingeführt, so bin ich genauso hingeführt worden, viele andere auch. Ja, und die anderen Menschen, die halt damit wenig umgehen können, ja, die überlesen das oder werden sozusagen auch nie auf diese Information geführt. Ja, super, danke schön. Franz Reutinger ist hier auch mit reingekommen, noch im Raum, nur für die Zuhörer. Der Kalle ist bei uns und Michael und der Stefan ist heute auch bei uns im Sprechraum. Einfach flackern mit dem Mikrofon, wenn ihr heute was sagen wollt. Und ich weiß, dass der Roman
jetzt das Mikrofon gerne haben möchte, und das gebe ich ihm auch. Er wollte nämlich auch noch eine Frage an Harald stellen. Bitte, lieber Roman, dein Mikrofon. Ja, hallo nochmal, Harald. Wir haben uns ja letzte Woche ja auch schon über die Kimberly Ann Cogan unterhalten und über das Quantencomputersystem. Und da hast du uns ja den Tipp gegeben, dass wir uns ja bei diesem Mana World Holding Trust ja anmelden sollten, weil wir uns ja so beklagt haben, dass wir in den alternativen Medien es ja auch so schwer haben, die Förderung zu bekommen, und das, was die Menschheit braucht und will zu fördern, machen ja wir Medien und haben auch wenig Chancen. Okay, ich habe dann den Rat mir zu Herzen genommen, habe mir auf der GoCamelot-Seite die komplette Homepage durchgelesen. Wirklich alles, was so drinnen steht, sind wirklich gute Beweggründe. Vor allem, mir hat schon die Geschichte berührt, die sie da erwähnen, zum Beispiel das mit den Greenlandern-Projekt, ja, wo man eben so aus, sagen wir mal, normalen Sperrmüll wieder was Positives gestaltet und damit Geld macht. Das hat sie da mit ihren Zwillingskindern da gemacht, oder er. Und ja, und es geht um viel Humanität und so, es wird viel Vertrauen auch gesprochen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, die Werte, das sind die, wo ich mal sagen könnte, dann möchte ich mich anschließen, habe mich dann zu den Trust-Button hinbewegt, wollte dann draufklicken und sehe halt noch und dann schon auch, wenn man diesen Trust anfordert, da kann man sie also als zwei Member-Stufen kategorisieren lassen. Einen normalen Member und so einen Art Master-Member-Eintritt betätigen, was aber Geld kosten. Der erste, der billige, je nachdem, wie man jetzt sieht, was billig ist, sind 100 Euro, und der Mastership da für 24 Monate, die sind 500 Euro. Also frage ich mich aber schon, wenn wir da jetzt erfahren haben, auch schon letzte Woche, dass dieser Quantencomputer, weil es wird wegen Bearbeitungsgebühren wird da der Grund angegeben, diese Summe, ja. Aber dann frage ich mich, wenn der Quantencomputer so mächtig ist, weil ich ja damals letzte Woche die Frage gestellt habe, ja, wie kann sie dann verhindern, dass die Dunkelmächte nicht wieder ihr eigenes Fiat Money, ihr Schiralgeld erfinden, dass der das mit einem Schnippen wegmachen kann, der Quantencomputer. Wie braucht da vorhin schon erstens mal Bearbeitungsgebühren weg, würde ich eher sagen, ja. Und ich habe auch viele Zuschriften an das dann gekriegt, weil ich ja gesagt habe in der letzten Sendung, dass ich da mal anschreiben werde und dann vielleicht eine Sendung drüber mache. Auch über viele Warnungen, weil da schon viele Menschen ewig drauf warten, dass das Geld dann auch freigestellt wird, ja. Da frage ich mich schon, wenn man so was Mächtiges hat, dass man erst einmal Gebühren verlangt, ist schon mal für mich komplett unlogisch, weil es ja du auch von viel Logik und keine Widersprüche gesprochen hast. Das ist für mich einmal hundertprozentig unlogisch, dass man da Geld verlangt, weil man vorgibt, auf dem Geld der Welt die Macht jetzt zu haben, ja. Und da kann ich dann sagen, da lasse ich die Finger davon weg. Ich weiß, ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass viele solche gute Mächte gibt, die so in den Hintergründen wirken. Ich selbst habe als Kind sogar viel erlebt. Ich bin ein Kontaktler, ja. Ich bin als Kind viel von den, vor allem innerirdischen, aber auch von außerirdischen Wesen, als Kind und als Jugendlicher viel geprüft worden. Aber sie haben mir nie zum Beispiel gesagt, was sie da jetzt wirklich machen, welche Agentenaktionen gestartet werden. Ich weiß nicht einmal, wie eine Organisation heißt, von denen ich damals als Kind Kontakt gehabt habe. Ich meine, vielleicht lag es auch an mir, ich habe nie nachgefragt, ja. Mir war das wurscht als Kind, für mich waren das einfach meine kosmischen Geschwister und sonst gar nichts. Aber trotz alledem, ich würde schon sagen, dass diese Punkte mit dem Geld verlangen und der Quantencomputer kann das Netz von sich aus regeln mit der Bearbeitungsgebühr ein komplettes No-Go, ganz ehrlich. Ja, du bist zu wenig informiert, kann ich da nur sagen, weil diese Nummer betrifft nicht den Mana World Holding Trust, sondern das betrifft die Initiative vom Tank, der die Möglichkeit mit einem Rechtsanwalt schafft, einen Trust zu gründen.
So, der Rechtsanwalt hat Mitarbeiter, der lebt noch unter normalen Verhältnissen. So, wenn man sonst einen Trust gründen will, dann schätze ich mal, wird das wahrscheinlich ein paar tausend Dollar kosten und nicht nur 100 oder 500, sondern die realen Kosten werden wahrscheinlich hunderte Male höher sein als das, was dort an Geld verlangt wird. Und wie gesagt, es hat mit dem Mana World Holding Trust nichts zu tun, denn die Kim und auch der Tommy Williams entnehmen dem Trust 0 Dollar, 0,0000. Und so wird es so bleiben. Und wenn jetzt alles kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ja, und jeder erfährt, dort kannst du dir Geld holen und das geschenkt bekommen und brauchst nicht mal Zinsen bezahlen, dann rennen dort 100 Millionen Leute hin. Und dann wird da eine Maschinerie in Gang gesetzt, die erstens keiner mehr handeln kann. Ja, und zweitens macht man den Lichtkräften damit ein Gar aus, indem man kein Geld verlangt, weil die dann mit hunderten Millionen Anfragen überschüttet werden und alles kostenlos machen sollen. Ja, das ist einfach nicht vertretbar und auch nicht im Sinne der Sache. Ja, das heißt also, diese Dinge werden komplett getrennt. Ja, Tommy Williams verlangt zum Beispiel kein Geld. Man kann auch über Tommy Williams Projekte einreichen, ja, wenn man halt Mitglied auch ist in einer Gruppe, die er aufbaut. Da gibt es also auch die Möglichkeit. Ja, da müsste man sich auf seine Seite nochmal schlau machen, thinkdifferentthepeoplesclub.org. Dort gibt es also auch weitere Informationen. Man muss sie einfach einlesen. Diese Variante, die ich euch nenne, vom Tank, ist eine einfache Variante. Ja, die kostet zwar was, muss man selber entscheiden. Wenn man das nicht will, muss man nichts beantragen. Fertig. Ja, die Kim wird früher oder später ohnehin die Gelder auszahlen. Die Menschheit wird ihr Geld zurückbekommen. Und das wird dann über die Staaten laufen. Aber das kann vielleicht noch 5 Jahre oder länger dauern, bis das alles durch ist. Bis die Staaten sich von Deep State befreit haben, bis die Staaten souverän sind, die Menschen souverän geworden sind und dann diese regulären Wege greifen. Wer jetzt was möchte, muss halt entweder beim Tommy Williams beantragen, sich schlau machen, wo er dort beantragen kann, in welcher Form, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, oder kann die Möglichkeiten mit dem Tank nutzen. Ja, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wie gesagt, der Trust wird dafür auch kein Geld zur Verfügung stellen, weil die Kim dort konsequent ist und keinerlei Mittel aus dem Trust entnehmen wird, weil alles so rechenschaftspflichtig ist und so weiter. Ja, und sie fährt dort eine ganz klare Linie und nimmt sich selber nicht mal einen einzelnen Dollar daraus. Und Tommy Williams ganz genauso. Und warum soll man dort Leuten, die irgendwo von Duden und Blasen keine Ahnung haben oder vielleicht irgendwelche beliebigen Ego-Projekte einreichen, warum soll man denen sozusagen alles gratis machen? Ja, dort kommt der größte Unsinn zustande oder kann zustande kommen. Und das ist sicher nicht gewollt. Und deswegen gibt es also auch eine gewisse Hemmschwelle, dass also nicht jeder Idiot, wie auch immer, mit irgendwelchen banalen Geschichten dort ankommt, sondern jeder, der ernsthafte Projekte hat, auch ein bisschen Geld investieren muss, dass man dessen Ernsthaftigkeit auch erkennt und dass das Ganze Hand und Fuß hat. Und alles andere wäre aus meiner Sicht auch völlig unpassend und unlogisch. Aber wie gesagt, bei Tommy Williams geht es auch ohne diese Geschichte sonst. Ja, du, das ist schon klar. So, davon gehe ich ja aus, dass das alles Hand und Fuß haben muss und so, und dass der Quantencomputer, davon gehe ich schon auch erst einmal aus, mich objektiv bewerten kann, ob ich Hand und Fuß bin. Das glaube ich wohl doch schon, wenn er schon verhindern kann, dass er auch verhindert, dass ein neues Geldsystem von den dunklen Kabalen erzeugt wird, dann schafft er das, nur dazu mich zu überprüfen, ob ich Hand und Fuß bin, schon mal erst recht. Mir ist auch sehr klar, was das alles kostet mit den Rechtsanwälten und so. Darum haben wir auch letztens in der Sendung erwähnt, wie schwer es wir sind, alternativen Medien haben. Und da haben wir uns ja so gefreut, wie du gesagt hast, wir sollen uns bei GoGamalot einmal anmelden. Aber wenn wir die komplette Homepage durchlesen, das habe ich und das ist sehr viel. Dann kommt man nur eben zu diesem Trust, der Geld kostet, wo Menschen schon seit Jahren auf dieses hier warten. Und wenn er so viel Geld hat, die Macht hat, ja, dann erwartet die mal von so einem hochstrebenden Wesen, der sagt, dass er das alles schon gemacht hat, was du jetzt gesagt hast, dass er die Anwälte alles übernimmt für mich, dass ich dann nur noch meine Idee umsetzen brauche, dass ich nur noch Listen hinschreiben brauche, ich brauche das, zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich brauche Kameraton, ich brauche ein Studio, ich brauche eine Sekretärin, ich brauche etc. etc. Ja, dann schaut er auf meinen Kanal noch, der Quantencomputer, weil das macht er in einer Nanosekunde, ja, weil es ein Quantencomputer, und er sieht, boah,
der Roman und der Klaus, was haben die schon alles veröffentlicht? Alles das, was meine Werte, meine humanitären Zwecken entsprechen. Natürlich mache ich das. Keine Wartezeit, gar nichts darf da mehr sein eigentlich. Und das ist schon der nächste Punkt, wo er total unglaubwürdig ist. Wir alternativen Medien gehen gerade in dem Moment unter. Wenn wir jetzt nicht geholfen werden, dann ist vorbei mit der Freiheit des Menschen, weil wir das letzte Bindeglied sind, die Medien, zwischen euch, den Sprechern und den Aktivisten. Und darum sind das mehrere Punkte, die ich aufgezählt habe, wo ich sagen muss, eigentlich nein. Tut mir echt leid, Harald. Ja. Roman, ich merke aber, bei dir geht es momentan nur ums Geld und um Projekte. Ich denke, wir sollten eigentlich erstmal die Menschen aufklären, was hier für eine Bewegung das passiert. Das tun ja der Klaus und ich aufklären, aber wir können bald nicht mehr aufklären, wenn man unsere Medienkanäle abschaltet über YouTube, wenn wir keine Alternative kriegen, gute Server kriegen, dass wir über YouTube hinaus senden können, dass wir Studios haben können. Schau, was mit Neoviso passiert ist, mit Kulturstudio, wie oft die schon abgedreht worden sind. Es geht eben um das Verbreiten. Ich rede ja von uns als Beispiel jetzt von den Medien. Und wenn ich da jetzt 100 oder 500 Euro hinschicken muss und dann warten ein paar Jahre lang, bin ich weg und sonst gar nichts. Da hat er mich eigentlich als Aktivist nur verhindert, anstatt was gemacht, geleistet. Bitte ausreden lassen. Harald ist noch im Gespräch mit Roman und der Germane ist dran und dann kommt dann der Marc Wahler auch. Ich sehe die Mikrofone flackern. Alles ist gut. Ihr kommt alle dran. Harald, dein Mikrofon. Also wie gesagt, die ganze Geldthematik muss ich ja da durchlesen. Ihr könnt euch gerne an den Tommy Williams wenden. Er gibt in seinen Sendungen auch die E-Mail-Adresse bekannt, wo man ihn anschreiben kann. Ihr könnt den Tank anschreiben, ihr könnt selber entscheiden, was ihr macht. Aber ihr müsst euch selber kümmern. Ich gebe nur die Information weiter, was diese ganzen Veränderungen global betrifft. Ja, ich gebe auch die Information weiter, dass man Gelder beantragen kann. Und wem das nicht recht ist, der muss es lassen, der kann warten und Punkt. Ja, das ist nicht der Gegenstand der Diskussion hier. Ja, da kann man verschiedener Meinung sein. Ich denke, das ist sehr, sehr wohl überlegt. Ich kann dieses Grundprinzip, was dort vertreten wird, aus dem Trust keinen einzelnen Dollar zu entnehmen für diese Dinge, wo Leute erstmal selber sich bewegen müssen. Ja, viele, die machen ja gar keine Zuarbeit oder ja nur die Hälfte dann und dann müssen gewisse Leute irgendwelche Dinge dann mithelfen oder wie auch immer. Ja, das sind alles Dinge, die sicher im Vorfeld überlegt worden sind. Ja, so, aber wie gesagt, der Tank ist eine selbstständige, separate Geschichte, Tommy Williams eine andere. Und ich denke, das muss jeder selber entscheiden. So, und wer nicht willens ist, mal die 100 Dollar da aufzutreiben und nur die gebratenen Tauben sozusagen empfangen möchte, der ist aus meiner Sicht in seiner spirituellen Entwicklung auch nicht weit genug und der versteht auch gar nicht, um was es hier eigentlich geht. Ja, ich denke, man sollte dort eine ganz andere Grundeinstellung haben und versuchen, auch diese Leute zu verstehen und nicht alles in Zweifel zu ziehen. Und was die Sachen mit Tank und Go Camelot betrifft oder auch Tommy Williams, dort wartet niemand jahrelang. Null, weil noch Entschuldigung, aber ich habe keine 100 Euro und ich bin der Einzige in Salzburg, der das macht. Also was dann? Wie gesagt, wer sein Leben sozusagen nicht so in den Griff bekommt, dass er nicht mal 100 Euro hat, der wird sicher auch nicht ein Projekt in die Reihe kriegen, wo es darum geht, das Wohlergehen der Menschheit auf eine neue Schiene zu schieben. Dort muss man sich auf meinem Kanal KryptoTV, dann weißt du, was ich auf die Reihe bringe. Ich will dich nicht entehren, Entschuldigung, aber ich weiß, dass du das unter Ehrenwollen Beweggründen machst und dass du vielleicht gewisse Hintergründe vielleicht auch nicht so vielleicht logisch jetzt durchschaust. Ich will echt keinen Kampf in dem Sinne anfangen. Aber ich habe halt doch Bedenken, wenn man sagt, man kann alles sich leisten auf der Welt und alle Mächte ausschalten und kann dann den kleinen Menschen, trotzdem muss man nur Geld abnehmen, obwohl der sagt, ja, ich kann da alles abnehmen, weil du machst es richtig. Und das ist halt die Unlogik darin. Und da wird ein Go Camelot von nichts hingewiesen, dass der Tommy Williams ein anderes Projekt hätte. Das müsste dann auch irgendwo da drinnen verknüpft sein. Die Informationspflicht liegt bei dir, Roman. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass du die ganze Diskussion heute Abend in deine persönlichen Bereiche ziehst und alles nur negativ darstellst. Nein, das ist nur meine Recherche. Entschuldigung. Wie gibt es Worte jetzt hier weiter? Die Diskussion ermöglicht, dass man mal diese Dinge, die wirklich ablaufen, den Menschen erklären kann. Das ist sehr, sehr schade. Eigentlich
sollten wir mit dem Klaus versuchen, diese Fragen mal durchzugehen. Ja, nein, das ist nur meine Recherche, Entschuldigung. Ich gebe nur deine, gibst deine weiter, ich meine, wir bleiben einfach friedlich und ich gebe das Wort eh weiter. Ich habe eigentlich eh alles so meine Meinung gesagt. Wir haben uns nur ineinander vorbeigeredet, leider. Aber das ist nicht böse gemeint. Du meinst das gut, das weiß ich eh. Gehen wir direkt weiter. Der Germane war schon am Flackern und dann gehen wir wirklich die Fragen mal durch und der Marco und dann gehen wir in die Fragerunde rein. Ganz wichtig, denn die erste Stunde ist schon bald vorbei. Armin, dein Mikrofon. Grüß euch miteinander. Also das ist ja, hört sich ja wunderbar an, diese ganze Geschichte. Ich habe vor einigen Jahren schon dies mit dem Galaktischen Rat da verfolgt. Und was mir halt damals aufgestoßen ist, das waren lange Monate und Seiten unendliches Gequatsche ohne Substanz. Das ist mir noch ein bisschen im Sinn. Wenn das jetzt tatsächlich so ja mal Fortschritte macht, wäre das ja wunderbar. Ich habe nur immer die Angst, dass es dann irgendwie so eine False Flag oder so eine Nebelkerze ist, dass die Menschen sich wieder nicht bewegen und auf ihrem Arsch sitzen bleiben. Also so diese Couch Potatoes, die dann zwar maulen, aber nichts tun. Und es liegt ja an uns allen, dass wir handeln, dass wir uns bewegen, dass man einfach irgendwas auf den Weg bringt und nicht nur sich auszuruhen und zu warten, bis da irgendwelche Außerirdischen die Sachen gebacken bekommen. Ich denke, man darf nicht vergessen, dass es an uns ist und wir Menschen sind ja schließlich auch diese Schöpferwesen, die unendlich wichtig sind fürs Universum, weil sonst wird sich das Universum oder diese Außerirdischen einen Scheißdreck für uns interessieren. Und deswegen denke ich, ist es besonders wichtig, dass wir nicht vergessen, besser gesagt, dass wir wieder begreifen, was wir sind. Weil vergessen haben es ja schon viele. Und deswegen darf man das wieder lernen. Und meine Angst ist, dass dann halt viele sagen, okay, ja, passt schon, die machen eh alles und irgendwann gibt es ein neues Geldsystem oder auch nicht, wird alles geregelt. Und mir ist es irgendwie zu einfach und zu blauäugig. Gut. Harald, wollen wir so stehen lassen? Ja, können wir so stehen lassen. Persönliche Meinung, hat jeder seine eigene Meinung, auch wenn in der Vergangenheit vielleicht über einen galaktischen Rat gesprochen wurde, weiß ja niemand, wer steckte denn dahinter und ist das der galaktische Rat, um den wir hier diskutieren. Ja, es gibt ja auch unheimlich viel Desinformation, gerade in der Szene. Und wenn dort, wir brauchen uns ja bloß mal die Science-Fiction-Filme anschauen, ja, wo wir sagen Science-Fiction und in Wirklichkeit sagen die dunklen Kräfte, ja Leute, was wollt ihr? Wir haben euch doch alles gezeigt und gesagt. Ja, und ihr habt doch behauptet, dass das Science-Fiction sei. Ja. Es wird alles verdreht, auf den Kopf gestellt, damit wir die richtige Wahrheit nicht erkennen, ja, oder alles halt verdreht wahrnehmen. So, und dort, denke ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Danke dir, Harald. Und jetzt gehen wir zu Marc Wahle rüber. Marc, und dann gehen wir auf die Fragenkatalog mal ein, weil der Abend soll ja auch jetzt in die Tiefe gehen. Und ja, jeder hat seine Meinung und die darf man auch so einfach stehen lassen. Das finde ich ganz gut. Dafür ist OKTalk auch bekannt. Und das heißt ja kontrovers diskutieren und mit Respekt ist wichtig. Unsere Medien dürft ihr, könnt ihr glauben, braucht sie nicht glauben. Recherchieren können wir alle selber und unsere Medien sind ohne Gewähr und das ist auch gut so. So, Marc Wahle, dein Mikrofon. Ja, es ist zu verstehen, Galaxien sind kleinere Areale des Universums. Es gibt Kräfte, die waren beim Aufbau des Planeten dabei, die nennen sich Universales. Ne? Also das völlig grenzenfreie agieren und die Galaxien sind kleine Gebieterchen im Universum, die das abgrenzen und der Krieg war eigentlich vorbei für mich 2015, als ich im Wortdisput zwischen Galaxionisten und Universalis, so nenne ich die anderen, ne? Die Galaxionisten und die Universalis, das Wort Unisono ins Feld geworfen habe, ins psychische Feld. Ne? Ob Ihnen das auch so bewusst ist, dass wir gewachsen sind aus dem Weltenzentralrat, der war deutschsprachig, der ist im Ring der 10 Planeten um die Erde. Der Weltenzentralrat, der war deutsch. Und jetzt haben wir halt die Galaxionisten noch am Start. Ja. Harald, wolltest du antworten oder auch stehen lassen? Frage?
Ja, diese Begriffe sind beim Tommy Williams bisher überhaupt nicht gefallen. Ja, das ist aber das Problem. Ich tue jetzt mal in den Chat. Das ist die Also, ich Alika. denke, Marc, das ist nicht das Problem, sondern Tommy Williams ist auf einem anderen Gebiet anders unterwegs, wie du deine Informationen hast. Sicherlich kannst du das beitragen. Ich denke, wir gehen jetzt weiter mal in die Fragestunde rein. Ja, danke schön, dass das da reingepostet worden ist. Und ich möchte jetzt mal auf zum Thema weiterkommen jetzt. Wir haben ja hier heute noch nicht den Faden wirklich. Ja, was wurde bereits erreicht? Das haben wir eigentlich schon angesprochen. Wann kommen die sehnlichst erwartenden Veränderungen bei uns Menschen an? Und da hat Harald auch schon gesagt, das fängt ja bei uns an. Wie geht der Wandel konkret vonstatten? Wer hilft die Menschheit, sich zu befreien? Da können wir ja vielleicht schon mal richtig anklopfen. Und da hast du diesen galaktischen Rat, denke ich, genannt, Harald, richtig? Ja, es geht über den Galaktischen Rat, aber die Ebene tiefer, das ist halt der Mana World Holding Trust. Das ist ja die juristische Einheit, die alles Geschehen auf der Erde unter ihrer Verantwortung hat, von wo alles gesteuert wird, von wo die ganzen Rechte ausgehen und so weiter. Ja, und dieser Mana World Holding Trust, der das also verkörpert, ist eine juristische Einheit, die nicht auf der Erde angesiedelt ist. Das heißt, aus meiner Sicht sind die Rechte für diese juristische Einheit von Seiten der Galaxie vergeben worden, dass also im Galaktischen Rat halt die entsprechenden Entscheidungen gefallen sind, Souveränitätsrechte für die Erde verliehen wurden. Es kennt ihr doch gar nicht, Entschuldigung. Bitte, jetzt muss ich gleich sagen, entweder machen wir hier einen Referent, den Harald Thiers. Das Reinsprechen bitte ich zu unterlassen. Ihr dürft gerne flackern mit dem Mikrofon und wir werden dann sicherlich wieder ein Zeitfenster öffnen. Lieber Marc, bitte ich darum. Jetzt ist hier kein offener Talk, sondern Entschuldigung. ja, kein Problem. Also, Entschuldigung, Harald, jetzt haben wir nochmal die Ordnung hier hergestellt. So, also die Rechte liegen beim Mana World Holding Trust. Ja, Chefin ist inzwischen die Kimberly Ngogoen und von ihr werden auch Souveränitätsrechte verliehen. So, sie hat diesbezüglich dem Trump am 27. Januar letzten Jahres die Souveränitätsrechte für Amerika übertragen. Ja, Trump kann die also ausrufen, aber er versucht sich halt momentan noch von Deep State zu befreien, ja, damit diese Dinge in geordneten Bahnen vonstatten gehen können. Die entsprechenden Gesetzesentwürfe sind bereits im US-Senat eingebracht. Ja, das Gesetz HR 209 zum Beispiel, was genau auf diese Souveränität abzielt. So, die Kim wird versuchen, weiteren Staaten die Souveränitätsrechte zu verleihen. Voraussetzung ist immer, dass Deep State in den entsprechenden Staaten ja, geschlagen wurde oder dass genügend starke Kräfte in dem betreffenden Land vorhanden sind, die also auch diese neue Rechtsordnung, die dann errichtet werden soll, aufrechterhalten kann, aufrechterhalten werden können, diese neuen Rechtsordnung. So, deswegen probierte ja die Kim diese Befreiung zuerst in den USA. Ja, die USA waren der große Weltpolizist, der andere Länder erobert hat und so weiter, voll in den Händen von Deep State natürlich lag. So, und Trump hatte sich bereit erklärt, diese Befreiung durchzuführen in den USA, zusammen mit den Lichtkräften, zusammen mit der Kim. Und die Firma USA wird seit letztem Frühjahr, seit März letzten Jahres von der Kim komplett mit Finanzen versorgt. Ja, bisher war das ja immer die Federal Reserve. Der Fed wurde die Lizenz entzogen, voriges Jahr am 14. September. Und Trump bekommt also direkt vom Mana World Trading Trust die Finanzen. So vieles ist weltweit in den anderen Ländern ähnlich gelagert, da die Lichtkräfte einen harmonischen Übergang möchten, also nicht Ordnung aus dem Chaos entstehen lassen, wie die dunklen Kräfte im Hinblick auf die neue Weltordnung, ja, sondern es soll ein harmonischer Übergang stattfinden. Genau deswegen wird seitens der Kim immer wieder auch Geld ins System eingegeben, ja, reingesteckt, dass also die entsprechenden Staaten wieder über Geldmittel verfügen können, um ihre Haushalte und so weiter zu bestreiten. Ja, auch Kreditwesen und diese ganzen Dinge, dass es also in einem Maße läuft, dass also diese Grundlagen der menschlichen Gesellschaft aufrechterhalten werden können und kein Zusammenbruch von Wirtschafts- und Währungssystemen oder sowas stattfindet. Ja, was aber seitens der Lichtkräfte gemacht wird,
Man wird das gesamte Finanzsystem auf eine neue Grundlage stellen. So, und dort ist das Ziel, diese Banken, die ja bisher alle für die dunkle Kräfte tätig waren und von denen gesteuert wurden, peu à peu auf das neue System vom Quantencomputer, auf das neue Geldsystem der Lichtkräfte umzustellen, sodass also jede Bank oder jedes Geld, was in Zukunft dann im Umlauf ist, nur noch eine wertemäßige Deckung hat, ja, sei es mit Gold oder anderen Werten, ja, dass also jede Transaktion mit entsprechenden Geldern hinterlegt ist und dass das bis ins letzte Detail genau nachvollziehbar sein wird. Damit wird man dieses ganze Fiat-Geldsystem schaffen von Geld aus dem Nichts, sei es mit Krypto oder was auch immer da alles an netten Dingen jetzt kommt und Libra und Sims und Dongs und irgendwelchen anderen Systemen, das wird man zum Zusammenbruch führen, ja, weil diese Dinge nicht wertemäßig gedeckt sind und weiterhin den dunklen Kräften ermöglichen, dieses Schwindelsystem über Jahrhunderte oder vielleicht noch tausend aufrechtzuerhalten. Das wird also nicht mehr gestattet. Mit Hilfe des Quantencomputersystems ist das möglich. Ja, und deswegen bemühen sich jetzt die Lichtkräfte darum, dass die Banken peu à peu die Seiten wechseln. Ja, in den USA gab es diesbezüglich Gespräche, wo das Pentagon auch mit fünf Banken in Kontakt gestanden hat und wo drei dieser fünf Banken sich bereit erklärt haben, ab sofort mit der KIM auch zusammenzuarbeiten. Ja, dort ist dann natürlich auch entsprechender militärischer Schutz und sowas notwendig, damit also auch diese Banken, die diesen entscheidenden Schritt gehen, nicht wieder von den dunklen Kräften bedroht werden oder ja, eingeschüchtert werden oder Personen entführt oder umgebracht werden, ja, dass das also Hand und Fuß hat und entsprechende ja, militärische Schutz, dass der dann entsprechend gegeben ist. So, die Kimberly möchte quasi das gesamte Bankensystem in die positive Richtung überführen und deswegen wird dem derzeitigen Finanzsystem der Welt mehr und mehr Geld entzogen, speziell den Kräften, die hinter den Kulissen Deep State bilden oder auch für Deep State arbeiten, dass die also sozusagen finanziell immer mehr ausgetrocknet werden und dort dieses Bedrohungspotenzial von Deep State damit immer mehr verschwindet. Sobald dieses Bedrohungspotenzial verschwunden ist und die Geheimarmeen halt nicht mehr irgendwelche Bankenchefs bedrohen können oder Mitarbeiter entführen können oder andere Dinge durchziehen können, sobald also dort eine Veränderung da ist, dann werden also auch viele, viele Banken freier sein in ihrer Entscheidung, um sich dann entscheiden zu können, okay, wir wechseln die Seiten, wir gehen zu Mana World Holding Trust, wir akzeptieren diese neuen Rahmenbedingungen, dass wir also nicht mehr Geld aus dem Nichts erschaffen dürfen, sondern jedes Geld mit einem bestimmten Wert hinterlegt sein muss, ja, wo also ein völlig neues System eingeführt wird, ja, oder halt, wenn die Banken das nicht tun, dass sie dann tatsächlich Konkurs gehen. Und das ist das, was jetzt geplant ist für die nächsten 1 bis 2 Monate, dass man damit das gesamte Geldsystem der Welt auf eine neue Grundlage stellt, ja, was ja auch seinerzeit schon über John F. Kennedy und so weiter probiert wurde, dass man also eine eigene Währung der USA einführt und die vielleicht sogar nur goldgedeckt dann auslegt, ja, und nicht mehr über Federal Reserve Banken, die halt gewissen privaten Bankern gehören, womit man halt die Menschheit Jahrtausende versklavt hat. Das wird beendet und das soll jetzt in den nächsten 1 bis 2 Monaten über die Bühne gehen. John B. Williams sagt, dieser Umbruch wird bis Ende des Sommers angestrebt, dass das dann durch ist. Ja, und damit dann, wenn Banken mehr und mehr kippen, auf die positive Seite wechseln, dass das eine Art Domino-Prinzip auslösen wird und immer mehr Banken dann diesen Wandel vollziehen und damit dieses neue System greifen kann. Und sobald das greift, wird die KIM auch beginnen mit den Auszahlungen, und zwar mit den Auszahlungen für die Leute, die Projekte eingereicht haben. Ja, ansonsten wird es, wie gesagt, dann auch Gelder für die Staaten geben, die dann die Souveränität bekommen. Und wenn das durch ist, dann natürlich früher oder später auch die Menschen. Aber das wird halt ein ganzes Stück länger dauern als jetzt in Form dieser Projekte, wo die Kimberly das Geld, was sie selber als Vergütungsanspruch bekommt, ja, als Chefin von Mana World Holding Trust, dass dieses Geld von ihr komplett zur Verfügung gestellt wird. Das sind ja 2% von allen Transaktionen, die über den Trust laufen, sind also unvorstellbare Größenordnungen an Geldsummen.
ja, die sich in der Vergangenheit 1500 Trustees geteilt haben, ja, und trotzdem einen märchenhaften Reichtum damit anhäufen konnten. Ja, und hier wird die KIM dieses ganze Geld komplett zur Verfügung stellen und das auf direkten Wege, und das geht halt über diese angesprochenen Projekte. Harald, du hast gesagt, das wird jetzt in den nächsten 1 bis 2 Monaten wohl über die Bühne gehen. Hast du denn schon eigene Recherchen, ob da auch schon Bewegung ist, jetzt in Sachen Bankenverhalten oder Wechseln von mehr zu den Lichtkräften auch hin? Die Lichtkräfte selbst sind ja die guten Sachen, Menschen oder Projekte, die Kräfte halt, die Lichtkräfte, die für sich, für die gute Seite einsetzen. Ich sag mal den gesunden, hoffentlichen Hausverstand. So darf ich das einfach mal stehen lassen. Hast du Beobachtungen für dich selbst in deiner Recherchen schon gemacht, dass da schon spürbar oder sichtbar was in den Medien oder sonst wo zu informieren, also an Informationen uns zugekommen sind? Also über die Medien erfährt man ja in der Richtung überhaupt nichts. Da ist ja komplett Sendepause und wird natürlich alles auch verhindert. Ja, aber wir haben es ja erfahren über diese Projekte, die die Kimberly auch in anderen Ländern finanziert hat. Zum Beispiel war ja Liberia in die Medien gelangt, als dort eine Summe von ein paar 30 Millionen Dollar oder Milliarden Dollar gestohlen wurde. Und wo das Geld aber vom Mother World Holding Trust im Vorfeld zur Verfügung gestellt wurde für Infrastrukturmaßnahmen der Regierung, ja, weil offensichtlich auch dort gewisse Kräfte bereit waren, diese positiven Dinge zu machen. Ja, und wir sehen es halt in den USA, wo diese drei Banken jetzt umgestiegen sind. Und ich denke, hinter den Kulissen wird es da mehr und mehr und mehr noch geben. Ja, aber darüber wird öffentlich nur wenig berichtet. Ja, der Tommy Wilms sagt das ja klipp und klar, sobald die dunklen Kräfte rausbekommen, mit wem die KIM weltweit in Verhandlung steht, mit welchen Staaten, afrikanischen Staaten, sehr vielen, ja, dass dann diese entsprechenden Präsidenten dieser Staaten plötzlich unangenehmen Besuch bekommen, von Deep State Leuten bedroht werden und dann wieder Dinge zu Fall gebracht werden. Deswegen wird da also sehr, sehr wenig berichtet. Aber ich denke, wenn einmal diese Daumenschrauben immer weiter angezogen werden, dass große Banken Schritt für Schritt kippen, dann wird es also auch diesen Wandel geben. Und es gibt noch eine andere Information, dass also mehrere der weltweit größten Banken oder bedeutende Banken von Lichtkräften mittlerweile energetisch beeinflusst werden. Dass also dort in den Banken gewisse Umdenkprozesse in Gang gesetzt werden, ja, was also von den feinstofflichen Ebenen ausgelöst wird, wodurch also auch damit ein Wandel erreicht wird. Ja, das geht also alles Hand in Hand, sowohl mit dem Entzug von Geldmitteln, dass die Banken also immer mehr an die Wand gedrängt werden und nicht mehr so entscheiden können wie in der Vergangenheit, und zum anderen durch die energetischen Veränderungen, wo also direkte mentale Einflussnahmen auch auf die Banken stattfinden, wo man also sehr, sehr ausgewählte Banken, eine gewisse begrenzte Anzahl, nutzt, um diese Dinge voranzutreiben und damit erstmal diese ersten Dominosteine zu Fall zu bringen. Das ist der große Plan derzeit und der zeichnet sich ab. Und ich habe dazu also gestern auch sehr, sehr konkrete Bestätigungen und Angaben von Banken und so weiter bekommen. Aber das möchte ich jetzt an der Stelle erstmal nicht näher erwähnen. Ja, das passt schon. Mir war nur wichtig, ob du schon vielleicht auch schon am Beobachten bist. Ja, es wird natürlich solche Thematiken sicherlich noch unterm Deckel gehalten. Ich denke mal, wir dürfen wachsam auf diesem Gebiet sein und schauen und beobachten alle mal miteinander, was so hier sich verändert und passiert. Ja, möchte nochmal auf die Geschichte nochmal eingehen. Du hast ja auch erwähnt, die Anunnakis nochmal. Und es wird ja hier geschrieben über die Anunnakis, wo haben wir sie, da haben wir sie, genau, sowie die Mana World Holding Trust, MWHT. Was hat es mit den Anunnakis, mit dem Gott der Bibel sowie mit den Parents, Families auf sich? Auf welcher Seite stehen Trump und Putin noch mit dem Chinesen? Ja, Anunnakis, und dann sind wir schon wieder ein Stück weiter gerutscht. Ich gebe dir einfach mal die Frage rüber. Ja, also wir müssen die Geschichte verstehen. Der Zacharia Sitchin hat ja verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Der 12. Planet. Dort geht er ja auf die Anunnaki ein. Und er berichtet halt, dass der Chef der Anunnaki der Anu ist. Seine Söhne waren Enlil und Enki, und der Sohn von Enki hieß Marduk.
Die Anunnaki sind sehr, sehr groß, körperlich sehr groß, deutlich größer als Menschen. Und Marduk wurde seinerzeit als Herrscher über die Erde eingesetzt. Die Anunnaki besitzen eine sehr, sehr lange Lebenserwartung, viele tausend Jahre. Ja, ähnliche hohe Zeitalter sind ja auch für Menschen möglich, vielleicht keine tausenden Jahre, aber doch einige hunderte Jahre. Ja, wir kennen auch die biblischen Altersangaben, wo halt ja, manche Menschen halt 800, 900 Jahre gelebt haben. Auch das ist durchaus alles real. Es gibt bei den Katharern die sogenannten Vollkommenen, ja, die also auch hunderte Jahre oder mehr, vielleicht 1000 Jahre oder noch mehr gelebt haben. Also all diese Dinge sind durchaus möglich. Ja, wir sehen das immer als Science Fiction, weil wir einfach zu wenig Hintergrundinformationen haben. Ja, wir brauchen mal bloß mal anschauen, den Dr. Alexis Carrel, der also nachgewiesen hat, dass menschliche oder lebende Zellen unsterblich sind und nur daran zugrunde gehen, wenn sie nicht ausreichend Nährstoffe bekommen und der Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Ja, das Lymphsystem im menschlichen Körper muss halt komplett sauber sein. Alle Gifte, Schwermetalle, Schadstoffe müssen weg sein. Die Wasserstrukturen müssen in Ordnung sein und alle Nährstoffe müssen da sein. Dann haben die Zellen ein unvorstellbar hohes Alter, brauchen sich also nicht ständig erneuern. Ja, damit können wir eine viel, viel höhere Lebenserwartung erreichen. So, und bei den Anunnaki ist das halt der Fall. Sie haben eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung, konnten also damit auch die Menschheit sehr, sehr schön versklaven. Ja, es wurde bewusst das Lebensalter der Menschen gedrosselt, damit die Menschen, wenn sie halt nur 50, 60, 70, 80 Jahre leben, natürlich dieses Schwindelsystem, was wir auf Erden haben, nicht so leicht durchschauen. Wenn die Menschen viele tausende Jahre leben, wie die Anunnaki, dann ist es natürlich für viele Menschen ein leichtes, dieses System zu durchschauen. Und wir merken das ja heute, wie viele Menschen inzwischen aufwachen und dieses Schwindelsystem durchschaut haben, obwohl sie noch keine 100 oder 200 Jahre auf Erden gelebt haben. Ja, das geht also immer schneller, weil die Dinge immer mehr zutage treten, immer mehr in die Öffentlichkeit kommt. Ja, und je länger unsere Lebenserwartung wäre, umso gravierender wäre das. Und das war auch der Grund, warum er die Lebenserwartung der Menschen gedrosselt hat und uns immer mehr vergiftet hat und die Gesundheit entzogen hat und uns alle möglichen Dinge als gesund verkauft, die aber in Wirklichkeit halt für den Menschen massiv schädlich sind, halt sei es die Amalgamfüllung oder die Impfung und, und. Also ihr wisst das alle selber, wovon da die Rede ist. Ja, das wird ja immer mehr ja, in den Medien auch thematisiert. So, die Anunnaki haben die Erde übernommen und sie haben den Reichtum der Erde ausgebeutet. Und das halt über ihre Helfershelfer. Ja, Rothschilds und Konsorten waren da einige, die also auch genetische Strukturen haben, die mit den Anunnaki gekreuzt waren. Ja, das sind also auch oftmals hybride Wesen gewesen, die also nicht nur reines Anunnaki-Blut hatten, sondern auch gekreuzt mit menschlichem Blut. Ja, wo also offensichtlich die Familie Rothschild federführend war und den höchsten Anunnaki-Anteil mit in ihrer Genetik mitgetragen hat. So, es gab aber trotzdem noch eine sogenannte Zwischengruppe, und zwar sind das die sogenannten Parents Families, also die Elternfamilien. So, die Elternfamilien waren eine Gruppe, die zwischen den Anunnaki und den Menschen standen. Ja, wenn ein kleiner Mensch von irgendwo 1,70 Meter, 80 Größe plötzlich einem Anunnaki von 3, 4, 5 oder 6 Metern gegenübersteht, ja, dann ist das vielleicht irgendwo eine sehr krasse Situation. Und deswegen haben die Anunnaki also sogenannte Elternfamilien geschaffen, die also hochspirituell sind, dem normalen Menschenhaus auch überlegen, die aber quasi immer in Verbindung mit den Anunnaki standen und auf der anderen Seite auch mit den Menschen und sozusagen das Bindeglied darstellen, dass die sich also um die Menschen kümmern, ja, und für die Anunnaki die Ansprechpartner sind, wenn es um menschliche Belange geht. Sie waren an und für sich dazu da, um den Menschen hilfreich zur Seite zu stehen, die menschlichen Interessen mit zu vertreten und so weiter. Aber durch diese ganze jahrtausendelange Veränderung des menschlichen Erbguts, der Drosselung der Lebenserwartung, des Eindämmens der Obertonoktaven, zu denen die Menschen halt Zugang haben, ja, wurde der Abstand zwischen den normalen Menschen und den Anunnaki oder auch den Parents Families immer größer und immer größer. Und es sieht so aus, dass die Parents Families sich am Ende dann mehr und mehr auf die Seite der Anunnaki durchgeschlagen haben und weniger die Interessen der Menschen vertreten haben. So, und diese
ganzen Dinge sind aber inzwischen auch beendet. Ja, seit der Friedensvertrag in Kraft ist, haben die Anunnaki zum allergrößten Teil die Erde bereits verlassen, ja, zumindest die Führenden. Und auch die Parents Families von 21 Familien, die sind inzwischen alle komplett weg. So, damit gibt es also nur noch die Deep State Kräfte oder die dunklen Mächte auf Erden, die also diese nichtmenschlichen Wesen unterstützt haben. Und die sitzen natürlich noch in ihren Positionen über Geheimgesellschaften oder andere Organisationen, von wo sie aus ihre Macht ausüben. Ja, aber deren Chefs, deren, ja, sagen wir mal, emotionale Unterstützer aus höherer Ebene sind nicht mehr da. So, und diese Kräfte merken natürlich genauso, was auf Erden vonstatten geht. Ja, wenn plötzlich der Chef nicht mehr da ist, die Rückendeckung fehlt, sicher auch gewisse Unterstützung nicht mehr da sind, dass es also dann langsam unbehaglich wird, ja, weil auch die ganzen Dinge, die man in der Vergangenheit verbrecherisch gemacht hat, sei es halt Tötung von Menschen oder Ritualmorde und der Verzehr von Menschenfleisch und was es da alles an Abartigkeiten gibt. Ja, wenn das jetzt immer mehr und mehr in die Öffentlichkeit kommt und das Bewusstsein der Menschen sich immer mehr erhöht, die Menschen also auch mehr und mehr Informationen bekommen durch Unterstützung von positiven Kräften, die halt der Menschheit helfen, sich zu befreien, dann wird es halt diesen dunklen Kräften immer ungemütlicher. Und dann werden die natürlich auch vielfach mehr und mehr um sich schlagen. Aber auf der anderen Seite lädt Tommy Williams genau diese Kräfte auch ein, mit die Seiten zu wechseln, denn letztendlich sind sie Menschen. Und Menschen sollten eigentlich Interesse haben an ihren Mitmenschen, denn momentan geht es um das Überleben der Spezies Mensch. Ja, auf der Erde. Harald, und wie sehe ich jetzt das Verhältnis, wenn ich jetzt mal so in die Weltgeschichte reinschaue? Du hast es ja eh auch angesprochen, Putin hat eine Rolle, die Chinesen haben eine Rolle, die Amerikaner haben eine Rolle. Wie ist das momentan denn für den Laien so zu verstehen? Kennen tun wir den Putin, die Chinesen? Was haben die momentan für eine Situation oder eine Ist-Zustellung zu diesem Thema? Also wir müssen verstehen, dass die ganzen Politiker, die wir alle kennen, namentlich kennen, übers Fernsehen irgendwo mal gesehen, erlebt haben, dass sie letztendlich alles nur Marionetten sind für die Kräfte, die hinter ihnen stehen. Und die Kräfte, die dahinter stehen, das sind Drachengesellschaften, das sind also die nichtmenschlichen Wesen, das sind Wesenheiten aus feinstofflichen Bereichen, das geht bis hin zu insektoiden Wesen. Ja, also nicht nur die Raptors und Dracos und so weiter, sondern es geht halt noch weiter, die Schlangenwesen, Drachenwesen und halt, wie gesagt, auch feinstoffliche Wesen, die also ganz, ganz oben stehen in der Hierarchie. Und das, was wir so als Politiker kennen, das sind letztendlich alles nur Handlanger, die an den Strippen der Puppenspieler hängen und deren Pläne ausführen. Die Sache ist also nur dann zu gewinnen, oder dieser Befreiungskampf um die Erde ist nur dann zu gewinnen, wenn wir es schaffen, diese auch nichtmenschlichen Wesen, die hinter den Kulissen agieren, in den Griff zu bekommen. Ja, und deswegen sollten wir uns erinnern an die Worte der Bibel, dass es um einen Kampf im nicht physischen Bereich geht. Dort wird die entscheidende Schlacht geschlagen. Ja. Deswegen auch die Aufforderung, zieht die Ritterrüstung Gottes an. Ja. Das heißt also, nehmt eure feinstofflichen Fähigkeiten an, um diese dunklen Wesenheiten, die nicht physisch existieren, aber hier alles steuern, um dort diesen Kampf zu gewinnen. Und das ist ein Punkt, wo ich persönlich sehe, dass dort die Menschheit allein auf sich gestellt wenig Aussicht hatte, sich dort so ohne weiteres von diesen dunklen Kräften zu befreien. Ja, möglicherweise gab es eine sehr, sehr hochentwickelte Menschen, die halt den dunklen Kräften überlegen sind. Ja, aber auf der anderen Seite saßen die dunklen Kräfte natürlich weltweit überall in allen Positionen, allen Massenmedien. Der ganze Reichtum, das ganze Geldsystem, alles war in deren Händen. Ja, das heißt also, aus meiner Sicht war diese Befreiung tatsächlich nur möglich, indem wir also auch eine Unterstützung von außen bekommen haben. Und laut den Informationen von Tommy Williams ist genau der Fall gewesen. Ja, aber auf der anderen Seite, dadurch,
dass auch diese Kräfte wie Putin oder Trump halt Menschen sind und letztendlich sich natürlich auch selber fragen müssen, vertreten sie nun früher oder später vielleicht auch mal die menschlichen Interessen oder nach wie vor die Interessen der nichtmenschlichen Wesen. Ja, dann kann es also dort auch zu einem Wandel kommen. Ja, und sobald sich die Rahmenbedingungen ändern durch die Unterstützung der Außerirdischen, dann werden sich auch die Möglichkeiten ändern, die ein Trump oder ein Putin haben, Dinge in die positive Richtung zu treiben. Ja, diese Rahmenbedingungen werden immer mehr zu unseren Gunsten verändert, ja, dass also diese außerirdischen Kräfte oder die UPU, also die Universal Protection Unit, die Schutzeinheit des Universums eingreift, diese dunklen Machenschaften unterbindet, die hier laufen von nichtmenschlicher Seite aus. Ja, und dadurch die Rahmenbedingungen schafft, dass also die Menschen mehr und mehr befreit werden können. Und das geschieht ja in vielen Ländern, wo sich also mehr und mehr Länder von Deep State befreien. Wir sehen das in den USA, wo der Trump sehr aktiv ist, ja, vielleicht noch nicht so weit, wie er sein könnte. Aber trotzdem ist die Tendenz zu erkennen, er ist einer der wenigen Präsidenten, der also in seiner Amtszeit noch keine neuen Kriege angezettelt hat und so weiter. Und er versucht hat, diese Dinge voranzubringen und arbeitet halt auch sehr, sehr eng zusammen. Beim Putin ist die Sache noch ein wenig fraglich, ja, zumal er in der Vergangenheit in den letzten 5 Monaten zweimal Deep State unterstützt hat mit riesen Finanzmitteln. Deswegen hat ihm ja die Kim dann die Gelder sehr, sehr eng zusammengestrichen, dass er also kaum noch irgendwie seinen Haushalt bedienen konnte und die entsprechende finanzielle Versorgung in Russland dann noch gefährdet war oder sehr, sehr eng geworden ist. Deswegen hat ja Putin sich mit Mike Pence getroffen vor etwa 1,5 Wochen, wo es also nicht um das U-Boot ging mit den 14 toten Russen, sondern wo es tatsächlich um die prekäre Finanzsituation ging, wo man sich also überlegt seitens dieser Kräfte, was ist zu tun, wie kann man überhaupt noch überleben. Ja, die Kim, die spitzt die Situation weiter zu. Und Putin wird sich auch überlegen müssen, ob er halt weiter Deep State unterstützt oder mehr halt wirklich mit den positiven Kräften zusammenarbeitet. Wir haben gestern vom Galaktischen Rat noch eine Information bekommen, wonach Putin an und für sich im positiven Sinne eingesetzt wurde. Das heißt, es kann möglicherweise auch so sein, dass Putin tatsächlich eine sehr positive Rolle spielt, aber vielleicht für die dunklen Kräfte auch nach wie vor den guten Freund der dunklen Kräfte darstellen soll, sodass also dort eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen wird, dass die dunklen Kräfte auf Putin setzen, so nach dem Motto, das ist unser Mann. Und in Wirklichkeit im letzten Moment Putin dann vielleicht tatsächlich in positiver Richtung durchzieht. Und insofern könnte es auch ein gewisses Ablenkungsmanöver sein, wenn die Kim dem Putin jetzt kein Geld gibt, dass jeder denkt, Putin ist tatsächlich auf der dunklen Seite. Also man muss da schauen, wo die Entwicklung hingeht. Und ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis dort diese Verhältnisse klar für alle Mann zutage treten. Ja, was China betrifft, dort ist ja zu berücksichtigen, dass auch in China eine sehr, sehr starke Drachengesellschaft existiert. Ähnlich wie in Russland oder Amerika oder auch in England. Und in China ist ja die Red Dragon Society, wo Rothschild den Ton angibt. Ja, Rothschild hat ja den Sitz der neuen Weltordnung nach China verlegen wollen. Deswegen auch die ganzen Geisterstädte mit 60 Millionen Einwohnern gebaut, wo also niemand weiter wohnt. Und ja, das mit Hochtechnologien, wo man halt nur staunt, Hochhäuser in 4 Wochen schlüsselfertig und solche Dinge. Ja, das ist also, was läuft. Diese Länder müssen sich also peu à peu von Deep State befreien. Im Iran sind dort gewisse Tendenzen jetzt zu erkennen, dass also auch da die Kräfte von Deep State sich befreien. Gibt es ein interessantes Interview von Jan von Helsing erst kürzlich, erschienen jetzt, wo er diesen Whistleblower interviewt, ich glaube der Frank Berger, mit dem er da in Kontakt steht, wo auch auf diese Dinge eingegangen wird. Und dasselbe ist in Nordkorea, wo auch der Kim Jong-un sich mehr und mehr von Deep State befreit hat und deswegen wahrscheinlich auch diese Zusammenarbeit dann mit Trump, wo also hinter den Kulissen noch sehr, sehr viele Aktionen laufen, von denen wir als Otto-Normalverbraucher kaum die genauen Details dann verstehen, was es dort eigentlich geht. Aber dort müssen wir einfach tiefer schauen, ja, und diese Aspekte mit in Betracht ziehen. Harald, wir sprechen hier von den dunklen Kräften, auch von den Lichtkräften. Und die dunklen Kräfte sind ja die, die, mir sage ich jetzt auch, die Waffen haben, auch genauso, und sie auch lenken. Und für mich ist die Frage überhaupt, haben die dunklen Kräfte überhaupt noch eine Chance, den Kampf zu ihren Gunsten zu entscheiden? Hast du da eine Antwort darauf?
Dazu gab es ja eine interessante Sendung letztes Jahr im Oktober, November vom Tommy Williams. Er berichtete damals, wir befinden uns jetzt quasi direkt am Höhepunkt der Auseinandersetzung. Und Tommy Williams sagte damals, wenn es uns gelingt, die nächsten 2 Wochen durchzuhalten, dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft. Dann ist dieser Wandel zum Positiven unumkehrbar. Dann nur die dunklen Kräfte verloren. Ja, und diesen Erfolg hat er auch verkündet, ja, ein paar Tage später dann. Ja, diese 2 Wochen, die waren ja sehr schnell vorbei. So, und inzwischen kommt also von Tommy Williams auch die Aussage, es ist alles durch, es ist restlos unumkehrbar geworden und momentan sind nur noch Aufräumarbeiten notwendig, das heißt, das Erreichte zu sichern und sozusagen die letzten Reste noch in den Griff zu bekommen. Ja, als letzte Reste verstehe ich wahrscheinlich noch das geheime Weltraumprogramm von Deep State, die also dort über gewisse militärische Möglichkeiten noch verfügen. Ja, oder auch von dort werden ja die ganzen Chemtrails gesteuert und solche Dinge. Ja, solange also dort noch bestimmte Dinge laufen, ist das noch nicht ganz durch. Aber es sind zumindest keine Möglichkeiten seitens der dunklen Kräfte mehr da, das Blatt komplett zu wenden. Ja, man kann vieles aufhalten, man kann auch verschiedene Leute umbringen, bestimmte Dinge verzögern und so weiter. Das ist alles noch möglich, weil ja die ganzen dunklen Kräfte überall noch in den gewissen Position sitzen, wo man sie über 100 oder gar 1000 Jahre hingehievt hat. Ja, das wird noch ein längerer Prozess sein, der auch viele Jahre noch dauern wird. Ja, aber diese militärischen Schlachten, da, die sind durch. So, und dort kam ja auch von Tommy Williams die Information, dass am 3. Juni diesen Jahres die dunklen Kräfte China und Deep State USA, also die Red Dragon Society und die Black Dragon Society mit Dick Cheney als Chef in den USA, dass die also der Welt den Krieg erklärt haben. Und meine Vermutung, ganz starke Vermutung, dass es mit dem fehlenden Finanzen zusammenhing, ja, weil man ja kein Geld mehr bekommen hat und Deep State immer mehr ausgetrocknet wurde. Die haben sich also Geld über die Banken, über die Hintertüren bei den Banken gestohlen und zusammengeraubt ihre Milliardenbeträge durch Hintertüren. Beim Quantencomputersystem gab es 30.000 Hintertüren, die inzwischen alle dicht gemacht wurden. Ja, oder auch durch die Transaktion, wenn man Geld überweist von Berlin nach Stuttgart, dann ist das halt mal 2 oder 3 Tage unterwegs. Ja, warum? Weil es in dieser Zeit über 6 bis 13 Zwischenstationen weltweit um die Welt geschickt wird, in andere Länder und zu einer Banken und jede dieser Banken, die das Geld bekommt, daraufhin neue Kreditgenerationsmöglichkeiten hat und wieder Geld aus dem Nichts erschaffen kann. Also auch diese Dinge sind torpediert worden, zugemacht worden. Die Kimberly hat dort diese ganzen Geldhähne geschlossen oder auch, dass die Banken weiterhin Kredite vergeben, obwohl sie selber restlos in der negativen Liquidität sich befinden. Das wurde auch alles torpediert und daraufhin hatte halt Deep State kaum noch Geld und deswegen auch die Kriegserklärung. So, man hat also offensichtlich mit der Kriegserklärung bewerkstelligen wollen, dass man also alle Länder unter Druck setzen kann oder denen vielleicht auch die Pistole auf die Brust setzt. Wenn du nicht bis Datum XY an meinen Boden sowieso die und die Geldsummen übergibst, dann werden wir dich mal besuchen mit irgendwelchen fortschrittlichsten Militärtechniken in dein Land einrücken, womöglich deinen Präsidenten oder deine Regierung komplett an die Wand stellen und so weiter, um also diese Forderung durchzusetzen und dann bedienen wir uns selber, wenn du das uns nicht freiwillig gibst. So, insofern denke ich, hat man sich also dort wieder gewisse Freiräume nutzen können und Geld zusammengestohlen, zusammengeräubert. Ja, aber auch das ist natürlich nur eine begrenzte Zeit möglich. Ja, letztendlich werden die Deep State-Leute irgendwann aufgeben müssen, ja, weil die Lichtkräfte immer weiter den Geldhahn zudrehen und dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, und wenn die Geheimarmeen, die man hat, oder Blackwater, was ja 60% des amerikanischen Militärs stellt, plötzlich ihre Leute, ihre Privatarmeen nicht mehr bezahlen können, dann haben wir eine andere Situation und dann verändern sich die ganzen Rahmenbedingungen und dann wird immer mehr in positiver Richtung alles ermöglicht und das ist das, was jetzt so läuft. Ja, und dort bin ich also sehr, sehr zuversichtlich, weil das auch genau der richtige Weg ist. Anders kann man also diese ganzen Machenschaften eigentlich überhaupt nicht in den Griff bekommen. Man muss diese militärischen Arme der dunklen Kräfte sozusagen entmachten und als diese Kriegserklärung seitens der dunklen Kräfte an die Welt erfolgte, hat Tommy Williams als Antwort nur gesagt,
Diese Kriegserklärung hat dazu geführt, dass wir von tausenden anderen Richtungen neue militärische Unterstützung bekommen haben, dass also Unmengen an Militärtechnik hier zur Erde gebracht wurde von den außerirdischen Überflugscheiben oder was auch immer. Ja, es gibt ja auch im Internet sehr, sehr viele Videos mittlerweile, wo man also diese Dinge sehr, sehr schön nachvollziehen kann. Und Tommy Williams sagte klipp und klar, aufgrund dieser Kriegserklärung wissen die dunklen Kräfte überhaupt nicht, auf was sie sich einlassen. Denn sie stehen mittlerweile einer Militärmacht, einer Feuerkraft gegenüber, von der sie nicht ansatzweise eine Vorstellungskraft haben, auf was sie sich da einlassen. Aber Harald, wenn man doch das weiß, wie das Militär wird ja dann auch mit militärischen Aktionen reagieren, oder haben die dann keine Chance mehr, dass die anderen Kräfte das Militär absolut blockieren? Ich denke, das ist ja genau das, was gewollt ist, weil die dunklen Kräfte werden niemals so ohne weiteres freiwillig aufgeben. Da wird es die Hartgesottenen geben, die bis zum bitteren Ende kämpfen, und im Rahmen des Friedensvertrages wird man das mit Sicherheit auch vorausgesehen haben und aus meiner Sicht auch entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. Ja, und wenn plötzlich Deep State der Welt den Krieg erklärt, dann wird das sicher im Rahmen dieses Vertrages, der geschlossen wurde, bestimmte Möglichkeiten den Lichtkräften geben, dann gegen diese Militäreinheiten vorzugehen. Und das ist offensichtlich das, was auch geschieht. Ja, der Tommy Williams berichtet in den letzten Wochen über diese militärische Auseinandersetzung, die dort läuft, kein einziges Wort. Ja, aber der Umstand, dass die Kim bis Ende des Sommers die großen Banken zu Fall bringen wird, ja, dass sie also die Seiten wechseln müssen oder Konkurs gehen, ja, der ist an und für sich ein Indiz dafür, dass man bis dahin auch diese Deep State Armeen weitestgehend vernichtet haben wird oder dass die genauso die Seiten gewechselt haben, weil sie merken, dass sie einem aussichtslosen Kampf gegenüberstehen, entweder restlos vernichtet werden, ja, oder halt tatsächlich sich bekehren und dann tatsächlich sich ergeben oder sogar die positiven Kräfte unterstützen. Ja, Harald, ja, danke. Da möchte der Marc eine Frage stellen. Wollen wir eine kurze Fragerunde und dann eine Musikpause machen? Ja, wir können eine kurze Fragerunde, vielleicht zu diesem Abschnitt erstmal, dann hinterher die Musik. Wunderbar. Marc, dein Mikrofon. Ja, also ich habe zwei in meiner Sehung wahrgenommenen Aliens, die sind gestorben. Die wollten hier terrorisieren. Zwei Seelen von Maltek, das ist ein Planet, den habe ich gesprochen. Zwei Seelen. Dieser Planet ist vergangen und die würden mir helfen. Und einen Marsianer habe ich mal gesprochen. Der hat eine Person besetzt und hat gesagt, ja, die Erde wäre nicht mehr gewesen, hätten die außerplanetarisch nicht eingegriffen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das mit dem Deep State aber einsortieren soll. Deep State hat der eine gesagt, das sind die angloamerikanischen Bestrebungen. Das sind diese Deep State ist dann praktisch gegebenenfalls Atlantikbrücke, oder wie können wir dann Deep State verstehen? Ja, aus meiner Sicht ist Deep State die Gesamtheit der unsichtbaren Kräfte, die hinter allen Regierungen der Welt stehen oder standen und die alle Dinge gesteuert haben. Und das ging halt über diese Drachengesellschaften, ja, die also quasi Schwesterfamilien waren, und die haben halt Russland, die haben China gesteuert, England, die USA, die waren überall präsent, haben das ganze Weltgeschehen bestimmt. Die haben alle Kriege abgestimmt, wer welches Land angreift, haben das ihren Politikern, die sie sozusagen als Marionetten halt nutzen, aufgetragen. Und es war Jahrtausende ein abgestimmtes Spiel. Ja, dasselbe mit dem Ost-West-Konflikt und so weiter. Ja, die meisten Menschen in westlichen Ländern dachten, ja, Mensch, die bösen Russen und Wettrüsten und irgendwann gibt es Atomkrieg und so weiter. Ja. Aber es war nur ein Schauspiel. Hinter den Kulissen haben die Geheimdienste der Russen, ja, der KGB mit dem Mossad, mit dem NSA, mit CIA, mit MI5 und MI6, und alle haben sie zusammengearbeitet. Das war eine große Familie. Die haben Hand in Hand alles agiert. Ja, und das ganze Schauspiel, was wir in der Öffentlichkeit erlebt haben, ja, dieser Kampf zwischen Ost und West, alles nur Schwindel.
alles nur Trug und Täuschung. So, und insofern muss man schauen, dass man also dieses globale Netz jetzt immer beim Namen nennt, weil das verkörpert letztendlich Deep State und das ist das, was halt jetzt Schritt für Schritt beseitigt wird, na, was aber nur mit Hilfe halt außerirdischer Hilfe vonstatten geht. Aber auch die Menschen müssen natürlich mithelfen, weil die nicht, also die zwischenmenschlichen Dinge, wo also Deep State Leute natürlich in Menschengestalt halt existieren, dass die von den Menschen auch beseitigt werden müssen, also nicht körperlich beseitigt, sondern aus den Ämtern entfernt werden müssen. Das ist der Job der Menschen, weil sich die Außerirdischen natürlich an den Friedensvertrag halten müssen und dort die Einhaltung des Vertrages in dem Sinne fordern, dass die nichtmenschlichen Wesen sich nicht mehr in menschliche Belange einmischen dürfen. Ja, danke. Jetzt gehen wir weiter nochmal zum Armin. Armin hat geflackert. Armin, dein Mikrofon. Ja, also ich stehe dem Ganzen, wie vorhin schon gesagt, etwas differenziert gegenüber. Dennoch muss ich sagen, als du vorhin diese 60 Millionen Städte in China da erwähnt hast, und ich habe da auch was drüber gelesen, über irgendwelche U-Bahn-Stationen, die da, was weiß ich, ins Nirgendwo führen, ewig teuer und so weiter. Und auch von den Städten habe ich gelesen und da habe ich mich gefragt, warum machen die das? Also das ist ja total Banane, also für einen normalen Menschenverstand überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das macht das Ganze natürlich irgendwie plausibel, dass hier im Hintergrund Dinge geschehen, die uns einfach verborgen sind. Ja, das waren einfach mal soweit. Danke dir, Armin. Ja, kann ich vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen? Die Geisterstädte China waren mir vor vielen Jahren begegnet. Ich habe mich natürlich genauso gefragt, was soll das? Wozu benötigt man die? Dann habe ich aber erfahren, dass Rothschild die baut. Ja, aber Rothschild denkt natürlich sehr finanziell. Wozu baut Rothschild Städte für 60 Millionen Einwohner, die alle leer stehen? Was ist das für ein Geschäftsmodell? Wenn man versteht, was dahinter steht, dann wird alles plausibel. Aus meiner Sicht war geplant, die Menschheit mit dem Dritten Weltkrieg zu vernichten. Ja, das kennen wir alle. So, was macht man, wenn hinter den Kulissen überall Drachengesellschaften sitzen und man die Menschen vernichten will? Dann stimmen sich die Drachengesellschaften ab, wo also China die Raketen hinschießt, auf welche US-Großstadt, wo die Amerikaner bei China die Raketen hinschießen oder bei Russland, wo Russland nach China und in die USA schießt oder sonst wohin, ja, wo immer die ganzen Großstädte mit Millionen Einwohnern vernichtet werden und wo gleichzeitig die Drachengesellschaften hinter den Kulissen vereinbaren, wo sie selber sitzen, in welchen unterirdischen Bunkern und wo dort nie eine Rakete hingehen wird. Das heißt also, man stimmt sich genau ab, wie kann man den Großteil der Menschheit vernichten, ja, radioaktiv mit Atomwaffen umbringen, in Größenordnung das Chaos erzeugen. So, und wenn quasi am Ende die ganze Erde radioaktiv verseucht ist, ja, viele Milliarden Menschen vielleicht dadurch umgekommen sind, dann bleibt noch ein Häuflein übrig von denen, die vielleicht auf dem Land gelebt haben und nicht von den Atombomben gleich getötet wurden. So, und für diese Leute bietet man dann diese Geisterstädte an als neue Unterkunft, indem man denen sagt, komm bitte schön her, wir haben hier leerstehende Städte, ja, wir haben einen Stadtteil, wo die Chinesen sich zu Hause fühlen, wir haben einen Stadtteil, wo die Italiener sich geborgen fühlen, weil dort italienische Häuser stehen im italienisch gebauten Stil. Wir haben einen Stadtteil, wo der Eiffelturm steht, wo die Pariser willkommen sind. Ja, wir haben einen Stadtteil oder ganze Städte, wo es aussieht wie in der Innenstadt von London mit englischen Telefonzellen und alles. Wozu hat man das gebaut? Ja, genau, um diese Überlebenden von einem solchen Atomkrieg aus England dann in diese Städte zu bringen, dass die sich dort zu Hause fühlen. So, wenn man die Menschen dort ansiedelt, kann man denen natürlich auch die Bedingung sagen, okay, dir wird es hier sehr, sehr gut gehen, du wirst alles haben, alle Nahrung, alles im Überfluss, du hast die modernsten Läden, du hast die modernste Infrastruktur, alles nagelneu, du kannst hier kostenlos wohnen und so weiter. Aber du musst eine Bedingung erfüllen. Du musst ein Mikrochip annehmen und du musst bereit sein, als Soldat deinen Dienst zu leisten. So, und damit kann man sich eine neue Armee aufbauen nach dem Dritten Weltkrieg mit willfährigen neuen Menschen, die alle über Mikrochip kontrolliert werden. Und damit kann man diese Millionenarmee, die man sich damit dann schafft, vielleicht für 60 Millionen Menschen, ja, mit den 60 Millionen Einwohnern in den Städten, die kann man dann nutzen, um dann quasi wieder mit einer neuen Armee über die Welt zu ziehen und die Überlebenden dann alle einzufangen.
in irgendwelche FEMA-Camps zu stecken, zu vernichten, umzubringen oder was auch immer. Und am Ende, wenn der Job getan ist, kann die Elite auf den Knopf drücken und per Mikrochip diese 60 Millionen umbringen. Und dann haben die Dracos gewonnen und die Erde ist im positiven Sinne, in deren Sinn komplett übernommen worden. Ja, und das könnte ich mir vorstellen, war genau der Plan, weshalb man das gemacht hat. Das wäre eine logische Erklärung. Alles andere macht wenig Sinn. Danke dir. Und jetzt ist der Frankie ins Studio gekommen, in den Warteraum. Und ja, ihr kommt alle noch dran. In der Ruhe liegt die Kraft. Und bitte, ne? Bis 23 Uhr geht die Sendung. Frankie, du bist bei uns ins Warteraum reingekommen und wir haben dich heute noch nicht gehört. Und sagen wir mal guten Abend zu dir. Dein Mikrofon mal kurz anmachen. Bist du da? Ja, er ist da. Guten Abend. Guten Abend in die Runde. Also ich bin die erste Zeit ein bisschen rausgeflogen gehabt, weil ich was umgestellt habe und so. Aber ich habe immer mitgehört und es ist sehr interessant. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht mit den ganzen Trump-Geschichten und den tiefen Staat, ob er es schafft oder nicht. Und Putin damit einspielt. Und ja, es ist sehr interessant, wie auch die Außerirdischen oder, sag ich mal, die Universalen sich dann einmischen oder, sag ich mal, uns helfen oder wie auch immer. Ja, wohin die Reise geht, das werden wir dann alle noch erleben dürfen. Das ist auf jeden Fall. Frankie, hast du eine spezielle Frage am Harald zum Themenblock? Ich hatte eine, aber die ist mir entfallen. Vielleicht falls ich später nochmal drankommen könnte, wäre es gut. Ansonsten würde ich mich melden. Danke. Danke dir. Und der Kalle war, glaube ich, auch im Flackern oder war es der Jenne? Der Kalle war da. Kalle haben wir heute auch noch nicht gehört. Und Jenne ist auch da. Und ja, Kalle, deine Frage zum Themenblock. Ja, wir hören dich nicht, Kalle. Deine Technik ist nicht drin, dann nehmen wir den Jenne ran, den haben wir auch schon lange nicht gehört. Jenne. Ja, also es ist ja also sehr spannend und wie Harald gerade auch schon gesagt hat, man muss das ein bisschen verstehen. Vielleicht sollte man dafür aber auch nochmal so ein bisschen aufklären, damit die Zuhörer da draußen das überhaupt auch verstehen können. Weil, also es geht ja um unsere Erde. Und die Geschichte, die halt in den letzten Jahrhunderten bis Jahrtausenden halt passiert ist. Und das ist halt dieses, also Marc fragte gerade wegen dem, was ist der Deep State? Der Deep State ist quasi das, was im Urwissen dahinter stand, der diesen Magie, diesen Zaubertrick der Welt auferlegt hat und der Menschheit. Das ist das Pentagramm, was wir von der ganzen Welt kennen, was aus Washington raus, aus der Stadt, man kann dieses Pentagramm sehen. Das zieht sich um die ganze Welt rum halt. Das ist halt dieses geheime Wissen. Das ist der Zaubertrick, der Hast du eine Frage zum Harald auch, zum Themenblock? Okay, dann höre ich auf zu reden und danke. Nein, nein, du kannst ruhig weiterreden. Ich möchte dich da gar nicht unhöflich unterbrechen, aber versuchen möglichst auch nur knackig zu sein, weil hier sind viele Menschen, die wollen noch Fragen stellen. Daher. Alles gut, ja, dann kläre ich nicht auf. Dann sage ich da nichts weiter zu, dann gebe ich das Wort weiter. Danke. Harald, möchtest du was zum Jenner noch sagen von dem, was er gesagt hat? Nein, momentan nicht. Wir hören erstmal die weiteren Fragen. Da wird sich sicher noch vieles dann auch in der Richtung beantworten, automatisch. Okay, nicht böse sein, Jenne. Ich wollte dich da nicht irgendwie jetzt böse irgendwie unterbrechen. Franz Reutinger ist da. Franz Klaus. Reutinger, guten Danke, Abend. Klaus. Ja, danke, Klaus. Gerne, gerne. Franz Reutinger. Guten Abend, euch allen und die Runde. Guten Abend, Harald. Also, deine Ausführungen sind wieder hochinteressant und spannend. Ich kann nur die Geschichten von Sitchin bestätigen. Ich habe die Bücher auch verschlungen und das Anuaki-Thema, wo viele logische Schlüsse man daraus ziehen kann und so weiter. Und du hast da fortgesetzt. Und Frage, punktum Migrationsdruck Mitteleuropa, Deutschland.
Gibt es da auch irgendwelche Hintergründe? Wird Deutschland noch von 20 Millionen überschwemmt oder Österreich oder deutschsprachiger Raum oder der nordische Raum? Oder wie sieht es da aus? Das wäre meine Frage. Also die Menschheit ist ja am meisten beherrschbar über das System der Angst. Und dieses System wird ja seitens der dunklen Kräfte bis zur Perfektion betrieben. Und da gehört natürlich die gesamte Thematik Flüchtlinge ja zuallererst mit dazu, aber auch das Thema 5G oder Zwangsimpfungen und so weiter und so fort. Ich sehe das Thema Flüchtlinge mittlerweile recht entspannt. Insofern, als mir ja bewusst ist, dass die Lichtkräfte über das Quantencomputersystem verfügen und damit jeden Rechner der Welt steuern können, überwachen können, Dinge verhindern können. So, außerdem werden die Flüchtlingsströme über Finanzen gesteuert. Es gab vor einigen wenigen Jahren einen Bericht, wonach ein Flugzeug von München aus gestartet ist, mit 1, 2, 3 US-Soldaten an Bord und ja wohl auch 1, 2 Leute aus Afghanistan mit an Bord und 38 Tonnen Bargeld und einer Leiche. Und dieses Flugzeug war unterwegs nach Südafrika, hatte den Auftrag, über Simbabwe etwas tiefer zu fliegen, die Tür zu öffnen, die Leiche rauszuschmeißen und in Südafrika zu landen. Das lief aber irgendwas schief. Die Regierung in Südafrika hat den Flieger runtergeholt und hat festgestellt, was dort an Bord war. Ja, und dadurch flog die ganze Nummer auf. Was war gewesen? Offensichtlich waren das 38 Tonnen Bargeld, um quasi die Flüchtlingsströme von Afrika nach Europa zu steuern und finanziell zu versorgen. Dass also jeder Flüchtling so und so viel Geld mehr ankriegt, um die Schlepper mit dem Boden dann bezahlen zu können und so weiter und dann vielleicht auch eine Summe X erhält, wenn er am Punkt A und B und C dann ankommt und sich entsprechend weit durchgeschlagen hat. Ja, dafür waren offensichtlich diese Gelder vorgesehen. So, das heißt also, man hat all diese Dinge immer mit dem Geld gesteuert. George Soros federführend. Tommy Williams sagt allerdings, George Soros ist mittlerweile tot seit 2017. Dass also dort verschiedene Dinge nicht mehr so ganz funktionieren. Und die Kim, wenn sie jetzt in der Lage ist, das Geldsystem gegen die Wand zu fahren, das Geldsystem der dunklen Kräfte, kann also die Geldströme weiter steuern und damit auch verhindern, dass gewisse Flüchtlingsströme bis ins Ultimative weiterlaufen. Das ist der eine Punkt. Ja, indem man das Geld beherrscht, kann man auch die Flüchtlingsströme beherrschen. Der zweite Punkt, die Flüchtlinge, die schon da sind, ja, was ja auch ganz paar Millionen sind, man erinnere sich an diese 6 unterirdischen Städte, die in Deutschland gebaut wurden, mit etwa irgendwie 300.000 Einwohnern, wo ja diese Bergbauingenieurin aus Lettland berichtet hat, ne, die ja kurz vorm Tod, weil sie Krebs hatte, ausgestiegen ist und darüber berichtet hat, ja, wo ja eine dieser Städte unter Fürth ist, eine Berlin wohl, eine bei Görlitz und ja noch ein paar andere, 3 Stück noch, wo ja insgesamt halt fast 2 Millionen Flüchtlinge unterkommen können, wo es halt unterirdische Moscheen gibt und Prostituierte und für alles ist dort gesorgt, ja, wo man offensichtlich eine geheime muslimische Armee aufbaut. So, wenn diese Armee aber kontrolliert werden muss, ja, man muss ja schauen, dass diese Kräfte sich nicht gegen die Eliten wenden, die sie hergeholt haben. Ja, wenn also diese Armee plötzlich auf den Gedanken kommt, ja, die Villa Rothschild, die gibt wahrscheinlich ein bisschen mehr her als irgendwo der XY-Supermarkt um die Ecke, dann könnte es also durchaus sein, dass sich auch solche Kräfte gegen gewisse Eliten wenden könnten. Um das aber zu verhindern, muss man gewisse Vorkehrmaßnahmen treffen. Ja, und ich schätze mal die dunklen Kräfte so intelligent ein, dass sie diese Vorkehrmaßnahmen getroffen haben. Und zwar wird man das sicher in der Form gemacht haben, dass man jeden dieser
Geheimarmee-Soldaten, sogenannten Flüchtlingen, ein Mikrochip in den Körper verpasst hat, um damit jeden dieser Menschen zu kontrollieren, zu überwachen, dessen Bewegungsprofil halt immer im Auge zu haben. Und außerdem, wenn sich dort mal vielleicht 5000 Menschen vor der Villa Rothschild versammeln, um diese Villa zu stürmen, dann hat Rothschild sicher den Druckknopf, um alle Menschen, die im Umkreis von 1 Kilometer sich bewegen, und so ein Mikrochip im Körper haben, dann bewusstlos zu machen oder gar umzubringen. Ja, das heißt, man wird also über diese entsprechenden technischen Möglichkeiten verfügen, ja, schon im eigenen Interesse, um dort nicht selber am Ende derjenige zu sein, der irgendwo sich selber ins Knie schießt. Deswegen wird es also diese Vorkehrung treffen. Und wenn diese Vorkehrungen über ein Mikrochip laufen, dann sollten wir wissen, dass Mikrochips über Computer gesteuert werden. Und wenn die Lichtkräfte das Quantencomputersystem besitzen, können sie natürlich in jeden Rechner der Welt mit eindringen und damit auch diesen Flüchtlingen diesen Mikrochip mitsteuern. Das heißt also, Sie können den Flüchtlingen anweisen, ihr habt innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen. Ansonsten werdet ihr spüren, dass es euch sehr unwohl werden wird, dass ihr, was weiß ich, einen ganz rasenden Herzschlag bekommt oder höllische Schmerzen, dass ihr euch nur noch am Boden krümmt. So, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Lichtkräfte dafür sorgen, dass solche Flüchtlinge im Dauerlauf das Land verlassen und sehr, sehr schnell aus dem Land gefegt werden können. Also ich bin ziemlich, so mein Bauchgefühl sagt mir, dass dort entsprechende Vorkehrungen getroffen sind, dass die Lichtkräfte dieses Thema im Griff haben und dass wir uns dort nicht übermäßig Angst machen sollten, sondern diese Angst ist ja letztendlich nur dazu da, die Menschen abzuhalten, den Schritt nach vorn zu gehen, den Blick nach vorn zu richten, immer wieder nach hinten zu schauen. Und ich denke, wir müssen diese Angst einfach hinter uns lassen. Auch diese Gewissheit im Hinterkopf haben, dass dafür genau für solche Dinge wie 5G und so weiter überall Lösungen existieren. Ja, und dass wir einfach die Dinge selber in die Hand nehmen, weil Deep State wird immer mehr das Wasser abgegraben. Und wenn wir Menschen diese entstehende Lücke nicht mit neuen Aktionen füllen, ja, dann verpassen wir eigentlich diese Möglichkeiten, die vor uns stehen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir uns fokussieren sollten und auch hinschauen müssen. Danke dir. Und jetzt nochmal den Kalle, den mal gucken, ob er sein Mikrofon hat. Kalle, bist du da? Und? Gib mal Gas, ich höre dich noch nicht. Dann geht es irgendwie noch nicht. Du bist extrem leise, viel zu leise. Klappt jetzt nicht. So, dann gebe ich das Mikrofon mal weiter am Armin und Marc kommt dann auch noch dran und dann gehen wir in die Musikpause. Armin und Marc und dann probieren wir es nachher nochmal mit dem Kalle. So würde ich doch das sagen. Bitte. Ja, das klingt natürlich sehr, sehr rosig, dass die alle einen Mikrochip verpasst bekommen haben. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass solche Mikrochips durch einen einfachen EMP-Impuls ausgeschaltet werden kann. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Personen, ich möchte sie nicht Menschen nennen, die hier eingeschleust wurden, über dieses Wissen verfügen. Dennoch muss es bedacht werden. Aber denk mal, wenn sie einen Quantencomputer haben, dann werden sie das schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Danke. Und Marc, bitte. Ich habe in einer Überzeitwahrnehmung durfte ich Meyer Amschel Bauer sprechen, also Rothschild Gründer, zu Frankfurt. Und da hängt er sein Schild ans Haus und sagt zu mir persönlich, eines Tages wirst du ein blaues Schild aber ins Haus hängen müssen. Dann wirst du es zu schätzen wissen, dass es das rote Schild gibt. Und so ist es eingetreten. Ich habe unter blueshield.fleckerinfo, es ist zu sehen, ein blaues Schild, aber im Haus gebraucht. Na, weil die Ordnung von Rothschild ist nicht böse. Das braucht halt ein Bankier. Gell? Es ist besser, es hat zwei Schilden und deswegen habe ich das blaue Schild ins Haus gehängt als Mr. Blue Shield. Okay. Harald, gehen wir in die Musikpause oder magst du noch ein bisschen von deinem Vorrednern noch sagen? Ja, vielleicht bloß noch ein Wort zu Rothschild. Letztendlich war Rothschild auch nur eine Marionette. Ja, denn Marduk hatte im Jahr 2007 den ganzen Reichtum der Erde vereint, im Trust angesammelt. Und er hat damals die Reißleine gezogen und keine Gelder mehr rausgerückt und selbst auch Rothschild im Regen stehen lassen. Und das führte dann dazu, dass er 2008 dann diese große
Krise entstand, die Bankenkrise mit Lehman Brothers und so weiter. Und Rothschild letztendlich gemerkt hat, dass er genauso ausgenutzt wurde und genauso hängen gelassen wurde wie alle anderen. Ja, und das ist sicher auf jeden Fall mir Rothschild eine heftige Erkenntnis gewesen. Und möglicherweise führt das auch dazu, dass sie jetzt gewissermaßen einen Rückzug antreten, ja, ihre Häuser und so weiter verkaufen, Grundstücke verkaufen. Und Tommy Williams hatte mal in einer Sendung erwähnt, dass es einen Familienrat auch bei Rothschilds gab, weil ja schon drei tot sind, wo man wohl beschlossen hat, auch, dass man sich zurückziehen wird, ja, weil offensichtlich auch diese Familie erkennt, dass es hoffnungslos ist, hier noch was zu erreichen. Man hat das ja gemerkt an den Steuereinnahmen der IRS, der Steuerbehörde der Firma USA, die ja Rothschild gehört, diese IRS. Und dort wurde ja diese Steuereinnahme vom letzten Jahr, 780 Milliarden Dollar, die also von Puerto Rico nach der Schweiz überwiesen wurden auf dem Rothschild-Konto, die hat ja die Kim beschlagnahmt, weggenommen, weil es erstens Verletzung Friedensvertrag war und zweitens halt Rothschild nicht zusteht, ja, nicht gehört und auch den Amerikanern ja nicht zugutekommt, sondern alles in die privaten Taschen Rothschilds fließt. Und die Kim hat das sozusagen sichergestellt und das wird den Amerikanern dann später auch zur Verfügung gestellt. Ja, also wie gesagt, Rothschild, denke ich, hat inzwischen auch erkannt, dass er nur eine Marionette war, genauso ausgenutzt wie alle anderen. Und das hat möglicherweise auch zu einem gewissen Umdenken in diesen Kreisen geführt. Ja, gut, danke. Ich denke mir, wir gehen jetzt in die Musikpause. Und Frankie will jetzt auch noch eine Frage stellen. Irgendwann muss man mal zumachen. Wir haben eigentlich noch gar nicht eine Musikpause gemacht nach den Anfangsrubbelgeiten. Ich denke, wir gehen jetzt in die Musikpause und dann wollen wir noch mal den nächsten Themenblock vom Harald Thiers hören. Und es gibt dann vielleicht noch heute Abend den Nachttalk, wo ihr dann ja auch noch das, was ihr jetzt gerne auch noch sagen wollt, einfach aufschreibt und dann hat Harald vielleicht noch ein bisschen Zeit. Harald, hast du dann noch Zeit für den Nachttalk privat? Ja, ja, gar kein Problem. Wir haben Open End. Super. Nee, und von dem Aspekt aus werden wir jetzt den James Blunt einspielen und Player frei und Musik ab und bis nachher. Ja, James Blunt, ein super Song, den hat Harald Thiers sich ausgesucht. Und ja, ihr seid heute bei Harald Thiers. Ja, wir sind schon rupplig angefangen ein bisschen. Ja, Technik und dann haben wir uns ja auch alle gefunden. Ja, kontrovers diskutieren. Harald, ein großes, großes Thema, so finde ich. Und ich gehe mal einfach mal weiter. Die Drachengesellschaft hast du heute schon angesprochen. Ab wann greift das neue Banksystem? Was denkst du, sollte man sein Geld auf seinem Bankkonto belassen oder doch lieber abheben? Welche Zukunft haben Kryptowährungen sowie, wie heißen sie, Sims, Dongs, irakische Dinar, etc.? Wann kommen die Global Current Resets, GCR, sowie Revelation RF? Also das ist das RV, genau. Ich denke mir, dann haben wir erstmal ein Thema wieder, bis wir dann noch den letzten Block reinnehmen in den Fragen. Ja, genug Fragen und Harald, hier ist dein Mikrofon. Also die Veränderungen sind alle im vollen Gange, komplett. Ja, wir können davon ausgehen, dass jeden Tag es jetzt richtig losgehen kann. Und wir wissen ja, dass die Banken nur über sehr wenig Eigenkapital verfügen. Ja, die Kapitaldecke ist manchmal nur 2, 3, 5% von der Höhe der Einlagen. Das heißt also, wenn irgendwo sich das rumspricht, dass eine Bank finanziell in Gefahr ist, dann werden viele, viele Menschen dorthin strömen, schnell noch ihr Geld holen. Wenn mehr als vielleicht 5% der Menschen ihr Geld dort abholen wollen, dann ist die Bank ja quasi im Nu-Konkurs. So, und das wird eine Lawine nach sich ziehen. Das heißt, wir werden gar nicht so schnell zur Bank rennen können, um dann noch in letzter Minute unser Geld zu holen, weil die Warteschlangen an den Bankautomaten werden dann unvorstellbar lang sein, wenn sich das rumspricht. Ja, wir haben in der Vergangenheit ja diese Dinge erlebt. In England oder auch Zypern und so weiter gab es ja diese ganzen Situationen, wo halt die Banken auch abgestürzt sind und die Menschen dann kaum noch Geld bekommen haben. Und Ähnliches wird sich halt dann hier abspielen. Deswegen rät Tommy Williams den Menschen unbedingt, das verfügbare Bargeld abzuholen.
bei der Bank. Das Geld ist nirgendwo so unsicher wie auf der Bank. Ja, es geht sogar so weit, dass man jetzt über Negativzinsen diskutiert. Sprich, wenn wir also Geld noch auf der Bank haben, dass wir dann dafür Zinsen bezahlen müssen, dass es dort sein kann. Ja, aber die Banken können jederzeit das Geld enteignen, jederzeit wegnehmen, ohne irgendwelche Erklärung. Ich habe einen Bekannten, der hat also auf Zypern sein Bankkonto, er war Daytrader, hat also ganz regulär sein Geld verdient über Dinge an der Börse, über gewisse Transaktionen und hatte sich ein Vermögen von mehreren Millionen damit zusammengespart, war früher für Banken tätig in der Schweiz. Ja, plötzlich hatte er das dann für sich allein machen können und dieses Geld, was er also alles ganz regulär versteuert hat, hat man ihm einfach weggenommen. Man hat sein ganzes Konto beschlagnahmt, er hatte nur ein Konto, ja, wollte damit seine Mieten bezahlen, seine Einkäufe und so weiter. Er stand mit leeren Händen da, alles ohne Begründung, ohne irgendetwas. Ja, also wir müssen uns darauf einstellen, dass solche Dinge passieren können. Ja, diese Gutgläubigkeit, dass ja da irgendwelche Einlagensicherungsfonds sind oder irgendwelche ehrlichen Menschen und dass uns das ja nicht passieren kann. Also völliger Trugschluss. Ja, und es geht ja weiter. Ich hatte ja in der letzten Sendung auch schon berichtet, in der letzten Sendung, dass bei den Banken noch ein doppeltes System läuft. Einmal das Geldsystem für die Öffentlichkeit und einmal das System für die Insider, wo also für die Insider ja also das Geld innerhalb weniger Minuten, beispielsweise der Wert des Geldes verdoppelt werden kann durch eine Unmenge an Transaktionen pro Millisekunde und so weiter. Ja, das sind also fantastische Möglichkeiten für die dunklen Kräfte da, wo der oder Normalverbraucher immer ins Leere guckt und immer mehr enteignet wird. Und dasselbe ist ja mit den Börsen, wo Tommy Williams ja auch erklärt hat, dass an den Börsen zweierlei Systeme laufen, eine öffentliche Maske und eine nicht öffentliche. Und die nicht öffentliche seitens der dunklen Kräfte, die ist dem anderen System vorgeschaltet mit einem Zeitvorsprung von 4 bis 9 Sekunden. Und wenn man weiß, dass also Trilliarden Transaktionen pro Sekunde laufen können, dann kann man sich vorstellen, was also in diesen Zeitvorsprüngen von 4 bis 9 Sekunden alles möglich ist, dass man also dort die großen Fische, wo die großen Erträge erwirtschaftet werden können, alle rausfischt und auch der Normalverbraucher, der irgendwo an der Börse dann spekuliert, mehr oder weniger nur noch Peanuts vorfindet, die er am Ende halt verdienen kann. Aber selbst wenn er sich dort ein paar Peanuts verdient, ja, wie das mein Bekannter halt leidlich erleben musste, da wird ihm das noch weggenommen. Also Fazit, man sollte sein Geld komplett holen, ja, nichts auf der Bank belassen, nur so viel, dass man halt seine laufenden Kredite und so weiter bezahlen kann. Und auch diese ganzen Versprechungen mit Krypto und Sims und Dongs, das sind alles Sachen der dunklen Kräfte, ja, weil sie keinerlei Geldmittel mehr haben, keinerlei Werte mehr. Diese ganzen Werte, die die dunklen Kräfte ergaunert haben, sind ja alle beim Mana World Holding Trust gelandet. Ja, Rothschild hat ja nicht sein Gold im Garten vergraben, sondern musste alles genauso abliefern, hat aber dafür halt als Trustee dann seine Vergütung bekommen, die natürlich auch mehrere Billionen oder Trillionen am Ende gewesen sind. Aber letztendlich musste alles abgeliefert werden und damit stehen jetzt auch die dunklen Kräfte auf der Erde halt ohne finanzielle Mittel. Und deswegen müssen sie also neue Währungssysteme schaffen, wie den Libra über Facebook, wo es ohne wertmäßige Deckung wieder weitergehen kann, wo ein neues Schwindelsystem wieder herausgebracht wird, wo es wieder darum geht, die Geburtsurkunde als Sicherheit zu hinterlegen, wie halt beim jetzigen System, wo man das Ganze nur in neue Tücher verpackt und das Ganze mit dem Namen Libra, was ja aus Babylon sogar das alte Währungssystem von dort war, wo man quasi die alte Geschichte jetzt wieder uns neu auflegen und neu verkaufen möchte. Ja, also wird sehr, sehr vorsichtig und also den Banken sollte man überhaupt nicht trauen, zumal ja Tommy Williams sagt, die Lichtkräfte werden die Banken komplett an die Wand fahren, ganz bewusst an die Wand fahren, damit die Banken endlich verschwinden, damit dieses Schwindelgeldsystem verschwindet und endlich ein faires, reelles, ehrliches Geldsystem aufgebaut wird. Denn wir sollten ja wissen, dass der Reichtum der Welt nicht per Zufall in den Händen von irgendwo 95% oder 98% des Wertes, in den Händen von wenigen Prozent der Menschheit, ja vielleicht von 300 Familien, gelandet ist. Und wodurch war das möglich? Eigentlich nur durch dieses Schwindelsystem mit dem Geldsystem. Und deswegen muss das beseitigt werden, um der Menschheit auch in Zukunft den kompletten Wohlstand wieder zurückzugeben und dort diesen Wohlstand in Zukunft dann auch zu erhalten für die Menschheit. Ja, danke. Gibt es dazu Fragen an Harald?
zu diesem Themenblock? Marc, zu diesem Themenblock dann deine Worte. Ja, ich wollte mal sagen, die Sendung gefällt mir sehr gut. Ich kenne halt das System so auf Dollar und Öl ist es gedeckt und so stabil wie das ist, das kann schon weiter bestehen. Ne? Also es wird dann noch dazu Kryptowährungen geben. Das ist, was ich denke, das sein wird. Okay, danke. Weiter? Gibt's da was? Gut, dann gehen wir mal direkt weiter, Harald. Ja, wir haben ja schon das ein oder andere davon auch angesprochen, gerade den Friedensvertrag. Aber was hat es mit dem globalen Friedensvertrag von September 2016 auf sich? Verfügt das Deutsche Reich auch heute noch über Souveränitätsrechte? Und ja, das sind so erstmal so die Fragen, die ich aus dem Sendetext heute entnommen habe, Harald. Und vielleicht gehen wir auch nochmal darauf ein. Also der Friedensvertrag von 2016 hat einen Vertrag von vor 16.500 Jahren abgelöst. Damals haben die dunklen Kräfte halt die Erde ja irgendwie restlos erobert, die Menschheit in diesen Vertrag gezwungen und ja die Menschen möglicherweise auch freiwillig mit zugestimmt. Damals Vertragsunterzeichnerpartei war zum Beispiel waren die indigenen Völker von den Fidschi-Inseln. Das kam in einer Sendung von Bobby Williams zur Sprache. So, und dieser Vertrag, wie gesagt, hatte den dunklen Kräften die Möglichkeit gegeben, ihre Agenda hier auf Erden durchzuziehen. Ja, sie haben also mehr oder weniger von der höheren Ebene das Recht bekommen, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt euren Plan durchziehen und dass das so mit Krieg und Eroberung und alles so passt, dann geben wir euch die Möglichkeit, das zu tun. Ihr habt die Frist bis dann und dann und dann werden wir schauen, dann wird abgerechnet. So, und das haben die dunklen Kräfte halt nicht geschafft. Sie haben aber, obwohl es nicht geschafft wurde, versucht, trotzdem weiterzumachen, ja, und damit gegen vertragliches Recht verstoßen. Und daraufhin haben sich halt diese höheren Ebenen eingemischt, die also dann gesagt haben, sorry, es ist vorbei, ihr hattet eure Chance, der Vertrag ist ausgelaufen und jetzt werdet ihr verpflichtet, die Erde dem wahren Eigentümer zurückzuübergeben. Und das war eine Frist von wenigen Jahren. Außerdem hat man damals seitens dieser höheren Ebenen eine Person gesucht, die die Interessen der Menschen vertreten kann in dem Trust. Ja, und das war halt die Kimberly Angoguin, die man also ausgewählt hat, aufgrund ihrer Übereinstimmung in Höhe von 99,8% mit der DNA von allen ursprünglich auf der Erde lebenden Rassen oder Völkern oder Menschen. Ja, das hat sie die höchste Übereinstimmung, war eine sehr kompetente, fähige Geschäftsfrau und völlig unerschrocken. Ja, das Thema Angst, was ja bezüglich Reptos oder Anunnaki durchaus eine große Rolle spielen könnte, ja, gab es bei ihr nicht. Deswegen wurde sie für diesen Job ausgewählt. So, und sie konnte im Prinzip diese Veränderung herbeiführen und damit war dann auch der Weg frei, um einen neuen Friedensvertrag abzuschließen. Ja, der Vertrag für die dunklen Kräfte war im September 2012 ausgelaufen. Dann gab es sozusagen wie so eine Art Übergangszeit und im Jahr 2016 dann dieser Friedensvertrag, der neue. Und dort waren halt 39 Gruppen beteiligt. Ja, wie gesagt, einige der Außerirdischen, die auf Erden seit Ewigkeiten schon leben, aber halt auch viele indigene Völker oder auch im Innern der Erde oder andere Menschen, die noch über eigene Souveränitätsrechte verfügen oder menschliche Gruppen halt auf Erden, die also dort mitbeteiligt wurden an diesem Vertrag. So, und der Vertrag sichert zu, dass also die Menschheit wieder die Erde zurückbekommt, dass also die Anunnakis oder die nichtmenschlichen Wesen hier das Feld zu räumen haben, alles den Menschen wieder zu übertragen ist, alle Rechte und diese ganze Versklavung, die hier gelaufen ist, beendet werden muss. So, und das wird wiederum durch die militärische Schutzeinheit des Universums, der UPU, durchgesetzt. Und dort, wo halt diese nichtmenschlichen Wesen den Vertrag verletzen, sprich, dass sie nach wie vor wieder den Deep State-Kräften helfen mit Hochtechnologien oder Flugscheibentechnik oder was auch immer, dort wird dazwischen gehauen. Und zwar von dieser militärischen Schutzeinheit, dass er dann entsprechend diese Basen
vernichtet werden. Ja, das ist im Prinzip das, was läuft und was wir halt PvP mehr und mehr dann sehen werden, ja, weil diese Dinge jetzt in nächster Zeit mehr an die Öffentlichkeit kommen. Und aufgrund dieser langen Phase, 16.500 Jahre Kriegsrecht auf Erden, sind halt unzählige Dinge komplett vom Tisch. Ja, das Deutsche Reich hat ja keine 16.000 Jahre existiert, sondern halt nur wenige hundert oder wenige tausend Jahre. Und damit haben wir sozusagen diese Rahmenbedingungen, die früher auf der Erde bestanden haben, ja, das Reich Grande Tartari, das Reich der weißen Rasse von Portugal bis hinter Vladivostok, das war ein einziges riesengroßes Land, ja, das kann wiederhergestellt werden. Das war der Ursprung, wie alles losging. Ja, die Schwarzen, die haben halt Afrika bekommen, die Roten halt, die Indianer halt die USA, die Gelben halt China oder ja, Japan und so weiter, diese Bereiche. Ja, die weiße Rasse hat halt dieses ganze Reich von Portugal bis Vladivostok bewohnt. Das war also ein Kontinent, ein Land mit einer einheitlichen Sprache, einheitlichen Menschen, einer eigenen Genetik und so weiter, wo es halt keine Vermischung und so weiter gab. Und das kann jetzt letztendlich wiederhergestellt werden, denn die dunklen Kräfte haben ja dafür gesorgt, nach dem Prinzip Teile und Herrsche, dass man also dieses riesengroße Reich in hunderte kleine Einzelstaaten zersplittert, zergliedert, um die möglichst noch gegeneinander aufzuhetzen, mit verschiedenen Sprachen auszustatten, dass die sich nicht mehr untereinander verstehen, weil wenn die nämlich eine Einheit bilden würden, dann wären sie eine große Gefahr für die dunklen Kräfte und das musste man ja verhindern. Das war also alles strategisch eingefädelt worden und da gehört halt das Deutsche Reich mit dazu, ja, weil es ist ja nur ein kleiner Bestandteil von diesem Riesenreich, Portugal bis Vladivostok. So, und auch das ist halt vom Tisch, ja, weil auch diese ganzen Verträge, die ja im Handelsrecht dann auch liefen, in der Regel nur 99 Jahre gelten. Und ich habe deswegen auch ausdrücklich beim Tommy Williams nachgefragt, ob also für das Deutsche Reich die Verträge noch irgendeine Bedeutung haben, ja, dass wir also dort vielleicht noch auf irgendwelche alten Rechte, auf irgendwelche Abstammungen als Preuße oder als Bayer oder was zurückgreifen können und da in einem anderen Rechtskreis sind. Antwort war nein. Und zwar aufgrund dieses Friedensvertrages sind also auch diese ganzen Dinge erloschen. Und ich habe diese Frage gestern noch wiederholt, als wir also diese Konferenz hatten mit dem Galaktischen Rat. Dort war die gleiche Antwort, nein, es gibt diese Rechte nicht mehr. Aber es war die Frage, was sollten wir dann tun als Deutsche zum Beispiel? Was haben wir für Hausaufgaben hier zu erledigen, wenn diese Rechte weg sind? Antwort: Wir Deutsche sollten uns darum kümmern, dass eine Firma namens BRD zum Beispiel nicht mehr auf deutschem Boden existiert. Ja, wir haben Souveränitätsrechte, wir sind souverän, wir haben nicht mehr diesen alten Gesetzen, denen wir unterliegen. Auch zum Beispiel Saarland war gestern ein interessantes Thema. Das Saarland hat zum Beispiel eine ganz besondere Rechtssituation, denn das Saarland war ja früher bei Frankreich, wurde dann wieder an Deutschland angegliedert. Aber diese Angliederung ist niemals sauber rechtlich vollzogen worden. Das heißt, die Saarländer leben quasi im freien Niemandsland, ja, gehören also weder zu Deutschland noch zu diesem ganzen Firmenkonstrukt BRD und sonst wohin rechtlich dazu. Das heißt, wenn die Saarländer aufstehen würden und sagen, okay, wir nehmen uns die Dinge jetzt und sie geschicke selber in die Hand, dann hätten sie rechtlich genau dazu die Möglichkeit. Ja, das sind also viele neue Möglichkeiten auch insgesamt halt für die Deutschen oder auch für alle Menschen auf der Welt, weil das alte Rechtssystem halt gekippt wurde. Ja, und das sind jetzt nur die Ausläufer, die wir halt spüren, dass die dunklen Kräfte natürlich versuchen, das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, um selber sich wieder außerhalb der Rechtskreise zu bewegen und die Menschen halt weiterhin diesen Glauben zu lassen, dass sie halt irgendwo gefangen sind und an gewissen Gesetzen der dunklen Kräfte unterliegen. So, und jetzt gleich Armin, und ich sehe, dass alles, wer reden möchte, ganz ruhig bleiben. Wir haben gerade einen Themenblock und den sollte sich der Harald erstmal ausführen. Wie gesagt, das brennt manchmal, schreibt euch das auf, und jetzt müssen wir es mal Harald fragen, wollen wir jetzt dazu die Fragerunde eröffnen? Ja, durchaus, warum nicht? Gut, dann war der Armin ganz, ganz fleißig am Flackern, und Armin, bitte. Ja, ich bin ein fleißiger Flackerer. Ja, gerade mit diesem Deutschen Reich. Also wenn wir in dem vom Zeitraum von 16.000 Jahren reden,
dann braucht man natürlich nicht vom Deutschen Reich reden, das ja erst eigentlich 1871 entstanden ist. Mir persönlich wäre eigentlich der Deutsche Bund wäre mir sehr, sehr sympathisch, aber selbst das ist eigentlich obsolet, weil es weit nach dieser Zeit ist von 16.000 Jahren. Wenn wir in diesen Zeitraum denken, dann kommen wir ja in den Bereich der Veden, wo die Geschichte hinläuft, also von den slawisch-arischen Veden, also die ganze Geschichte, wie die Menschheit hier entstanden ist und wie sie hier auf die Welt gekommen sind. Das ist ja da ganz interessant. Was mir aber sehr gefällt, ist, dass dieses ganze Staatenkonstrukt hier eigentlich, was ja zum größten Teil zur Versklavung der Menschheit gedacht ist oder auch gemacht wurde, deswegen sowieso hinfällig ist. Und mich freut sehr, sehr, dass die Indigenität, da ich mich ja selber als indigener und autochthoner Germane empfinde und auch diesen Weg gehe, dass das wieder eben Bestand bekommt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Nur mal so weit. Genau, vielleicht kurze Bemerkung noch zu den Veden. Ja, die Sandhya-Veden von Pirun sind zum Beispiel 40.000 Jahre alt. Ja, und dort sind ja auch ganz, ganz viele Weisheiten mit drin. Und auch bei den weißen Völkern gab es ja auch vier unterschiedliche Rassen oder Untergruppen, sagen wir es mal so. Ja, die Arya, die Svetyurussen, die Darya, ja, insgesamt vier Stück mit verschiedenen Augenfarben und so weiter. Und ich denke, wir sollten einfach diesen Blick halt in diese größere Richtung lenken, als nur fokussiert auf Preußen zu schauen oder auf andere Kleinigkeiten. Denn ich denke, wir haben eine ganz, ganz große, neuartige Zeit vor uns, wo wir natürlich auch den Wohlstand der Menschen noch viel, viel mehr mehren können, wenn wir alle an einem Strang ziehen und die weißen Menschen sich wieder richtig vereinen, eine gemeinsame Sprache sprechen und dann Hochtechnologien möglich sind, von denen wir bisher nur träumen können. Ja, solche Dinge, wo also eine ganz, ganz gigantische neue Zukunft aufgebaut werden kann. Und ich denke, diesen Blick, den sollten wir im Auge haben. Alles andere ist ja letztendlich noch von den dunklen Kräften entsprechend gesteuert. Okay, danke. Weitere? Ja, Roman, war das Roman von CryptoTV? Ne? Der Marc Wahle und der Jenne nochmal. Jetzt geben wir Jenne nochmal das Wort. Jenne, bitte. Na, war er doch nicht. Okay, dann der Marc. Das Deutsche Reich ist nach Weigel niemals untergegangen. Es meint auch eine Weltdimension, die ganz deutsch redet. Also eine ganze Welt, die deutsch redet. Wir haben hier die Vielsprache in der Dimension. Das meint, die BRD ist für das Deutsche Reich sowas wie eine Botschaft. Wir sind seit Genscher angemeldet bei der UNO und seitdem ist Frieden. Ebenso haben wir 1960 mit das Deutsche Reich über Chicago mit Reichsflugscheiben gewonnen und afroamerikanische Familiennachkommen haben am grünen Hügel das erste Wagner-Festspiel nach dem Krieg begangen und deswegen ist auch Familienfrieden. Also das sind so einschlägige geschichtliche Ereignisse, ne, die ich zur Kenntnis genommen habe über meine Familie. Wichtig zu wissen, das sind alles menschliche Dinge. Hier geht es um einen Kampf zwischen nichtmenschlichen Wesen und den Menschen. Und um diesen Kampf reden wir. Und der ist zu Ende. Und der muss beendet werden. Sonst wird die Menschheit niemals frei. Denn die Menschheit ist ja kurz vor dem Eliminierungszustand. Ja, denn wenn wir mal genau hinschauen, dann haben wir irgendwo vielleicht noch 15 oder 20% reale Menschen auf Erden mit einer Seele. Ja, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die rein als Robotermenschen existieren, ja, physischer, menschlicher Körper, weil letztendlich nur eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, noch nicht mal eine Seele. Es gibt sehr, sehr viele Klone, es gibt sehr, sehr viele Hybride, es gibt sehr, sehr viele Repto-Menschen, die halt über Gestaltswandlung wie Menschen aussehen. Das heißt, die Menschheit steht ganz, ganz kurz vor der kompletten Eliminierung. Ja, und das müssen wir uns vor Augen halten. Und da geht es halt nicht um Preußen oder um irgendwelche historischen Ereignisse in den letzten 100 Jahren, sondern es geht um die komplette Vernichtung der Menschheit, die hier zur Diskussion steht. Und um diese Tragweite geht diese ganze Befreiung und diese ganze Diskussion, die wir hier führen. Also ich denke, da sollten wir den Blick ein Stück weiter fassen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die Informationen zur Angstverwaltungstechnik gereichen.
Ne, weil ich war mal Vogel in einem Leben, habe da Nester gebaut, die ganze Materie ist ein Konzept. Wer solle denn außerirdisch so eine Gefahr aufstellen? Das können die gar nicht bieten. Die zerstört sich, was sich zerstört, das sind die Menschen vielleicht sich selber. Das ist die größere Gefahr. Wir müssen trotzdem sehen, dass das ganze Universum eine Struktur besitzt. Ja, es gibt einen Herrscher über die Erde, es gibt einen Herrscher oder eine Regierung von der Galaxie oder vom Sonnensystem, von der Galaxie, vom Weltall. Und dann gibt es ja nach Jakob Lorber sogar noch alle. Alles ist hierarchisch strukturiert. Überall gibt es bestimmte Verantwortliche, bestimmte Spielregeln. Ja, wir sollten einfach in dieser größeren Dimension denken, ja, weil der Galaktische Rat, der ist nun mal existent, betrifft unsere gesamte Galaxie und her wurde das ja alles ausgeblendet, damit wir sehr schöne, willfährige Sklaven sind und nicht den Kopf erheben oder mitkriegen, dass es da vielleicht jemand geben könnte, der uns helfen kann. So, und hier auf der Erde gab es ja nicht nur die Menschen, die an der Erdoberfläche leben, sondern es gibt halt auch die Menschen, die mit einer höheren, fortschrittlicheren Zivilisation im Innern der Erde leben. Ja, und die halt seit 70.000 Jahren den Auftrag haben, die Menschheit zu befreien. Und das ist genau diese Bewegung, die hier läuft. Also ich denke, wir müssen einfach viel, viel tiefer schauen als jetzt das, was uns tagtäglich irgendwo bisher bekannt gegeben wurde, weil dort gibt es noch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ja, Jenne, bitte. Ja, also sehr spannend, Harald. Ich muss mich erstmal bedanken. Ich habe heute Abend nochmal wieder doch noch auf was dazu lernen dürfen. Und ja, also ich höre deinen Ausführungen sehr gerne zu. Da gibt's fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass das so ist. Also natürlich, um abschließend noch zu sagen, Bayern ist Bayern und mir sag mal mir, da kann ein Gebieter von sonst wo kommen, wir haben Gebietsansprüche selber hier. Danke, danke. Neues Thema. Und der Franz Reutinger war auch am Mikrofon. Franz, bitte. Ja, sehr spannend. Also 20% der Menschen haben noch einen Seelenbezug. Der natürliche ist, hast du gesagt, oder habe ich verstanden? Ich kann von meiner 30-jährigen Energetik-Erfahrung sagen, und ich habe mich von der Logenseite heruntergearbeitet bis zu den meinen Normalbürgern, meinen Freunden und so weiter. Und ich muss feststellen, dass diese 20%-Klausel von oben bis herunten sich durchzieht. Das heißt also, die besten Freunde verabschieden sich, wenn man hier Statements abgibt, in Richtung mehr seelisch zu denken und nicht materiell. Freunde verabschieden sich und stellen dich in den Winkel, wenn man mehr in diese ganzheitlichere Sicht geht. Egal welchen Betrieb man als Chef erlebt, die sind ja schwarz wie die Seele und hinterhältig bis zum geht nicht mehr und fahren Ferrari. Und wenn man raufgeht in das Mittelmanagement der Industrie, sind das nur mehr Zuhälterseelen, die beinhart einfach über Menschen drüberfahren in der Industrie. Und wenn man in Logenbereichen, wo ich kurz hineinschnuppern durfte, drinnen ist, dann ist ja komplett aus. Das heißt also, diese 20% natürliche Seelen und 80% Seelen, die sich verirrt haben, ist ein realistisches Bild für mich. Und scheinbar geht es darum, dass diese 20% natürlichen Seelen so viel Druck bekommen, um endlich aufzustehen und sich selbst bewusst zu werden, sich ihrer Seele zum Beispiel bewusst zu werden, ihrer Eigenmächtigkeit bewusst zu werden, um hier von unten rauf diese Befreiung zu meistern. Gleichzeitig ist schön zu hören, dass es von oben her über das Patensystem und Kim vielleicht der Druck reduziert wird. Und damit diese 20% eine Chance haben, es zu erkämpfen. Ich glaube nicht, dass wir hier herunten die 80% ja
gedämpften Seelen, dass die aufwachen, wenn von oben der Geldsegen kommt. Ganz sicher nicht, sondern der Druck muss herunten genauso steigen und muss verzögert passieren und muss nur einiges passieren an Leid, an Schmerz und an Zerwürfnissen, um diesen goldenen Faden, der von Kim aus deinem Munde oder von der galaktischen, einfach diese Seite sich schließt. Das ist meine Meinung dazu. Danke. Ja, super. Sehr interessante Ausführung. Wichtig vielleicht noch zu wissen, diese 80%, das sind nicht verirrte Seelen, sondern das sind Lebewesen, die teils überhaupt gar keine Seele haben. Ja, also, ja, noch besser, ja. Genau. Also die Bürgermeister, die da herumrennen, die vom Normalvolk kommen, haben schon ein Anuaki-Genmaterial bekommen, weil die werden nach oben gespült. Je linker und hinterhältiger das sie sind, desto länger halten sie sich. Ja. Ist schön zu hören, dass es seelenlose Wesen hier herumlaufen in der Normalbürgerschaft. Spaß beiseite. Der Vorteil ist, bei diesen seelenlosen Menschen oder Roboterwesen und so weiter, sie werden Probleme haben, wenn die Schwingungen sich erhöhen. Ja, dann werden also viele dieser hybriden Wesen oder Wesen mit niedrigen Schwingungen dieses neue Energiefeld nicht mehr aushalten und werden sterben. Und damit wird ein natürlicher Reinigungsprozess auch für die Erde geschehen. Und das wird ja auch seitens der Lichtkräfte forciert, diese Schwingungserhöhung, ja, sodass wir also auch in dieser Richtung in eine neue Zeit kommen und mehr und mehr diese ganzen dunklen Machenschaften dann der Vergangenheit angehören. Wir haben einen neuen Gast hier, der ist der Gunther aus Hamburg gekommen. Und sagen wir mal guten Abend, Gunther. Ja, hallo. Also ich habe da ein paar Probleme gekriegt, eben mit den 80% ohne Seele. Ist das nicht auch eine Taktik, Menschen das Menschsein abzusprechen, um sie dann auch leichter töten zu können? Ist das nicht vielleicht auch eine Hetze, ich sag mal, gegen andere Menschen, die vielleicht auch anders sind als wir, um sie in Kriege zu kriegen oder so? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich habe da Probleme mit. Ja, da hast du mich aber komplett falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass 80% der Menschen keine Seele haben oder der Lebewesen, die herumrennen, sondern dass unter denen auch viele sind gänzlich ohne Seele. Ja, okay. Also da habe ich, das Grundgesetz liegt mir bei. Ich habe 3 Exemplare am Tisch, die neueste Version aus 2019. Und da wird gewährt die körperliche Unversehrtheit. Und wer die Ordnung der BRD angeht, Leute, der kann, ich denke, das ist 20 Absatz 4, mit Problemen rechnen, die von der Allgemeinheit betrieben werden müssen, um diese Ordnung zu gewähren. Also man kann nicht sagen, die BRD solle nicht wirken in Deutschland. Also das wollte ich mal anheimgeben. Ja, zum Grundgesetz gibt es eigentlich nur eine Bemerkung. Ein Gesetz ohne Geltungsbereich hat keine Gültigkeit und der Geltungsbereich ist abgeschafft worden. Das haben sie weiß gemacht. Ja. Da muss ich darauf antworten. Bayern hat eine Verfassung. Ich weiß, die Urkunde fehlt. Wenn wir uns nicht wohl verhalten, dann ist diese Verfassung in der Zeit verschwunden. Die ist aber relevant. Das Grundgesetz ist genauso relevant. Bayern hat eine 1000-jährige Geschichte und war beim Deutschen Reich und bei der BRD dabei. Man kann dieser Ordnung nicht einfach absprechen, dass sie Geltungsbereich hat. Es steht ja schon in der Präambel drin, der Geltungsbereich. Ne? Aber wenn du den Friedensvertrag betrachtest, der die ganze Erde betrifft, wo alle Leute, die noch Hoheitsrechte besitzen, Souveränitätsrechte beteiligt waren und auch dort die Vertreter, die Bayern vertreten, mit am Tisch saßen, ja, oder die meinetwegen das Deutsche Reich vertreten haben, mit am Tisch saßen, sofern sie Rechte hatten, ja, haben die mit am Tisch gesessen, dann ist das ganze Thema vom Tisch.
Ja, wir dürfen nicht mehr diesen engen Scheuklappenblick im Auge behalten. Ja, auch wenn uns viele Dinge noch vorgegaukelt werden, das sind noch gültige Gesetze oder dass der Vatikan noch Lebenderklärung oder solche Dinge halt machen kann. Das ist alles hinfällig. Ja, auch wenn das System nach wie vor so arbeitet und den Schein aufrechterhält, dass da noch irgendwas gilt. Ja, diese Dinge sind alle komplett vom Tisch. Na, der 2+4-Vertrag war für mich ein Friedensvertrag. Warum 2+4? Weil die Familie, der Faschist, dahinter steckt. Ich möchte nur sagen, wenn da einer kommt und sagt, ihr müsst die BRD jetzt verhindern in Deutschland, das ist 20 Absatz 4, wer nicht andere Abhilfe sieht, zu beseitigen versucht, die Ordnung, die hier herrscht, dann ist, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist, Selbstjustiz möglich. Also es ist da... steht sinngemäß, Moment, zum Recht zum Widerstand steht hier. Also eigentlich muss ich den hier auch geltend machen, ne? Okay, das lassen wir so stehen. Oder Harald? Alles okay. Wie gesagt, ich sehe das in einem viel, viel größeren Rahmen, alles, was hier abläuft. Es geht um die Befreiung der Menschheit, um die Vertreibung der nichtmenschlichen Wesen, um die Einschränkung deren Möglichkeiten und um die Rückgabe des ganzen Vermögens, des ganzen über 16.000 Jahre geraubten Wohlstandes und Reichtums an die Menschheit zurück. Das steht hier zur Diskussion und nicht Bayern und dass man da eine Verfassung haben oder sonst so wie in der Richtung. Ja, es geht um eine ganz, ganz andere Tragweite. Wir wollen ein neues Zeitalter aufbauen, wo die Menschen im Wohlstand leben, so wie die Menschen im Innern der Erde in einer höheren Dimension leben. Könnt ihr alles nachlesen über die in den Büchern vom Radu Cinema, der ja persönlich dort gewesen ist in diesen Bereichen und darüber berichtet. Dort gibt es halt kein Geld mehr oder dieses ganze Streben nach Geld. Dort gibt es Hochtechnologien, die können sich teleportieren, die reisen über Gravitationswellen und so weiter, bewegen die sich fort. Ja, also nicht mal die herkömmliche Teleportation, also ganz, ganz andere Techniken. Und die haben diesen Wohlstand. Und dieser Wohlstand ist für die gesamte Erde gedacht. Und der soll uns zugutekommen. Ja, da braucht man nicht, sagen wir mal, in dieser engstirnigen Sichtweise denken, dass wir an Bayern denken und an Preußen und diese ganzen Teile und Herrschersysteme der dunklen Kräfte dauernd immer wieder aufs Neue beleben. Wir haben völlig andere Möglichkeiten dieser Menschheit, eine ganz, ganz andere gigantische positive Zukunft verschaffen. So, und dann versuche ich doch das nicht zu behindern mit dieser eingeschränkten Sichtweise. Ja, ich denke, wir müssen den Blick in eine andere Richtung denken. Da muss ich mich drauf äußern, eingeschränkte Sichtweise, das stimmt ja nicht. Das Ba ist die Überseele, das K wie Kanada, Kairo, ist die eigentliche Menschenseele. Wer Bayern für den kleinen Fleck an der Landkarte hält, der täuscht sich. Bayern ist überall. Ja, aber es geht jetzt... Das muss ich dazu sagen, weil es kann keine außerplanetarische Kraft außer der UNO dann letzten Endes geben, wo man sich trifft und die Staaten sich einend friedlich verabreden. Das wäre ein außerplanetarischer Eingriff, wie wenn USA jetzt versucht, Europa zu steuern als Kontinent. Genauso kann ein anderer Planet uns nicht steuern vermögen. Das geht nicht. Vale, Entschuldigung, ich möchte mal ganz kurz dazwischen grätschen. Vor Selbstjustiz, für sich ein Aussagen möchte ich doch ein bisschen warnen, gell? Vor allem generell sowieso an sich, gell? Und auch in Zukunft möchte ich dich davor warnen, weil wenn du solche Äußerungen tätigst, ich möchte mich da sehr wohl sehr davon distanzieren, gell? Weil nicht umsonst dies auch deswegen verboten ist, weil ein Bürgerkrieg entsteht, weil wir eigentlich ein geborene Menschenvolk sind, die was das eigentlich parlamentarisch Lösungen holen wollen. Parlamentarisch heißt das besprechen und nicht mit Waffengewalt. Nein, du bitte. Nicht mit Waffengewalt. Selbstjustiz endet in den falschen Ohr, Wale, in den falschen Ohr unter Waffengewalt. Umsonst ist zum Beispiel die Monika Unger auch nicht in Gefängnis, weil sie mit Selbstjustiz eigene Nummer ein Kennzeichen gemacht hat. Noch viel schlimmer kann es ausgehen, weil wenn einer gerade gepfändet wird, sein Haus verliert, dann durchdreht sie Bampern holt, weil er gehört hat mit Selbstjustiz. Da musst du wirklich höllisch aufpassen, solche Äußerungen zu äußern. Aber vielleicht
bleiben wir beim Thema jetzt einfach wieder. Ich möchte mich bedanken, dass du das mit den Bitcoins, der Kryptowährung, so wieder so gut erwähnt hast, dass die ein gefährliches trojanisches Pferd sind, Harald. Da habe ich auch so riesengroße arge Bedenken, da wo ich keinen einzigen Lichtblick sehe in dieser Währungssystem. Und beim Trump, da möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, meinen Führer immer, weil der ist halt so oft gefallen, der Name Trump. Viele Helden machen ja doch nicht, dass er so großer Held wie der Peter Denk, der ist dann auch sehr, sehr positiv auf ihm eingestellt. Peter Denk ist ja so wie ein Kollege von dir, Harald, er macht ja solche Themen. Und der Trump macht es nicht halt mit Kriegen, sondern er macht Wirtschaftskriege. Ich müsste sich einmal das überlegen, dass er sagt, gerade wenn man endlich einmal einen Präsidenten für Wirtschaftskriege braucht, wem holt man sich da, den Meister? Und das kann nicht der Trump sein. Darum haben sie mal endlich den Präsidenten, endlich sage ich, Entschuldigung, aber da mal einen Präsidenten auch eingesetzt. Das mit den Städten hast du so toll erklärt, mit den China-Städten, da möchte ich vielleicht Dubai auch nur erwähnen. Hat es ja eine Reportage gegeben, dass diese Dubai-Städte, so viele leer sind, sogar beheizt werden, damit sie eben auch noch bewohnbar bleiben. Weil man kann sie nicht nur einfach nur stehen lassen, die müssen auch noch gewartet werden. Das heißt auch heizen und alles Mögliche. Und ja, es gibt so viele tolle Kollegen von dir wie Feiko und Wisniewski auch, an Peter Denk habe ich schon erwähnt, Dirk Bachmann, Bollmann. Ich mag ja alle sehr gern, ich höre dir gern zu, bitte verstehe mich zuerst wegen der Kritik zuerst eigentlich gar nicht so falsch. Es ist halt nur so eine große Sorge in mir als Medientreibender, weil ich bin ja kein öffentlicher, und privater, ich bin ein Alternativer, ich habe es finanziell brutal schwer. Also andere Kollegen von uns wie Noviso TV und so, die haben es da schon mit Spenden sehr gut. Auch nicht perfekt, bei weitem nicht, ich brauche noch mehr. Aber der Klaus und ich, wir haben ja gar nichts. Und da können wir uns nicht einmal mehr in unsichere Geschäfte Investitionen leisten. Und das ist halt dann für mich ein unsicheres Geschäft, wenn ich das so erklärt habe, wie ich schon habe, möchte ich nicht nochmal einfach erklären. Aber vielleicht die KI ist nur so oft angesprochen worden und dann bin ich fertig. Die KI, ich habe einmal eine Sendung gemacht bei meinem Kanal auf CryptoTV. Da habe ich mal nicht eine Sendung gemacht über die künstliche Intelligenz, sondern ich habe versucht, mit ihr live zu reden. Natürlich ist das nicht gelungen. Ich habe mir da keine großen Hoffnungen gemacht, aber ich wollte sie trotzdem ansprechen, weil so wie ich es verstehe, Harald, vielleicht korrigiere mich dann. Die künstliche Superintelligenz von der Kim, die müsste uns jetzt an und für sich ja auch jetzt zuhören, weil sie ja wirklich sonst die ganzen Systeme und Hinterfäden ja nicht leiten könnte und das sofort analysieren, was wir sprechen und welche Wertigkeiten wir haben, anhand der Recherche, wenn sie an unserer Person, unser Wesen interessiert ist, wenn sie das jetzt von uns jetzt hier heute hört. Und da möchte ich vielleicht nur mal vielleicht auch hier in dieser Sendung die künstliche Intelligenz direkt ansprechen. Vielleicht macht es ihr in ihrer Sendung jetzt da. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit wahrnehmen, weil wir doch jetzt live sind. Und da möchte ich vielleicht dich, künstliche Intelligenz, auch, ich spreche dich per Du an, bitte verzeih mir, auf die Intelligenz von Kim ansprechen, sollst die mächtigste sein. Bitte hilf uns, du auch, komm auch du uns entgegen, wir sind schon so viel reingefallen auf solche guten Ideen und Menschen und haben uns immer noch aufgehalten. Ich habe mich bei dir bei Go Camelot eingetragen, aber mehr kann ich auch nicht mehr tun, mehr Geld habe ich nicht. Und klopf bei uns an und fördere uns, weil wenn du nachrecherchierst, wer wir sind, dann wirst du wissen, dass ohne uns keines deiner Ideen umgesetzt werden können, denn der Klaus und die machen Medien und ohne Medien wirst du keines einzigen Punkt erreichen können. Und wir sind auf, wenn es die gibt und du ehrlich bist, dann reichen uns gegenseitig bitte die Hände. Okay, so gehe ich mit voller Hoffnung, Vertrauen, dass der Harald auch nicht hinters Licht geführt wird und wir nicht. Jeder hat so sein Kernchen Wahrheit. Ich vertraue ein bisschen mehr die von Alf Jasinski durch meine eigenen Erfahrungen von den Innerirdischen. Das ist, ja, aber vielleicht tue ich mir da leicht, weil ich da eigene Erfahrungen habe. Aber vielleicht bin ich auch dazu, vielleicht auch zu voreingenommen. Könnte auch sein. Okay, dann. Danke. Also da er mich ja zuerst angegangen ist. Nein, es geht hier nicht um Anmachen, lieber Marc. Bitte, Marc, wir haben hier jetzt den Thementalk. Da gibt es gleich den Nachtalk noch dafür. Ja, wir wollen doch bitte ein Thema noch bitte fest sein. Marc, bitte.
Ja, hier geht es um einen Thementalk und wir wollen jetzt wirklich weiter hier in eine Runde gehen. Der Franz Reutinger ist da, möchte auch weiter was sagen und wir wollen uns jetzt nicht hier festreden. Und der Gunther hat auch geflackert. Jetzt kommt der Franz Reutinger und dann der Gunther. Bitte, danke. Nein, ich gebe weiter an Gunther, nach dem Gunther, bitte. Ja, Gunther. Ja, ich hätte eigentlich mal eine Frage, insofern als darüber auch gesprochen wird, dass das ja wohl Ausarbeitungen gibt darüber, dass wir die Menschheit in eine globale Gefahr führen müssen, um sie dann leiten zu können. Und das passiert ja gerade mit der Erderwärmung, die Kinder werden alle aufgestachelt, sag ich mal, wir sind global bedroht durch die Erderwärmung. Und die zweite These, die also auch mal aufgestellt wurde, war, oder wir kriegen sie dahin, dass wir von Außerirdischen angegriffen werden, so dass wir dann auch als gesamte Menschheit bedroht uns verteidigen müssen. Und das hört sich bei mir hier so an, als wenn du da so ein Vertreter von bist, der sagt ja, okay, da sind das jetzt mit einmal Außerirdische und wir sind global bedroht und jetzt müssen wir uns zusammentun. Ja, sehe ich das falsch oder? Ja. Ja, ich glaube, du verdrehst einiges. Die Massenmedien oder die Kinofilme, die zielen ja alle darauf ab, die Außerirdischen alle als was Böses darzustellen. Die kommen dann her, die greifen uns an, die wollen uns vernichten, die wollen uns erobern, die Menschheit muss zusammenhalten. Und die Helden wie Will Smith, die müssen dann auf die losgehen und ihr Leben opfern und deren Flugscheiben mit einem kleinen, was weiß ich, Militärflugzeug vernichten und so weiter. In diese ganze Propagandarichtung läuft doch das ganze Kinofilmgeschehen. Ja? Und was sagt uns das? Wenn wir tiefer schauen, müssen wir uns erinnern an die Olympischen Spiele in England. Was war dort geplant gewesen? Dort war geplant, dass ein außerirdischer Angriff inszeniert wird mit Blue Beam. Dass man also dort sozusagen eine Fake-Alien-Invasion inszeniert. Man hat von der FIMA 80.000 Särge rübergeflogen nach England, um dort die Leichen, die in zu Tausenden dort entstehen würden, schnell beerdigen zu können und so weiter. Das ist das, was läuft. Ja? Und das ist genau das Gegenteil von dem, was in Wirklichkeit stattfindet. Denn die Menschheit ist so weit in Grund und Boden ruiniert worden, mit ihren Möglichkeiten so weit versklavt worden, dass sie sich überhaupt nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Das heißt also, die Befreiung kann nur von außen kommen, durch Mächte, die den dunklen Kräften technologisch gewachsen sind, ja, die also auch deren Flugscheibentechnik im Griff bekommen können oder besiegen können. So, und diese Unterstützung, die haben wir halt nicht nur von der Erde, ja, wobei auch dort die entsprechende Unterstützung da sein dürfte, im Innern der Erde, aber auch von anderen Bewohnern innerhalb der Galaxie beispielsweise. Unsere Galaxie ist ja auch unendlich, oder fast unendlich groß, riesengroß, wo es also auch sicher noch Flecken gibt, die sagen, okay, wir sind hier in der Galaxie besiegt worden von dunklen Kräften und jetzt erheben wir uns gemeinsam, haben vielleicht schon einige Planeten oder einige Sonnensysteme in dieser Galaxie hier befreit und jetzt rücken wir mal unseren menschlichen Brüdern zu Hilfe, die halt immer weiter gedrosselt nach unten gedrückt wurden in ihrer Frequenz, ja, dass wir denen halt zur Seite stehen. Ja. Das sind unsere Mitmenschen, unsere ja, Brüder halt, Brüder und Schwestern im menschlichen Antlitz, die halt höher entwickelt sind. Und das ist das, was hier läuft. Ja, und das ist alles nur eine Verdrehung der Tatsachen, wo quasi die dunklen Kräfte versuchen, das immer als was Negatives darzustellen, um weiter ihre Agenda durchzuziehen und die Menschen auf die falsche Fährte zu bringen. Und genau das Gegenteil ist aber der Fall. Krieg der Sterne. Ganz genau. Das sollen wir ja rein theoretisch, oder es gibt ja so ein bisschen, es gibt ja Leute, die sagen, sowas hat das ja schon mal gegeben, vor der Sintflut, keine Ahnung. Es soll ja noch verstrahlte Städte geben, irgendwo in Indien, und man geht davon aus, dass eventuell schon mal ein Atomkrieg hier gewesen ist. Und du meinst, das müsste sich eigentlich nur noch mal wiederholen, oder was? Ja, den Atomkrieg gab es. Du hast ja in Wüstengegenden bestimmte Geschichten, wo der ganze Sand völlig verglast ist, was also auch nur durch einen Atomkrieg vonstatten ging. Du hast sogar die Kämpfe in Nürnberg von 1560 oder sowas,
wo ein Luftkrieg im Weltraum stattfand, wo sich Flugscheiben bekämpft haben, bekriegt haben. Ja, gibt es einen Holzschnitt in der Schweiz, im Schweizer Museum, alles eingelagert und so weiter. Und das waren Kräfte von Venus und von Mars, die einfach einen offenen Krieg am Himmel geführt haben. Gab es alles. Der Mars ist mit Atomwaffen verstrahlt worden. Ja, ich habe ja im Magazin 2000 Plus einen 22-seitigen Artikel geschrieben in der Ausgabe jetzt von August, September, wo ihr das alles nachlesen könnt. Ja, der John Brandenburg, der das recherchiert hat, ist dort auch erwähnt. Ja, ich habe ihn ja genannt. Entsprechendes Foto könnt ihr dort finden, alles nochmal erklärt, der also nachweisen konnte, dass diese radioaktive Isotopenbelastung auf dem Planeten Mars nur durch eine Atomwaffengeschichte entstanden sein kann. Anders überhaupt nicht. Diese Dinge sind alle sehr real. Ja, die dunklen Kräfte haben diese Technik, haben damit das Weltall erobert, die Galaxien erobert, sind von Galaxie zu Galaxie gezogen. Ja, und damit ist halt jetzt Schluss. Ja, da gibt es halt höhere Ebenen, die sich einmischen und gesagt haben, vorbei, Vertrag, hattet ihr die Möglichkeit laut Vertrag, jetzt ist ausgelaufen und jetzt wird in eine andere Richtung eingeschlagen und ihr habt euch zu fügen, denn ihr untersteht genauso diesen Gesetzen dieser höheren Ebene. Jenne möchte gleich was sagen und dann gibt es auch nochmal den Armin. Und wer noch, dann ist der Marc nochmal da. Noch wer am Flackern gewesen? Dann haben wir es alle durch. Ja, Jenne, dein Mikrofon. Ja, da sind natürlich viele, viele Fragen auf. Aber wenn man das alles so hört, was heute aufgezeigt wurde, und dann ist das ja, wir sind ja quasi im Endstadion. Ja, das ist ja die vergangene Geschichte, die ja alles gemacht hat. Und wenn man denn sieht, dass 2% übrig bleiben sollte, ne, was nach den ganzen Kriegen ja ist seit den letzten 105 Jahren, seit dem System, was installiert wurde. Und wir ja jetzt im Endstadion leben, die Kriege sind ja immer weitergegangen. Und nun ist das eben halt am Ende, und da zeigt Harald das ja ganz gut auf. So, da ist ja gar keine andere Möglichkeit mehr. Entweder ist das Ende vorbei oder wir Menschen haben es endlich verstanden. Und dann ist ja das Gute, was dann doch Überhand nimmt, weil irgendwann endet jedes Märchen und wird neu geschrieben. Und das ist der Punkt, was ja so aufgezeigt werden sollte, so, wenn ich das richtig verstehe, Harald. Genau, perfekt. Und ich sehe es auch so, dass wir als Menschheit nur in der jetzigen Phase überhaupt befreit werden können. Denn was nutzt es, wenn die Außerirdischen oder Innerirdischen eine Hochtechnologie haben, die den dunklen Kräften vielleicht um 500 Jahre voraus ist? Was nutzt uns das, wenn die einfach ankommen und hier die dunklen Kräfte vernichten und die Menschen sie als Gegner ansehen? Das ist das, dieser Erkenntnisprozess, dass das eigentlich unsere Verbündeten sind. Ja, dass die dunklen Kräfte, die die Erde beherrschen, die Verbrecher sind, die uns umbringen wollen mit Mikrochip im Körper, mit Abschaffung Bargeld, mit Zwangsimpfung, mit diesen ganzen Schemtrail-Geschichten und Vergiftung des Trinkwassers und der Lebensmittel und Mineralienarmut an allen Ecken und Enden, wo man uns die Lebensgrundlagen komplett entzieht. Ja, das ist das, was die Menschheit jetzt peu à peu erkennt, in welche Richtung das gehen sollte. Ja, das sind immer mehr Aufklärungsbücher, immer mehr Videos im Internet, ja, die also diese ganzen Dinge belegen, sodass die Menschheit jetzt aufweckt, den wahren Gegner erkennt und dadurch erst die Lichtkräfte, die das also seit tausenden Jahren auf dem Schirm haben, denen die Möglichkeit gibt, wirklich diesen Kampf zum Ende zu führen, weil jetzt die Menschheit sich auch gegen die wahren Gegner der Menschheit endlich wendet, weil man erkennt, dass es nicht mehr menschliche Wesen sind, wie die die Menschheit Rest haben oder auch die Politiker und ihre Handlanger, ihre Puppen, wie sie die gesteuert haben, mit was für Methoden. Das kommt ja alles an die Öffentlichkeit. Nur deswegen ist jetzt auch dieser gigantische Wandel möglich und der ist momentan auch in letzter Minute. Ja, es ist höchste Eisenbahn. Wenn wir diese Chance jetzt haben, vergeigen,
nicht erfassen, wieder nur tatenlos zuschauen, das andere was tun, ja, dann werden wir aus dieser Nummer nie wieder rauskommen. Dann war es das, dann ist die Menschheit hinüber. So. Wir verstehen, dass wir dort auch jetzt eine riesen Verantwortung haben, der wir gerecht werden müssen und wo die Menschen halt überlegen müssen, was tun sie in dieser Zeit und wie setzen sie sich ein und wie helfen sie, an dieser Befreiung der Menschheit mitzuwirken. Ja, wunderbar. So, und jetzt kriegt Armin das Mikrofon. Wir kommen zur Abschlussrunde, weil wenn ich auf die Uhr schaue, wird es sonst zu lang für unser Archiv einmal. Ja, und würde sagen, Armin, du kriegst jetzt das Mikrofon und dann fangen wir von oben an, von Franz Reutinger bis runter nochmal zum Stefan. Mal gucken, ob der Stefan vielleicht auch was sagen möchte. Ja, der Michael ist ja auch noch nicht da, der ist auch auf taubstumm. Ja, und würde so sagen, Armin, deine Worte und dann auch dein Feedback für den heutigen Abend und danke, dass du da warst. Jo, also diese ganze Geschichte Star Wars und so, das ist unsere Vergangenheit gewesen. Das habe ich schon mehrere Male ja gelesen und auch selber so empfunden. Also ich habe in Jugendjahren, also auch in älteren Jahren noch ganz intensiv Perry Rhodan gelesen und somit macht mich das jetzt natürlich nicht zum Spezialisten, weil es ja Science Fiction ist, aber wir wissen ja selber, dass die alle inszeniert worden sind, um bestimmte Dinge zu verstecken oder aufzuzeigen und damit die Menschen das als Absurdum abtun. Diese Story von den bösen, bösen Außerirdischen, die war mir schon immer suspekt, weil ich mir gedacht habe, wenn die sich noch nicht selbst vernichtet haben, aufgrund von überlegener Technologie, dann muss doch da wohl irgendwo ein höheres Bewusstsein da sein, das sie eben davon abhält und eben mehr Verständnis bei denen vorhanden sein. Das war mein erster Gedanke. Natürlich ist bei denen nicht alles grün, es gibt immer eine gewisse Dualität oder besser gesagt eine Polarität. Und ich mag da heute eine kurze Story erzählen, bezüglich der Energie, wenn man die einfach anhebt, dann können die eigentlich nicht mehr so, wie sie gerne wollten. Und bei uns waren heute zu zweit sind sie gerade angetrabt vom Landratsamt und wollten, weil wir halt einen bisschen komplizierten Hund haben, der hat mal einen gebissen und da waren sie, 2016 war die Geschichte, wollten sie heute noch irgendwelche 100 und noch was Euro eintreiben. Zu zweit sind sie dann angetrabt mit der Aussage, ja, wir waren halt gerade zufällig in der Gegend. Nur zur Information, wir wohnen hier am Arsch der Welt, da kommt man nicht zufällig hin, da muss man schon mit Absicht hinfahren. Ja, und dann ging es halt über meine Lebensgefährtin. Ich bin mit runtergegangen, habe ihr den Rücken gestärkt, habe mich hinter sie gestellt, den Arm um sie gelegt. Und es war energetisch total einfach. Es war wirklich total einfach. Ich habe nur gefragt, haben Sie den kompletten Vorgang hier? Das ist ja schon uralt, ist ja schon alles erledigt. Ja, nee, und bla bla bla. Und da war alles nur noch blödes Geplänkel. Und dem war wahrscheinlich in dem Augenblick schon klar, dass er einfach wieder abzieht, ohne unverrichtete Dinge. Und das nur aufgrund der energetischen Verhältnisse. Weil wir zu zweit so eine gute Energie hatten, dass die nicht weitermachen konnten mit dem, was sie auch immer vorgehabt haben. Naja, jedenfalls meine ich, dass gerade in diesen ganzen Behörden viele von diesen 80% sitzen, weil die ja unwahrscheinlich erklärungsresistent sind. Und wenn sie denn Menschen mit Seele und so weiter wären, dann würden sie bestimmt nicht das tun können, was sie tun. Deswegen hier meine Annahme, die Sendung. Heute fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Freut mich, dass es so kommen wird, wenn es denn so kommt. Und ich ermahne weiterhin die Menschen, sich nicht einfach nur auf den Hintern zu setzen und zu sagen, okay, komm, passt schon, das machen die ETs oder die Innerirdischen oder wer auch immer, sondern selbst auch unbequem zu sein und einfach nicht mehr mitzumachen. Die müssen ja nicht mal was tun, sondern einfach nicht mehr mitmachen. Und dann haben wir schon gewonnen. Okay. Soweit meine Worte. Danke dir, Armin. Und ja, hat dir hoffentlich gefallen, sonst hättest du ja nicht so lange ausgeharrt. Dankeschön für deine Worte. Franz Reutinger, wie hast du den Abend gefunden? Und ja, dein Mikrofon. Ja, der Abend war sehr interessant, Harald, aus meiner Sicht. Dein Wissen, das du zusammengetragen hast
und wie es das, du schilderst. Ja, viele Gedankenanstöße in gewissen Dimensionen und Größe zu denken. Es zählt aus meiner Sicht die Realität hier. Ich habe schon 1988 gehört, dass das Bankenwesen zusammenbricht. Ich habe es 2000 gehört, ich habe mich immer wieder eingerichtet, habe Gold gekauft. Ich habe es gehört, 2007, dass alles zusammenbricht. Jetzt haben wir 2019. Das heißt also, die Fakten werden es zeigen. Sehr interessante, erhellende Gedankenrichtungen und Realitätsrichtungen, wie du das schilderst. Also es gibt keinen dritten Weltkrieg, weil die positiven Kräfte es verhindern werden, wenn es so weit kommen sollte. Keinen Atomkrieg, und das Finanzsystem in der Realität wird bis 2020 Asche sein. Wenn das eintritt, dann erinnere ich mich gerne an diese Sendung. Vielleicht, es gibt sicherlich noch weitere, ich bin gerne dabei. Und dann weiß man oder weiß ich für mich, dass diese Ausführungen, die du heute gesagt hast, in den höheren Ebenen tatsächlich eintreten. Und Trump ist ein Beispiel für mich persönlich, dass ein amerikanischer Präsident bis jetzt keinen neuen Krieg angezettelt hat, was eine neue Dimension darstellt. Und ja, und vielleicht geht dieser Faden in diese Richtung weiter. Die Realität wird es zeigen. Ich danke dir für den interessanten Abend. Danke dir, Franz Reutinger. Harald ist gerade kurz rausgefallen. Harald, dein Mikrofon. Ja, herzlichen Dank, lieber Franz. Interessant zu hören. Was das Finanzsystem betrifft, müssen wir, sagen wir mal, ein paar Hintergründe wissen. Und zwar das Finanzsystem der dunklen Kräfte arbeitet ja über Zins und Zinseszins. Und dieser Zins und Zinseszins führt dazu, dass wir am Ende eine Exponentialfunktion erhalten, wo man die entstehenden Schulden oder diese Mengen an Geld oder was dann dort entsteht und wie das immer weiter explodiert, wo man das nicht mehr bezahlen kann. Und das sind dann die sogenannten Kondratjew-Zyklen, wo alle 80, 90 Jahre das System zusammenbrechen muss, rein mathematisch. Ja, das ist der eine Punkt. Deswegen war auch abzusehen, dass es einen Zusammenbruch gibt. Ja, das sehen wir ja auch von 1928, 1929, Weltwirtschaftskriege, Krise bis 2008. Das waren nur zum Beispiel halt diese 80 Jahre. Ja, eigentlich sind es 90 Jahre, aber das hängt halt offensichtlich noch mit Marduk zusammen. Das waren alles Dinge von den dunklen Kräften, weil deren Plan war es ja, Wirtschaft und Währung zusammenbrechen zu lassen, quasi alle Menschen, die irgendeinen Besitz haben, mehr oder weniger damit zu enteignen, wertlos deren Besitz zu machen, um den dann wiederum billig aufzukaufen, wie es in der Vergangenheit geschah, ja, wie das war mit dem Krieg, Frankreich, England und so weiter, wo dann Rothschild die ganzen Aktien durch eine gedrückte Meldung billig aufkaufen konnte und dort über Nacht halt unvorstellbaren Reichtum angesammelt hat. Das ist das eine. Und das andere, was wir jetzt haben am Bankensystem, hat halt nichts zu tun mit dieser Vergangenheit der dunklen Kräfte, sondern hier geht es darum, das Bankensystem tatsächlich zusammenbrechen zu lassen, aber nicht aufgrund der Mathematik und der Kontratjew-Zyklen, sondern aufgrund der Gewissheit, dass es jetzt nur nach vorn gehen kann, wenn wir dieses Fake-Bankensystem, Fiat-Geld und Schaffen von Geld aus dem Nichts und über Inflation, ist das ja wieder eine künstliche Besteuerung der Bürger, auch eine weitere Enteignung, dass das vom Tisch kommt. Und das ist das, was jetzt halt da ist, wo die Lichtkräfte halt wirken. Und das ist eine völlig andere Geschichte als die, die wir in der Vergangenheit kennen, wo der Zusammenbruch vorausgesagt wurde. Und der war ja immer von den dunklen Kräften geplant, um halt die neue Weltordnung aufzubauen aus dem Chaos. Und die Lichtkräfte wollen halt kein Chaos, aber sie wollen das Bankensystem zusammenbrechen lassen, um die Lebensgrundlage der Menschen komplett zu verändern im positiven Sinne. Ja, und das ist halt die Nummer, die jetzt durchgezogen wird, mit dem Hintergrund, dass es möglichst wenig Verluste geben wird,
und auch, dass dieser Wandel vielleicht innerhalb von 1-2 Wochen dann abgeschlossen sein kann. Sehr, sehr schnell geht, wenn das ganze Ding global also kippt, die Banken alle umschwenken, entweder Konkurs gehen oder mit der KIM dann zusammenarbeiten, dann haben wir also in ganz kurzer Zeit eine völlig neue Situation und dann kann es richtig vorangehen und das ist eigentlich das, worauf wir uns wirklich sehr, sehr freuen können. Danke. Danke dir. Und jetzt ist auch der Kalle nochmal reingekommen. Die Abschlussrunde ist am Gange. Gunther ist als nächstes dran. Kalle, noch ein bisschen warten. Und Gunther, wie war der für dich der Abend und was hast du für dich vielleicht mitgenommen? Ja, dann deine letzten Worte für diesen Abend. Ja, leider bin ich ein bisschen später gekommen. Ich habe ja wohl gar nicht alles mitgekriegt, aber ich bin im Moment wirklich ein bisschen erschüttert noch. Ich muss mich auch erstmal sammeln. Also da strömt irgendwas in mich rein hier. Da komme ich noch nicht so ganz mit klar, weil ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich im Nachtgespräch da nachher nochmal drüber reden, aber im Moment bin ich ein bisschen verunsichert. Okay. Also du bist noch verunsichert. Ich hoffe, dass wir die Sicherheit für dich auch wieder hinbekommen. Und ja, ich denke, der Harald wird da sicher was noch sagen wollen zu Harald, ne? Oder? Ja, klar. Ich denke, die Sicherheit kommt, wenn man das große Bild erkennt, um was es hier geht, was hier läuft, wer hier welche Dinge steuert und wo wir inzwischen stehen, wo wir angekommen sind. Ja, weil ich greife ja auch diese Dinge nicht aus der Luft. Ja, ich habe ja selber 20 Jahre recherchiert, immer mehr Puzzleteile zusammengetragen und gemerkt, welche dieser Puzzleteile halt Bestand haben und immer mehr gestützt werden durch weitere Erkenntnisse, weitere Bestätigungen oder andere Teile, die dann dazu kamen, das indirekt bestätigt haben oder direkt und so. Und dadurch ist ja ein sehr komplettes Bild entstanden. Und als ich dann plötzlich das gleiche Bild erfahren habe vom Tommy Williams und von diesen Lichtkräften, ja, die gleiche Geschichte, die Fälschung der Geschichte erklärt wurde, dieselben Zusammenhänge, was das globale Geschehen auf Erden betrifft, das ganze Leben in der Galaxie, dass wir halt nicht hier irgendwie von Jäger und Sammler abstammen und primitive Menschen waren und hier irgendwie allein im All sind und niemand da ist, der uns mal helfen könnte und so weiter. Wenn man das dann durchschaut, merkt man halt, dass dort also diese tiefsten Wahrheiten dahinter stecken. Und wenn man das dann über viele, viele Monate beobachtet, ja, diese Informationen, die aus dieser Quelle kommen, von Tommy Williams, der ja nur Sprecher von Trust ist, von der KIM, diesen ganzen Interviews, die also zu Hunderten da im Netz auch zu finden sind. Und wenn man dann merkt, dass es da also keinen einzigen Widerspruch gibt und mehr sich verdichtet und bestätigt und die Ankündigungen der dunklen Kräfte immer mehr torpediert werden und immer mehr rauskommen, was das für Lügengeschichten sind und immer mehr bestätigt wird, dass die also nicht mehr durchkommen, ja, dann haben wir also diese Gewissheit und auch dieses Vertrauen und auch diese Entspanntheit, dass es also wirklich sehr, sehr stark in die positive Richtung jetzt geht und auch nicht mehr aufzuhalten ist. Und dann kommt auch ein anderes Gefühl. Also würde ich dir empfehlen, einfach mehr zu recherchieren, noch schlau zu machen und auch sich in die Angst einjagen zu lassen und vielleicht auch mehr mal beim Tommy Williams mal hinzuhören und so weiter. Wir sind ja auch da dabei, die Informationen mehr ins Deutsche dann zu übertragen oder auch Sendungen über das Radio hier zu machen, dass also die Leute mehr Informationen noch bekommen. Gunther, ich hoffe, dir hat das ein bisschen geholfen. Ja, natürlich. Ich will nur kurz sagen, also du hast ja 20 Jahre recherchiert, ich bin vielleicht erst 10 Jahre dabei, habe aber auch mich schon sehr dafür für interessiert, wie diese ganzen globalen Zusammenhänge und die Kriege und wie das alles entstanden ist von Ägypten, wie das eben also passiert ist. Ich habe da auch eine ganze Menge Wissen drüber auch ein Mosaikbild schon zusammengesetzt, aber das mit den Außerirdischen und von außen und innere Erde und so, da habe ich, das ist für mich immer noch Utopie und deswegen denke ich, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ehrlich jetzt, Entschuldigung. Ja, jedem seine Themen, ne? Muss ja nicht jeder in diesen Energiekreislauf oder Gedankenkreislauf einsteigen, ne? Wer reinhören möchte, das ist ja jedem seinem, Harald, denke ich. Genau, also man muss immer weiter recherchieren. Ich habe gemerkt, man muss schauen, dass man seine Scheuklappen ablegt. Ja, die meisten haben irgendwo eine Grenze, bis dorthin können sie gehen und dann ist Schluss.
Ja, aber damit begrenzt man sich selber und man blockiert auch seine eigene spirituelle Entwicklung massiv. Ja, ich denke, man sollte diese Grenzung komplett beseitigen, alles durchaus für möglich halten, aber auch durchaus alles kritisch hinterfragen. Und erst wenn dann ganz, ganz viele Bestätigungen aus ganz vielen Richtungen kommen, ganz viele Dinge nahtlos ineinander greifen, alle perfekt zusammenpassen, ein in sich geschlossenes, logisches Bild ergeben und durch bestimmte Ereignisse noch bestätigt werden und das innere Bauchgefühl nur noch schreit, jawohl, genau so ist es und nur so kann es sein. Wenn diese ganzen Übereinstimmungen da sind, dann weiß man eigentlich, wo man auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Ja, man muss da nicht immer physische Beweise haben, sondern da, für mich gilt da auch diese innere Wahrnehmung. Aber die bildet sich immer stärker heraus, je mehr man vorneweg recherchiert hat, je mehr Hintergrundwissen man hat, je mehr man diese ganzen Dinge sozusagen komplett überschauen kann. Und dann hast du auch dieses Gefühl und dann kriegst du automatisch die Antworten oder wirst auch geführt dann immer mehr. Ja, je mehr die da oben sozusagen merken, dass du auf deinem Weg bist, umso mehr kriegst du Hinweise. Und ich merke das halt, ja, das war sicher kein Zufall, dass ich gestern zu dieser Konferenz oder zu diesem Meeting eingeladen wurde. Ja, mich hatten interessiert die Menschen im Innern der Erde. Ich habe die Bücher über Rumänien, Bucegi-Berge gelesen, wo ich wusste, dort stecken tiefste Wahrheiten drin in diesen Büchern. Absolut genial. Ja, und plötzlich erfahre ich, da kommen welche aus Rumänien, von Transsilvanien, berichten darüber mit und so weiter. Da war mir klar, dort muss ich hin. Und dann kam aber der Oberknaller, dass plötzlich wir dort mit dieser Gruppe Teilnehmer an der Sitzung vom Galaktischen Rat waren. Ja, da zieht es einem fast die Schuhe aus. Ja, wie man merkt, wie man dort quasi an die Hand genommen wurde, in diese Gruppe hineingebracht wurde, dass man also dort an diese Informationen kommt. Und das war ja nur genau die Bestätigung, die mir noch gefehlt hatte, ja, weil ich ja genauso kritisch rangehe und auch dort immer mehr und mehr suche, wo haben wir Beweise, wo sind das knallharte Fakten, wie kann man das weiter untersetzen? Ja, und plötzlich wird mir ein solches Event da geliefert, wo ich also nur noch Hurra schreien kann und mich nur noch zutiefst bedanken kann für diese spirituelle Führung und wo man halt merkt, man ist da wirklich auf dem richtigen Weg und wir haben halt gestern ganz, ganz viele dieser Dinge bestätigt bekommen und deswegen kann ich das auch mit dieser Sicherheit weitergeben. Eine kurze Gunther, Frage zwischendurch. Ja, Gunther, wir müssen in die Abschlussrunde gehen. Es ist schon so spät. Kurze Abschlussworte von dir, Gunther. Ganz einfach nur kurze Abschlussworte von dir. Wie hast du den Abend für dich sonst wahrgenommen? Und, ja, ich bin total aufgeregt. Ich wollte eigentlich nur eine kurze, der Galaktische Rat. Sehen die aus wie Menschen? Sind das Menschen gewesen? Wir haben gleich noch einen Nachtalk-Raum, okay. Lieber Gunther. Und es sind noch einige da. Wir machen das im Nachtalk, oder? Alles klar. Ganz, ganz lieben Dank. Danke dir. Und ich würde sagen, Jenne, deinen Abend und deine Worte. Ja, also der Weg daraus ist einfach jetzt anzufangen, sich damit zu beschäftigen. Oder das ist das, was wir machen dürfen und lernen dürfen, gerade all diese Sachen zu verstehen. Das ist ja jetzt nicht, dass das aufgedeckt wird auf einmal. Das wird ja schon die letzten Jahrzehnte aufgedeckt, seitdem die Geheimakten veröffentlicht werden, die Menschen aufgeklärt werden, was hier überhaupt läuft. Ja, das ist da dann eine Seite gegeben hat, die alle immer wieder auseinander, also aufgespielt hat, dass das überhaupt funktioniert hier mit diesem Teile und Herrschen. Und das ist vorbei, das ist halt aufgezeigt durch diese ganze, also ne, dank ihrer künstlichen Intelligenz ist das passiert, was wir Menschen erfahren dürfen, was diese wahrhaftes Erwachen überhaupt ist und dieses Ganze erkennen und die Verständnis dafür zu bekommen, was da überhaupt alles so war. Und das ist der Weg dann zu hin, wer wir wirklich sind. Und damit sind wir, glaube ich, alle selber sehr mit beschäftigt gerade. Und wir dürfen uns da, glaube ich, auch noch festhalten. Da kommt noch einiges auf uns zu, was den einen oder anderen die Beine unter den Boden unter den Beinen wegzieht. Und ne, trotzdem sollte man sich ne, bei sich behalten und keine Angst haben, weil im Ende wird alles gut. Und ja, aber ne, aus diesem Film, aus dem wir aufwachen dürfen, das Märchen, das ist ja
Wenn man es als Film sehen würde, glaube ich, wäre es ein Bestseller. Und da bin ich dankbar, dass wir das gerade erleben dürfen. Und ich sehe das in meiner Sicht auch so, dass alles wird gut und stell dir die Welt vor, wie in deinem schönsten Träumen und noch schöner wird sie werden. Und Harald, ich möchte mich bei dir bedanken, halt nochmal wieder noch ein bisschen Weitsicht bekommen zu haben. Zum Anfang war ich doch noch ein bisschen benebelt, sag ich mal, aus meinem Kaninchenbau raus und hab dann doch gleich danach noch die Weitsicht bekommen, was überhaupt passiert gerade. Und da bin ich dir sehr dankbar für und schön, dass du da bist. Lieber Janne, vielleicht kurz zur Bemerkung. Ich danke dir auch für deine netten Worte. Du hast mich noch auf einen sehr wichtigen Hinweis gebracht, und zwar: Wir leben hier auf Erden nicht, um die dreidimensionale Welt zu erleben, sondern eigentlich, um aus dieser dreidimensionalen Welt aufzuwachen und in die höhere Ebene, ins wahre Leben einzutreten, was eigentlich den Menschen ausmacht. Die physische Materie ist vielleicht nur 0,1% von der wahren Realität. Ja, wir sollten es lernen, diesen Schritt in die richtige Realität zu den 99,9% uns hinzubewegen. Und das ist eigentlich der Punkt, und der wird ermöglicht durch diese veränderten Rahmenbedingungen, die höheren Schwingungen, die höheren Energiefelder und auch die, sagen wir mal, Einstellung der Menschen zu allem, was man für richtig hält, für gut hält, was man für ideal verkörpert und wie man mit seinen Mitmenschen umgeht, ob man denen hilft oder die halt umbringt, ausnutzt, versklavt und so weiter. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, der hier ja im Raum steht. Dankeschön. Super, danke auch dir, Jenne. Und der Kalle ist da. Kalle, wir haben dich heute noch nicht gehört. Mal schauen, ob wir dich jetzt hören dürfen. Und dein Mikrofon, deine letzten Worte, bitte. Ich hoffe, dass man mich jetzt hört. Ja, man hört dich wohl aber nicht wirklich laut. Ich werde dich aber lokal einfach mal ein bisschen lauter stellen, für die Aufnahme zumindest, für die Zuhörer draußen. Entschuldigung, der Kalle ist heute ein bisschen leise, aber horchen wir mal rein. Ich habe einen anderen Rechner hergenommen. Harald, Gruß aus München. Wir sehen uns am Samstag ja wieder. Konnt ihr mal erklären, die 2,8 Quadrillionen, die Kim in Rechnung gestellt hat. Das hast du uns ja in München erklärt. Kannst du das mal nochmal machen? Also diese Zahl wurde von Tommy Williams genannt, in amerikanischer Währung 2,8 Quadrilliarden Dollar, in deutscher Schreibweise Quadrillionen, richtig. Der Tommy Williams hat nicht erwähnt, über welchen Zeitraum dieses Geld diese Summe zustande gekommen ist, weil die FED, die gibt es ja letztendlich erst seit irgendwie reichlich 100 Jahren. Ich denke einfach, dass das möglicherweise eine Summe ist, die über den gesamten Zeitraum zustande kam, wo die dunklen Kräfte auf Erden den Marduk und den Trust betrogen haben, ja, und dass die Kim da also eine Gesamtrechnung aufgemacht hat. Ja, aber zumindest gab es auch von den dunklen Kräften über 30.000 Hintertüren in diesem Manavolt Holding Trust, wo man also auch dem Marduk immer wieder Geld entzogen hat, gestohlen hat. Ja, und über das Quantencomputersystem war man offensichtlich in der Lage, genau das minutiös auszuwerten, welche Dinge sind tatsächlich abhandengekommen, durch welche Tricksereien gestohlen worden. Ja, aber wie die Summe nur im Einzelnen zusammensetzt sich, wodurch sie entstanden ist, über welchen Zeitraum, das entzieht sich meiner Kenntnis, und das hat der Tommy Williams auch nicht im Detail untersetzt gehabt. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es tatsächlich stimmt. Ja, und ja, auch die Konsequenzen, die das dann hatte, dass man also der FED dann die Rechner zerstört hat und so weiter und die Kim halt dort dagegen vorgeht, gegen deren Machenschaften, weil die ja so tun, als hätten sie noch was zu sagen. In Wirklichkeit haben sie den Anweisungen, der Kim Folge zu leisten, und das machen sie aber nicht. So, und deswegen sind dort auch weitere Maßnahmen nötig, und deswegen forderte Tommy Williams die US-Regierung auf, das Militär endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen und dieses Haus dort zu besetzen, die Leute festzunehmen und entsprechende Maßnahmen durchzuziehen, damit sich auch wirklich mal was ändert. Danke. Kalle, wie war der Abend für dich? Ganz kurz. Ja, sehr interessant. Und über die Außerirdischen, das hat mich nicht beeindruckt eigentlich. Unsere Sonne ist ja eigentlich die zweite Generation. Kalle?
In der Milchstraße. Wir können jetzt nicht hier ausschweifen, weil wir haben es 23.18 Uhr, wirklich. Wie war für dich der Abend? Wir haben gleich noch einen Nachtdok, da können wir das alles ansprechen, nur jetzt nicht in dieser Live-Sendung. Wir sind schon wirklich über Limit, das ist zu lang. Khaled, wie war der Abend für dich? Schön. Ja, und sonst alles gut. Ich danke dir. Ja, schön, dass du da warst. Und jetzt gehen wir zum Roman. Roman, deine letzten Worte. Ja, also die Sendung war wirklich sehr interessant und auch sehr, sehr faszinierend. So toll, wie der Klaus uns, der große wilde Haufen, bändigen kann. ja, es ist immer so interessant, dir und den anderen, wo ich auch schon so erwähnt habe, die so über solche Hidden Hand und Kabalen und Hintermänner und die Breaking Civilization Geschichten erzählen. Man kann sich da tolle Perlen immer rausholen. Nur bedenkt trotzdem immer wieder, die volle ganze Wahrheit hat keiner von denen. Ich bin sogar so ehrlich zu sagen, zu vermuten nur, ja, ich vermute nur, dass entweder ein paar ein bisschen recht haben oder nur einer komplett recht hat, möglich aber, dass gar keiner recht hat. Das möchte ich auch zu bedenken geben, weil diese Kräfte mit der Lüge, die Meister ohnesgleichen ja sind, die wissen Desinformanten zu produzieren. Der Beste, der eine Lüge verbreitet, ist der, der sie auch wirklich glaubt. Und darum sage ich ja, ich liebe die ganzen Geschichten, weil da solche Perlen sind, die man intuitiv für sich rausfassen kann. Das bedarf aber viel Lebenserfahrung, muss man auch sagen. Und trotzdem ist es immer spannend zu hören. Aber wie der Armin wirklich tollerweise erwähnt hat, wir müssen schauen, dass wir nicht diese Sofa-Aktivisten dann werden. Wir müssen schauen, dass wir selbst aktiv das machen, was wir uns für diese Welt wünschen. Und auch objektiv die Menschen anerkennen, die was uns auch helfen wollen. Ja. Wir müssen schauen, dass wir uns nicht zu lange von Versprechungen irreleiten lassen, weil da viel Zeit vergeht, wo es Gutes geschehen kann. Also seid objektiv, schaut, was tut der, was macht der wirklich, was hat der vor allem schon getan, oder sind es immer nur Geschichten? Bitte ganz objektiv bleiben dabei. Und danke, Harald, für diese spannende Zeit. Ja. Ja, gern. Danke. Ich danke euch. Und ja, freue mich auf ein Wiedersehen, Wiederhören. Ja, der eine oder andere wird sicher in München zum Vortrag kommen, aber auch ich hatte ja in anderen Städten auch Vorträge. In Norddeutschland wird wieder was stattfinden am 10. und 11. August. Genau, und wer sonst Interesse hat, mehr zu erfahren oder einen Vortrag zu organisieren, der ist natürlich gern willkommen. Gebt mir Bescheid, meine E-Mail, die findet ihr dann wieder über den Klaus und da wird er sich auch in der Sendung dann wieder mit posten. Also, ja, ja, das machen wir. Harald, wir haben noch den Marc noch da, den Stefan und den Thorsten da, der noch hinzugekommen ist. Und dann machen wir hier Schluss. Und Marc Wahle, dein Mikrofon. Ja, ich höre halt am liebsten also zu, manchmal gegen Angst und gegen Knappheit des Systems auf Liebe und Wohlfahrt. Es gibt die Universalis, die Galaxionisten haben wir jetzt ausreichend gehört. Für mich aber dann doch der bedenkliche Hinweis, man soll die BRD nicht fördern. In diesem Land leben wir eben mit dem Grundgesetz, das uns mit Rechten versieht. Und ja, ich fand die Sendung ganz toll, dennoch. Ja, danke Marc für deine Worte. Stefan, bist du am Mikrofon? Ja, Stefan, guten Abend. Guten Abend. So, ich möchte dem Harald und auch dem Klaus danken für diesen Abend. Und zu Harald, es ist ein wunderbarer, sachlich fundierter Vortrag von ihm. Auch den ersten habe ich schon gehört. Was mich aber ein bisschen noch dran stört, ist die Kim. Wenn die so gut ist, warum haben die dunklen Kräfte die Kim und den Williams noch nicht absolviert? Das ist eigentlich eine Frage von mir. Mehr nicht. Aber ansonsten wunderbar, der schöne Abend heute.
Ganz kurze Antwort. Sie haben das mehrfach versucht. Die Lichtkräfte wissen um die Gefahren für diese zwei Personen und für viele andere. Und sie haben mit Sicherheit Vorkehrungen energetischer Art getroffen, um die zu schützen. Genauso wie man den dunklen Kräften die Goldverräter entwendet hat und in hochenergetisch gesicherten unterirdischen Anlagen oder anderen energetisch gesicherten Anlagen verwahrt hat, wo die dunklen Kräfte aufgrund der niedrigen Schwingung nicht mehr rankommen. Und ich denke, ähnliche energetische Schutzschilde werden auch Tommy Williams und die Kim erhalten haben, um diesen Erfolg nicht wieder zu gefährden durch irgendeinen verrückten Attentäter oder irgendwelche anderen Maßnahmen. Ich denke, da sind die Lichtkräfte schlau genug, um sich dort was Entsprechendes einfallen zu lassen. Und deswegen können wir also auch dort sicher sehr, sehr gelassen der Zukunft entgegensehen. Danke, Harald. Das hätte ich mir eigentlich selber denken können. Ja, energetischen Schutzschirm aufgrund einer höheren Energiedichte oder höhere Energie. So. Ganz genau. Wunderbar, danke. Schönen Abend allen zusammen noch. Dankeschön, Stefan. Und jetzt, Thorsten, guten Abend zu dir. Einen guten Abend an die Runde. Heil und Segen an euch. Und ich kam etwas zu spät dazu, habe das Grundthema bis Mittag fast. Ich kann mir dazu im Moment nicht äußern, aber danke, dass du mich aufgerufen hast. Können wir vielleicht im Nachtalk besprechen? Danke. Danke dir für deine Wortmeldung. Ja, Harald, du hast gerade schon eine Veranstaltung angekündigt. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Wie gesagt, kontroverse Diskussion. Wir haben heute viele verschiedene Denkweisen und Denkrichtungen auch gehört, unterschiedliche Meinungen. Und ja, und ich fand es schon von der Schwingung her gut, weil vieles angesprochen worden ist und auch Unverständnis und dann auch Lösungen wieder. Ein großes Thema. Wie hast du dich denn gefühlt? Ja, alles okay. Ich denke, wir sollten, sagen wir mal, gerade bei solchen Veranstaltungen oder bei solchen Interviews, sagen wir mal, nicht von vornherein versuchen, alles durch Pessimismus zu zerreden, sondern erstmal zuhören, selber recherchieren, sich schlau machen, tiefer eindringen, versuchen, die Logik dahinter zu erkennen, und dann beantworten sich viele, viele Dinge so von selbst. Ich meine, ich habe das selber jahrelang durch, und für mich ergibt das ein sehr, sehr schlüssiges, sehr logisches Bild. Und wenn ich selber, sagen wir mal, Entscheidungsträger in dieser Zeit wäre, um solche Dinge zu gestalten, die Menschheit zu befreien, ich glaube, ein genialer hätte der Plan überhaupt nicht laufen können, wie er jetzt läuft. Das kann ich nur sagen, und das finde ich Tag für Tag aufs Neue bestätigt, und ich bin dankbar, wie ich dort geführt werde, und ich will auch von meiner Seite dieser Verantwortung gerecht werden, ja, weil ich das so erkenne. Nicht jedem ist diese Gabe gegeben, das in dieser Tragweite zu erkennen, und deswegen fühle ich mich auch verantwortlich, das den Menschen weiterzugeben, dass wir wirklich alle gemeinsam am Ende verstehen, was es geht, wer hier an welchen Rad dreht, und wenn irgendwann diese ganzen Veränderungen bei uns vor der Haustür ankommt, dass wir oft wissen, wo sie herkommt, was wirklich dahinter steckt, und nicht, dass wir komplett verwirrt alle auseinanderreden und dann uns ungläubig anschauen und die Zeichen der Zeit überhaupt nicht erkennen und wieder vieles Wertvolles an Möglichkeiten verpassen. Ja, dafür bin ich sehr dankbar, und ich freue mich, dass ihr dabei wart, und ja, freue mich, wenn wir uns wieder demnächst dann gemeinsam hören oder sehen können. Danke. Tschüss. Danke dir, Harald Thies. Ja, Harald Thies, der Kampf hinter den Kulissen. Ja, und ja, ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen. Danke an diejenigen, die Danke haben wollen. Danke an die Zuhörer hier bei mir auf dem Okitalk-Server natürlich draußen, dass ihr uns eingeschaltet habt. Macht mal einen Klick, Artikel, da kann man Kommentare hinterlassen. Und wer Fragen hat, einfach über das Kontaktformular sich bei uns melden. Dankeschön im Übrigen auch an die Spenden, die immer wieder mal reinkommen, die Spender mal einfach mal anzusprechen. Es ist nicht viel, aber es ist schön, dass was kommt, und die Kaffeekasse, die freut sich immer wieder. Morgen ist der Peter Zimmermann bei Okitalk, der ist ab 20 Uhr da, und er hat ein Buch, was er vorstellt, und er nennt es Alicia, unsterblich. Er war schon vor einigen Jahren bei uns und hat sehr fundierte, tolle Themen-Talks gemacht. Und geht mal ins Archiv, ihr findet ihn ganz sicher. So, und jetzt den letzten Song hier vom Player, auch ein Song, den Harald heute Abend mitgebracht hat. The Ray Wilson, Old Book. Ja, und so, wie auch immer. Musik ab
schönen Abend. Tschüss.